Na gut, so Chat. Wir suchen jetzt einen Streamopper und jetzt heute nicht so ein krasses, okay? Heute nicht so ein krasses Streamopfer, nur so ein leichtes, damit ich oft Imposter werde, alright? Wir machen das hier mal auf. Also, wir spielen Games und Movies. Machen das hier aus. Zeit maximal. Channelname Bonjour. Ich glaube, die Streamgötter, die sind, wenn wir denen zu krasses Opfer geben, dann haben die nicht so Bock. Die sind dann zu verwöhnt, wie so Löwen. Alright. Wenn ihr neu seid im Chat, schreibt nix. Wenn ihr schon ewig im Chat seid, schreibt Schreck 3. Okay, los geht's. Haben wir schon mal gehabt. Wisst ihr, was das Krasse ist? Das erste Wort war nicht Hitman, sondern da stand Transformers. In der Sekunde, als ich hier drauf gedrückt habe, wurde Hitman erraten. Das gibt's einfach nicht. Let's go. Und wenn es Rad dreht, müssen wir auch Rad-Emote ballern. Rad-Emote ballern. Ja, eine Stunde ist gut. Stunde ist gut. Ich werde 30 Mal Imposter. Easy. So, was eine Stunde in Sekunden? 3600. El Presidente. So, dann dickes F in den Chat für El Presidente, der eine Stunde getimeoutet wird. Das heißt, der wird früher wieder da sein, bevor wir überhaupt aufhören. Vielleicht holen wir uns dann noch ein... Nee, wir können nicht noch ein Opfer drehen. Für Valorant wollte ich gerade sagen. Noch ein Opfer für Valorant? Nee. Wir behalten mal das eine. Wir gucken, wir machen... Heute ist die Studie, heute ist der Test, das Experiment. Wie gut funktioniert das einstündige Stream-Opfer für Among Us? Wenn ich jetzt wieder nicht einmal Imposter werde, dann verliere ich den Glauben an das Rad. Tut mir leid. Aber dann ist es hier wirklich vorbei. So. Alright, wie ist mein Passwort? Upp, dankeschön. Okay. So, dann gehen wir hier rein. Gibt es überhaupt ein Update? Fuck mal, wenn ich es schon sehe, will ich schon klicken, ne? Wann spiele ich denn das gegen, wann spiele ich in meinen Run weiter in Plants vs. Zombies? Sonntag geht nicht, da haben wir Yellow und danach spiele ich RimWorld. Montag vielleicht, Montagnacht. Was? Ich melde mich freiwillig für Valo, ich möchte, dass du heute MVP wirst. Also MVP schaffe ich nicht, weil Shu und Timid sind dabei, die sind meilenweit besser als ich. Dann ist Leon noch mit dabei. Ich will ja nur besser als Baso sein. Das ist ja, ich finde, das ist ein nicht zu hoch gestecktes Ziel. Das sollte möglich sein. So, okay, wir starten mal. Das Passwort ist safe, less pow pow pow. Nein. Baso macht sich locker fertig. Werden wir heute Abend sehen. Werden wir heute Abend sehen, wer wen wegdrückt. So, muss ich. Es ist schon geupdatet, oder? Gibt nichts Fresheres als das. Das ist das Fresheste. Okay. Dann überlasse ich euch das Feld. Könnt versuchen, eine rote Wand zu machen. Dann gehe ich nämlich schon mal in den Discord. Oh. Eieiei. Ich habe echt Bock auf Among Us, aber ich habe noch mehr Bock auf Valorant. Ich habe ein bisschen. Über zwei Gegner, Dona auch noch. So. Ah, ich kann auch direkt den Namen ändern. Ist gut, das ist. Ach, guck mal, ich bin schon in live drin. Maurice ist auch in live drin. Was macht der denn da? Warum bin ich Matteo mit H? War das Maurice gerade? Nee. Bin da wieder zurück. Matteo mit Doppel-T ohne H. So, Party ist schon da. Alright. Okay. So, gab's eine rote Wand? Nee, ne? Sind immer wieder Lücken drin. Immer wieder Lücken drin. Okay. Okay,
So, wartet mal, machen wir das hier zu, das hier zu, das hier zu, das hier zu, das hier zu. Dann trinke ich schon mal ein bisschen Tee. Wieso kann man den Stream von Matthias von gestern Abend nicht nachschauen? Die Aufnahme ist nicht auf Twitch. Wir haben gestern diese Doku, diese Haustour gesehen über das Haus mit der Vagina in der Wand. Und ich glaube, da wurde aus Sicherheitsgründen gecuttet, oder? Kann das sein? Ich weiß gar nicht mehr. Da wurde vielleicht ein bisschen was rausgecuttet. Also vielleicht fehlt da... Ich bin mir nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Upp. Spielt ihr heute mal andere Maps? Ich mag halt die Map, die wir spielen, halt super gerne. Ich frag mal, vielleicht können wir die erste Map spielen oder so. Ich melde mich freiwillig für Valo. Ich möchte, dass du heute MVP wirst. Also MVP schafft... Ist das hier der Verräter-Clip, den ihr dann an Baso schickt, damit sie dann wieder sauer auf mich wird? Wer hat den Clip gemacht? Kann ich das sehen? Clip erstellt von Jani ist klar. Kann man hier Infos rausfinden? Was? Was war das? Hallo. Hi, hi. Hallo. Hallo. Hi. Wie bin ich hierher gekommen? Mit meinen magischen Händen. Wieder, oh. Wie geht's dir, Tim? Sehr gut. Wie geht's dir? Wie war der Off-Day? Hast du ihn genossen? Wie geht's dir? Ich habe gestern Kuchen gebacken. What? Let's go. Ja, ich esse auch gerade ein Stück. Fand ich lecker. Was für ein Kuchen? Käsekuchen. Käsekuchen. Geil. Hallo. Hello. Hi. Wir haben gerade geplant, so ein bisschen irgendwann mal im Stream. Maurice, Pizza kannst du bitte mal aufs Streamdeck gucken? Boah, geil. Ich kann die Boxen nicht. Ich habe einen Kumpel, der kann das so richtig gut. Und da bin ich jetzt so hyped, da wurde ich jetzt so. Ich bin extra gemutet, damit die mich nicht hören. Da habe ich richtig Bock drauf. Darf ich dein Probegast sein? Klar, komm lang. Ab nach Berlin, Schuschu. Kommen die Boxen nicht gemutet über das Streamdeck? Nachdem jeder denkt, ich lebe. Mal geht es vielleicht hier oben drin? Dabei. Die Wohnung mit Dona auf Kuba. Ja, genau. Eigentlich bin ich gerade auf Kuba mit Dona. Beste. Ah, hier geht's. Gibt es ein neues Update? Nee, 271, ne? Auch so. Nicht. Oder habe ich jetzt Hä? Warum höre ich jetzt nichts mehr? Sagen die jetzt nichts mehr oder bin ich bescheuert? Haben wir nicht mal gerade mehr Leute hier im Discord? Ah, okay. Sind auch Leute. Ja, Tim Morris ist gerade zu Schuschu unterwegs nach Kuba wegen Pizzabacken. Beides, danke, Chat. So, wer ist denn schon da? Pazi ist da, Franz ist da, Jeff ist da, Schuh ist da, Tim Morris ist da. Kann man mal machen. Okay, die pranken mich. Nee. Muss man aber auch ab nicht. Ab 0 Uhr Wallo oder was? Genau, ab 0 Uhr ist Wallo gegen... Ah, ich habe den Streamtitel auch nochmal ändern. Among Us plus Wallo Show
Match mit Mantle. Hey, na? Hey, na? Hey, hey. Hallo, Mantle ist wieder da. Hey, hey, yo, warum seid ihr so laut? Holy, hallo. Sind wir so? Ist dein Discord vielleicht verstellt? Hi. Hallo. Hi. Hallo, hallo. Hi. Matteo, hast du gerade deine Kopfhörer abgenommen, um zu sehen, wo solche Geräusche herkommen? Nein, habe ich nicht. Okay. Gut, gut. Hey Dona, wie ist der Ping? Ach, so 250 gerade geht schon. Was? können wir auf North America Server spielen? Da habe ich nur 100er Ping. Mhm. Nee, du musst es über ein VPN rein, dann kriegst du einen besseren Ping. Wegen Kuba. Ja, ja. Ist der Ping auf Kuba so schlecht? Ja, ja. Wie ist das Wetter, Dona? Hat kurz gedauert. Ja, warm, tropisch, I guess. Ist schwer zu beschreiben, ne? Ja. Oh Mann. Kommt Baso noch? Hast du das? Hallo! So, jetzt. Hallo! Hi, Timmit! Wie war dein Urlaub? Timmit! Ja, war wunderschön. Dankeschön. Warum war nicht so gestreamt? Ja, ich habe jetzt nicht am Stand gelegen oder so. Okay. Schade. Ja, ich hab ein, zwei Videos auf OnlyFans gesehen, als du so ein Mikrofon im Mund hattest. Ja? Warte mal, du hast OnlyFans. Ey, komplett damit? Widerlich, Timmit. Ja, habe ich von dir gelernt. Vor allen Dingen, ist das nicht Maxify's Mikrofon gewesen? Ja. Ui. Mhm. Hä, aber das ist ekelhaft. Das auch schon im Mund genommen hatte, ja. Also man reinigt so ein Mikro doch gar nicht. Und dann ist das dann... Nee. Nee. Das hat mich irgendwie angetan. Dass dann... Maxi hat einfach sein Smartphone-Oberfläche ja, genau. Das habe ich auch gesehen. Das war so 10 von 10 ekelhaft. Matteo, was findest du ekliger? Dass Timmit dasselbe Mikrofon in den Mund nimmt wie Maxi oder dass Maxi sein eigenes Mobiltelefon ableckt? Das Mobiltelefon finde ich ekliger, wirklich. Okay. Also, man auch so oft gesagt bekommt, dass da übel viele... widerliche Sachen drauf sind, wenn man da das sind auch voll die Bakterien drauf. Ja, ja, ja. Mega eklig. Ich hatte auch mal so ein, ich weiß nicht, ob Maxi das aus nur zum Triggern gemacht hat, aber ich habe auch mal so einen Typ im Zug gesehen, der war schon älter und hat das auch gemacht. Der hat sein Handy, also der hat seinen Monitor damit gereinigt. Also der hat den sauber geleckt und dann halt so gerubbelt. Das ist so ekelhaft. Boah, ich esse gerade meinen Kuchen, Mann. Der kommt mir gleich wieder raus. Katzen ja genau Hungerschuh. Ja, Katzen. Aber einen Handy-Bildschirm ablecken, das ist das Letzte, wirklich. Aui. Das ist echt. Da wird man nicht mehr krank, glaube ich. Nee, ich glaube auch nicht. Oder du bist einmal so richtig krank. Das ist der Burns von Simpsons, wo alle Bakterien gemeinsam gleichzeitig durch eine Tür wollen und sich gegenseitig verstopfen. Okay. Was mit Baso? Kommst du nicht mehr? Oh, die kommt gleich. Ach, bestimmt. Schade. Mann, immer so ungeduldig. Oh, okay. Was, sorry. Die aimt sich noch ein. Was denn? Was sagst du dazu, dass wir so ein geiles Kompliment bekommen haben? Ey, ich war, also wirklich, ich habe angefangen zu lesen, dachte so, oh Mann, werde ich wieder durchbeleidigt, was passiert jetzt? Und dann lese ich, denke so, oha, was ist das denn für ein netter Kommentar? Also hast du dem VIP gegeben zumindest oder so? Nein. Was? Nein. Nur OnlyFans-Zugang. Du hast OnlyFans? Ja. Nein, habe ich nicht. Wie du sie direkt gefragt hast. Ich überlege ja nur, kann ja sein. In welchem Hotel ist dein OnlyFans? Okay. Alter, ich habe schon wieder so Flashbacks von Gamescom. So ein Only Hotel Fans, also so. Ja, ja. Man kriegt dann eine Zimmernummer. Wie heißt du da denn? Only Hotel. Only Hotel. Only Hotel. Hotel Fans. Ja, aber geil, dass du noch Komplimente kriegst. Ich werde immer nur fertig gemacht. Ja, aber aber du hast ja auch ein Kompliment bekommen dann indirekt. Ja, ja, natürlich, klar. Das war 2-1. Ja. Natürlich. Direkt lang gemacht hier. Ja. Jetzt einfach, ob es irgendeinen Account bei OnlyFans mit Cuba Dreamgirl oder sowas gibt. Matteo, hast du mal Sportbälle im Unterricht abgelenkt? Ja, wie kommst du da jetzt drauf? Das wurde mir gerade erzählt. Naja, das stimmt nicht. Okay. Das ist gelogen. Ich muss noch mal rausgehen, weil meine Dings laden nicht. Ja. Okay. Haben sie bei mir auch nicht. Ich musste auch neu starten heute. Jo. Sekunde. Seine Dings laden. Meine Dings laden nicht. Die Regler. Ja. Heute Abend gibt's ein paar Dings, habe ich gehört, ab 0 Uhr. Ach so, ja, ein paar Dings in der Köpfe. Mhm. Ja, 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 ja. Ja. Matteo, warum ist denn Unge nicht dabei? Klick, klick. Bevor ich das jetzt beantworte 5000 Mal.
Also, die Frage war immer an dich. Ja, wir haben geschrieben und er meinte, solange Vlesk mitspielt, wird er nicht mehr mitspielen bei Among Us. Okay, ihr habt es. Was? Ich dachte, er hat einfach so hart trainiert, dass er heute einfach nicht auch noch im Among Us spielen konnte. Ja, der hat ja jetzt ein Fitnessstudio in seiner Tiefgarage oder was? In seiner Tiefgarage. Ja, wie geil ist das geil eigentlich? Übel geil. Ja. Habe ich ihm heute auch schon gesagt. Also so ich fühle mich so arm, ne? Ich fühle mich einfach arm nach diesem Statement. Aber in der Tiefgarage, da riecht es doch die ganze Zeit nach Öl. Tiefgarage, oder? In der Tiefgarage wird, glaube ich, kein Auto stehen, was mit Benzin funktioniert, sondern alle mit Strom. Also ist alles nur Hallo, Linda. Hallo. Hi. Hi, Linda. Hallo. Hallo. Oh, ihr nennt mich alle auf einmal Linda. Was ist los? Hi, Basu. Wie ist ja alle mein Name? Linda, Linda, Linda. Wer hat sie euch verraten? Ich hab geraten. Liegt. Jawohl. Ciao, Basu. Eine Minute. Okay. Wer ist denn die Nummer 10? Wer fehlt? Warum ist Shantau nicht? Ach, Shantau ist ja Dienstag und Donnerstag kann er nicht mehr. Stimmt, eine Person. Es fehlen zwei Personen noch. Basu und? Ich muss ganz kurz neu starten nur. Naja, aber wer fehlt denn noch? Oder habe ich zu wenig eingeladen? Zu wenig, zu viel. Was kannst du eigentlich, Matteo? Warte mal, wer fehlt denn jetzt gerade? Niemand. Also in der Lobby fehlt. Timmit ist noch nicht drin. Timmit. Ah, mein Gott, ey. Jedes Mal diese Panik, ey. Oh. Direkt PTSD. Ja. Ist das ein Riot-Mitarbeiter? Meinst du Franz? Franz, bist du Riot-Mitarbeiter? Ja. Sag kein Kommentar, Franz. Kein Kommentar. Gut. Ich als dein Anwalt. Dich. Mhm. Antworte nicht, Franz. Ja, wieso fragst du? Rein hypothetisch? Ich habe nicht im Chat wurde das gefragt. Ich habe jemand verbannt in Matthäus' Chat und möchte jetzt anbannt werden bei LOL. Mhm. Achso, ja, funktioniert mit einer DM an Matteo. Ich leite weiter, ich leite alles weiter. Schickt mir eure DMs. Oh, aber Franz, das hättest du nicht sagen sollen, jetzt kriegst du auf meine DMs von Matteo. Nee, ich glaube nicht, dass Matteo irgendwie Bock hat, 1000 DMs weiterzuleiten. Also, soll ich was sagen? Ich beantworte an, alle DMs, die mir geschickt werden, und ich leite die auch weiter, also ich habe da kein Problem mit. Aber auf meine antwortest du nie, Matteo, was ist da los? Oh. Schade. Start mal bitte, start mal die Lobby schnell. Wenn man dem Trend folgt, dann bist du aber bald Streamer, ne? Fulltime und hörst auf bei Riot. Was sagst du bitte? Tim wird doch mal kommen. Ich war ja, ich habe ja bei der, ich war in der Analyse-Ecke und dann bist du dazu gekommen und dann bin ich zu Riot und dann bist du zu Riot drüber und jetzt streame ich und jetzt streamst du dann auch bald, oder nicht? Ja, mach ich ja schon. So. Ja, aber so. Aber ich war ja nur in der Analyse-Ecke, weil wir niemanden hatten. Ah. Ja, manchmal muss man in die Hallo. Hey. Hey. Sorry, ich musste gerade hi. Ich musste gerade ein paar Sachen einstellen. Sehr gut. Okay. Kein Problem. Sorry. Geil. Es gibt Menschen, auf die wartet man gerne, weißt du? Oh, und dann gibt's Matteo. Hey, Basu, heute Abend, ne? Ich hab's schon gesagt. Matteo, ja? jetzt rede ich, ja? Mir wurde heute schon wieder zugetragen, dass du getrashtalkt hast. Schon wieder des Todes. Also, erstmal, das ist gelogen. Und das triggert mich. Also, guck mal. Das ist ja was ganz was Neues. Ich hab da was für dich. Ich schick dir mal ein Bild. Das hat sich angehört wie ein Kaffeekocher gerade. Warte. Teekessel meinst du, oder? War das deine Lache? Ah ja, Teekessel. Ja, jetzt bremst euch mal jetzt. Also hebt euch noch was auf für Abend ab 0 Uhr. Ich hab schon gesagt, ich hab ein paar Vorschläge. Hey. Warte. Ja? Also. Das ist ja so geil. Also, was willst du sagen? Komm. Ich wollte sagen, heute Abend, ich habe ein paar Vorschläge für die Team-Balance. Also, dass wir auf jeden Fall, Timmit und Schuh können nicht in ein Team, das geht nicht. Weil die sind beide zu stark. Nee, lieber nicht. Ja. Aber ich hätte einen Wunsch, dass ich halt gegen Basu spiele. Das wäre mir sehr wichtig. Gegen Basu? Wow. Das wäre mir sehr wichtig. Ja. Also, Basu hat richtig gut gespielt gestern. Also, wir haben gestern ohne mich gespielt, oder was? Vernünftig auf Matteo, ohne dass du irgendwelche Leute wecken musst. Überhaupt ausgewürfelt? Weiß nicht, wie wir das später machen. Wir müssen nochmal schauen. Also ich schreibe alle Namen auf einen Zettel und dann ziehe ich einfach. Nee, wir müssen schon so ein bisschen balancen. Nein. Hey, Matteo, kannst du nicht dieses Rad nutzen, was du das ist ja dann auch random, ist ja auch random. Ja, ja, Lena. So random. So random. Wie beim Schulsport und als letztes gewählt werden. Wir können mit Team Captain Shushu Timmit. Ich find's schön, wie wir komplette Runden mit so Meme-Vokabular so, oh mein Gott, so random. Yo, literally. Timmit, warum bist du wieder raus? Ja, wo ist Shorty? Ja, Shorty ist nicht dabei heute. Ich hatte die Hüte nicht, deswegen musste ich. Oh nein. Das ist nicht gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Pasi und Franz sind hier, haben gerade. Egal. Hä? Eine Person fehlt.
Als ich dahingestellt hast, haben alle zwei Tiere sich gekriegt. Oh. Hi, Timmet. Hallo. Ja. Was ist denn hier schon wieder los eigentlich heute? Ich starte jetzt einfach. Ja, ja, schön, auf geht's, auf geht's. Ich freue mich auch, ich freue mich. Timmet, willkommen zurück. Danke, Mann. Okay, let's go. So, komm, komm, 1 Stunde Stream-Opfer. Das juckt. Das heißt, du lügst. Ich werde Crewmate. Es gibt doch gar keine Crewmates, oder? Es gibt doch keine Crewmates in der Runde. Ich dachte, das ist alles Rollen und dann Imposter. Mann, das ist doch wieder einfach Scheißdreck, ey. Jetzt hängt das Ding hier fest. Tag geht schon scheiße los. Ich werde später meine ganze Aggression in Valorant rauslassen. Ich werde Baso so BM reinknallen einfach. Electric 2 Leute, obwohl Licht nicht aus ist. Warum? Warum gehen 2 Leute Electric, wenn das Licht nicht aus ist? Was machen die da drin? Security eine Person O2, 3 Leute Labor. Also entweder sterbe ich jetzt oder... Okay, Party-Check. Ist niemand tot? Okay, dann gehen wir ins Specimen, machen erstmal unsere Tasks, dann werden die Leute sterben, dann können wir ein bisschen forschen. Licht geht aus, bin im Arsch. Hallo. Oha, ich hab sie weggesnipt. Ist das möglich? Was war jetzt los? Okay. Was ist denn jetzt los? Naja, Flesk und Baso waren halt die ganze Zeit unterwegs. Und hier ist gerade eine dunkle Farbe von Baso gecrossed. Ich würde sogar behaupten. Du kannst mir nicht erzählen, dass das gerade passiert ist! Hä, hey, was ist denn passiert? Ich habe die ganze Runde auf sie aufgepasst. Ich habe die ganze Runde auf sie aufgepasst und gesagt, okay, dieses letztes Mal ist sie andauernd als erstes gestorben, schon wieder. Pass jetzt auf, dass du überlebst. Eine Sekunde vor dem Report habe ich gesagt, so, ich achte jetzt drauf, dass nichts passiert und sie auf jeden Fall ins erste Meeting kommt. Und dann wird sie einfach reportet, obwohl sie 1 Meter neben mir steht. Also, Franz, warum machst du das? Ich habe nicht getötet, pass auf. Ich habe halt nicht richtig hingeschaut, weil es ist dunkel gewesen und ich habe meine Mülltasks gemacht. Und ich habe euch vorher zusammen, über die Kamera gesehen, da kam ich her. Ich würde sogar behaupten, dass mir Baso gekreuzt ist, aber es kann auch einfach eine dunkle Color gewesen sein. Und dann habe ich halt einen Report-Button gehabt. Ich weiß es nicht. Wo denn? Was ich halt O2 auch noch sagen kann, ist, dass ich... Ja, sorry, in O2 beim Müll links daneben, so in Richtung, weiß nicht, O2-Flaschen. Warte mal, so. Also warte mal, ganz kurz. Du willst also sagen, dass Baso beim Müll lag? Nein, links daneben, bei lebenswichtigen Sachen wie O2. Ah, okay. Übrigens, Matteo, wir sind ja dann im Office gerade nochmal gecrossed, also ich kann dich ja auf jeden Fall dafür rausnehmen, weil der Kill ist auch wirklich, stimmt zumindest, was die beiden so grob sagen, weil der Kill ist eine Sekunde alt. Maximal. Genau, es waren 3 Leute im Labor. Genau, es waren 3 Leute so im Labor vor 15 Sekunden. Wer waren denn die 3 Leute? Ich? Chuchu. Ich wollte auch gerade sagen, ich würde Tim Horus und Tim mit rausnehmen. Die habe ich rechts gesehen. Tim Horus und Jeff von Rosa. Chef. Okay, interessant. Dann können wir ja relativ viele ausschließen. Oder es gibt einen Warlock. Ich würde dann halt jetzt sagen, dass. Also, Flesk, du würdest ja jetzt nicht Baso die ganze Zeit einreiben und dann weglaufen, dass oder? Jemand entgegenkam. Also. Ja, mir ist jemand gecrossed mit einer roten, dunklen Farbe. Aber wie gesagt, ich habe nicht richtig hingeschaut. Ja, also war das Baso oder was? Ja, anscheinend. Aber es wäre dann Morphling und dann wäre es ja Flesk. Aber ich kann auch sagen, dass Dona nach so 30 Sekunden wieder ins Dropship hochgegangen ist. Also was passiert ist gerade, ist entweder Franz den Kill gemacht und labert scheiße oder er wurde gewarlockt und hat Baso umgebracht. Ja, aber leg mal. Aber wenn er super, super frisch auf jeden Fall. Wenn er gewarlockt. Überleg mal, wie blässige Schauspieler haben. Oha, 3 Votes. Sagen Tim Horus oder Dona. Achso, dann würde er auch erklären, warum Dona ins Dropship hochgegangen ist. Ich bin nicht ins Dropship, ich bin links, um meinen Tank aufzufüllen. Okay, also Dona ist Warlock, hat Franz gewarlockt und dann hat Franz, als er an Baso vorbeigelaufen ist, als er sie gecrossed hat, hat er sie getötet. Das heißt, wir halten uns fern von Dona. Also wie im Real Life. Passen ein bisschen auf, dass wir mit Dona nicht irgendwo alleine sind. Und dann machen wir unsere Task weiter. Lösen den Fall. Ich glaube aber, also entweder hat Blesk brutal krass geschauspielert oder er ist wirklich kein Imposter. Das heißt, Blesk fällt raus als Imposter. Franz würde, glaube ich, ich muss kurz überlegen. Also würde Dona ihren Imposter-Kollegen Franz warlocken, um ihn dann zu töten, ist die Frage.
Ja, könnte sie machen, aber er hat doch direkt reportet, aber ihm bleibt da nichts anderes übrig. Was soll er anderes machen? Oder Franz erfindet diese Warlock-Story einfach nur. Oh, der war doch gerade bei mir. Jetzt Jeff. Hä? Oh mein Gott. Ich habe Jeff in Lab gefunden. Mhm. Also wenn es in Lab ist, würde ich Tim Horus und Franz dafür tendenziell ausschließen. Ich habe Tim Horus nicht gesehen, nur Parzi. Wenn es in Lab ist, ich habe auch Parzi nur gesehen. Ja, ich stehe gerade vor der Lab-Eingangs. Also ich würde Mental ausschließen, der war Specimen. Oh, okay. Gut. Um das Ganze gerade. Tim Horus war eher in der oberen O2-Hälfte und Franz okay. Unten. Ja, ich habe gerade das Licht gefixt und bin dann zum Labor gelaufen. Wo warst du denn, Blesky? In Comms und Weapons. Weil ich habe dich aus Office hab rausgehen sehen, kurz nach Jeff. Bist du dann direkt nach links oder was? Ich weiß nicht, aber Jeff war nicht bei mir. Nicht in den letzten 15 bis 20 Sekunden. Würde ich behaupten. Jeff war im Specimen mit mir. Ich habe Task gemacht, er ist aber durchgelaufen. Ja. Also, hä, okay. Du hast ihn doch, Dona, du hast ihn doch reported. Ja, ich und weiß. Ich stehe in Weapons. Nee, ja, kommst gut, das gerade. Weiß ich nicht. Du kannst ja wegwenden, oder? Also, weil es war ziemlich nah an der Toilette, wo man wenden ja, du hast kann. Mich, nee, Dona, nicht Dona, du hast mich gesehen, wie ich mit ihm aus Office rauslaufe. Wieso sollte ich ihm dann ein bisschen Lab hinterherlaufen und ihn da dann töten? Das wäre weil es so obvious ist. Stupid. Aber hat aber Dona, Matteo hat doch auch gesagt, Dona, Matteo hat doch auch gesagt, dass er ein Specimen unten war. Also ja. Ist er ja gar nicht mit Blesk links rausgelaufen? Oder? Ja, also ich weiß nicht, wer halt sonst in Frage kommen könnte. Also nee, Parzi Franz sind raus für den Kill. Parzi, ja, von dir auch. Wenn du Tim Horus ausschließt, dann kann ich Tim Horus auch ausschließen. Habt ihr eine Zeit für den Kill, wie lange der schon tot ist? Oder? Nee, ne? No idea. Ich bin bei jemand an Lifeline. Also ich kann euch sagen, Franz kam vorher aus Comms und Tim Horus kam vorher aus Richtung. Was ich sagen kann ist, ich war kurz vorher in Lifeline und ich bin dann direkt von, ich bin da bei den Grad, wo man doch die Gradtemperatur anpasst, habe das kurz gemacht, dann bin ich hoch in Lab und dann habe ich ihn ziemlich schnell gefunden. Also ich würde mal sagen, länger als 15 Sekunden kann er nicht alt sein. Nee, der ist relativ schnell gefunden. Also ich war vor circa 7 Sekunden an Lifeline und da war noch keiner tot. Der Bot, der gerade eben gekillt wurde. Also Donuts Self-Report oder was? Oh mein Gott, ja, so obvious. Das war eine Frage. Kannst du einfach sagen, nein? Nein. Okay, dann nicht. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott, was? Oder da ist ein Mayor-Boot drauf. Das ist, yeah. So, das ist so random einfach, Mann. Hey, hey, hey. Ich import nie wieder jemanden. Mann! Oh mein Gott. Wir unterhalten uns einfach nur noch in Memes. Einfach, jeder hat seinen Signature-Spruch, den er die ganze Zeit dann raushaut. Hey, hey, hey. So, oh, da ist Vles reingeglitscht. Alright. Mach ich nicht eigentlich. Shit. Ich müsste die Task immer machen. Dem Horus, hast du wirklich so schnell das gemacht? Hat er so schnell den Müll gemacht? Ja, wahrscheinlich schon. Warum soll er so kurz faken? Wenn man faked, dann faked man meistens länger, als man. Man faked meistens länger, als es notwendig ist. Man faked selten kürzer. Außer man verrafft und läuft einfach los. Oder? Immer aktiv faked. Das ist wie beim Sex. Nee, ist es nicht. So, Timid kam hier gerade raus. Wir sind zu zweit in Admin. Labor sind zwei Leute, Security eine Person. Also eine Person ist an Kameras. Franzumann ist hier. Ist niemand tot. Franz macht jetzt erst diese Task. Also er faked jetzt erst diese Task, warum jetzt erst? Die Runde geht doch schon ewig lang. War Franz nicht einmal im. Oh, Parzi schon wieder. Warum war denn Parzi jetzt schon zweimal im Labor? Bin ich tot? So. Gehen wir rüber. Wir machen mal das Licht an. Oder wir verstecken uns. So, Timid kommt raus. Ist niemand gestorben? Hinter mir wurde in der Cam getötet. In der Cam? Ich glaube übrigens, dass es Tim Horus ist. Ich war gerade in der Cam und als ich rausgegangen bin und rausgesteppt bin, lag Mantle da. Dann hat man Theo wahrscheinlich geschossen. Ja, warte. Ja, also ich kann nicht mehr sagen, dass Cheesy da den Kill nicht gemacht hat, weil der war noch ins Beste, wenn der deshalb nicht rüberkommen können. Das bin ich, Mr. Cheesy. Ja. Richtig. Und
außerdem Fresh Friends den Kill auch nicht gemacht haben kann, weil der war an Admin, während ich gerade eben die Kill Rollen auch dann immer gucken können. Nämlich keine 3 Sekunden alt. Wollen wir Rollen wieder wegmachen oder sollen wir die behalten? Also Rollen weg 1, Rollen ansonsten muss einer von unten O2 hochgelaufen sein. Es war auch jemand in O2. Es waren zwei. Also als wir können switchen später nochmal. Als das Licht gerade gefixt ist. Oh, das ist gelogen. Ich war im Dropship. Nein, ich war im Dropship und dann bin ich Licht anmachen gegangen. Was war Option 1 nochmal? Nö. Weiß ich nicht, aber ich war zu 100% im Dropship, Tim. Und ich weiß nicht, wann du im Dropship warst. Ich war auf jeden Fall so ungefähr 5 bis 10 Sekunden vor Okay, dann machen wir erstmal wieder aus. Okay. War ich im Dropship. Obwohl, jetzt haben wir es eh gesehen. Und dann hast du Licht angemacht? Mhm. Ich habe dann Licht angemacht. Eins war Rollen weg. Okay, wir machen eins Rollen weg. Ich habe Licht angemacht mit Franz und Tim Horus. Machen die Rollen gleich weg. Ja, ja, aber das zweite Licht. Achso, nee, das habe ich nicht angemacht. Shushu ist gestern. Beim zweiten Licht waren 2 Leute. Ja, Tim Horus und ich. Gleich. Okay. Und einer in O2. Ja, das könnte ja dann Mental gewesen sein. Matteo zwei führt? Matteo kam aus Lab-Richtung, weil da war mit mir und Flesk. Ach, 2 führt, Leute. Ja, der kam. Okay. Ja. Wie kommen Sie darauf, dass es Sheriff ist? Danke, Chat. Weil Matteo halt nach mir in Electrical reingelaufen ist, als ich war halt wirklich der einzige Crewmate, ne? Ach, warum sollte er schießen? Also bisher, Stream Opfer komplett für den Arsch. Warum sollte er schießen? Ja, aber was, also... Weiß ich nicht. Also Tim Horus war ja für die erste Runde... Das kann sein. Haben, Tim? Kann Vlesk dich gewarlockt haben, Tim? Nee, könnte sein. Wir haben uns nicht gecrossed. Nein, hat... Hat er dich gecrossed? Nein. Also Tim Horus ist für mich pass auf, das geht safe. Nicht, weil dann Franz ja der Zweite sein müsste und das alles mega weird wäre, weil der erste Kill, da bin ich links lang gelaufen, Barso rechts lang und dann wurde Barso von Franz umgebracht und er hat sofort reported, weil er meinte, dass Barso ihn noch gecrossed hat und das stimmt, die wollte auch zum Licht hochlaufen und die ist Franz, gestorben, Franz, nachdem sie ihn gecrossed hat, weil er gewollt war, der wurde gecrossed. Tim Horus, oder? Franz? Nein. Okay. Ich war für 2 safe. Also Tim Horus ist für 2 Kills safe, ja. Okay. Ich achte mal drauf, ich guck mal, vielleicht, ich guck mal, dass sie eine Runde mitspielen darf. Vielleicht freut sie sich drüber. Hi. Hey, wie ist das möglich? Okay. Okay. Wie er ausrastet. So, okay, also warte mal. Barso wird von Vlesk beschützt. Dann ist es ja meine Aufgabe als guter Freund in diesem Dreiergespann, Vlesk zu schützen. Das heißt, in der nächsten Runde wird es unsere Hauptaufgabe sein, das Leben von Vlesk zu erhalten. So, aber vorher mache ich meine Aufgaben. So, machen wir hier oben, dann machen wir Labor. Hazis Lover mit wem? Oh, da wurde gewendet. Ja, shit. Tim, das ist gerade aus Koms rausgelaufen. Ich habe eine Runde um den Tisch gedreht und komm wieder raus, da liegt Tim draußen tot. Kann ich habe Fles noch in Admin gesehen. Ich weiß nicht mehr, wo Parsival ist und ich weiß nicht, wo Shushu ist. Kann ich bin voll leid. Ich bin voll leid. Was, Parsi? Vlesk kann nicht getötet haben? Vlesk kann nicht getötet haben. Parsi und irgendwer. Parsi und irgendeine andere Person. Ich glaube, Schuh, oder? ja, Schuh war zwischendurch. Wir kamen ich war mit Parsi. Ich war am Admin-Table mit 2 anderen Leuten. Das waren, glaube ich, Parsi und Schuh. Dann bin ich zu Lifeline hochgelaufen. Mhm. Und da war übrigens, da waren wir drei, waren wo Tim rausgeworfen waren, das war Tim mit, glaube ich. Ja, ja, yes. Aber da war noch keiner tot, Vlesk. Ja, dann bin ich in Lifeline gelaufen und Tim ist jetzt 2 Sekunden vom Report gestorben. Ja, okay, krass. Mhm, genau, das habe ich ja gerade. Boah, dann ist Schuh für mich. Das habe ich eben noch nicht gesehen. Nee. Ich kann dir sagen, warum es ich nicht sein kann. Ich war für die ersten Kills, war ich komplett safe von Timid und von Tim Horus. Du hast, warst auf der Einzige, der mit Vlesk auf der linken Seite war. Ich war mit Parsi im Specimen unten. Mhm. Dann bin ich hochgelaufen Richtung Lights. Stehe jetzt genau vom Lichtkasten. Wenn Parsi Vlesk safen kann, dann kannst du nur für mich sein. Ja, aber dann hätte ich jetzt bei Lights Out self-reported und Timid nicht in Comms getötet, sondern ich wäre reingegangen und dann rausgegangen, um Timid dann zu töten. Naja, aber wenn halt jemand von... Ja gut, aber ich war ja schon oben an Lights. Das heißt, wenn der Nächste von rechts rauskommt, sieht er dich ja. Ja, wenn sie eine der Lobberrollen guest, dann kann Schuschu sie noch gewinnen, das stimmt. Macht, was ihr wollt. Franz meint, ich kann ja auch einfach Schuschu voten. Naja, wenn du Vlesk rausnehmen kannst, dann ja. Weil wir konnten uns für den Matteo-Kill Aber nur dann, oder wann? Oder was? Ich denke, es gibt einen ganz guten Grund, wieso Franz nicht im Poster ist. Weil Dona schon rausgeflogen ist. Und es gab keinen Grund. Wow! Wow!
Wie? Wie? Aber ich wusste, dass Franz hier ein Schild hat, weil ich Franz, glaube ich, zweimal töten wollte. Und das war für mich 50-50. Entweder Blesk oder einfach. Oh mein Gott. Was ein Klatschplay von Shu. Oh mein Gott, ich habe es einfach. Die waren halt Lover und das war die einzige Möglichkeit, noch zu gewinnen. Das habe ich nicht gewusst. Das war der einzige Grund, dass du das war stark. Hast, dass wir insane. Shu, super stark gespielt. Ja. Oh, Tim, bist du gut, dass ich dir die Leiche vor die Füße gelegt habe? Nein, ich glaube, Shushu, ich hätte nicht reporten sollen und lieber gambeln sollen. Worauf ich gerade hinaus wollte, ich glaube, dass ich es damit, also ich habe extra Franz gefragt, ob ich sie sicher voten kann. Und wollte easy, YouTube-Runde. Das war für mich auch so obvious, ja. Ja, ich weiß, aber hätte, das Problem war, hätte er sofort ja gesagt, hätte ich gewusst, dass er Imposter ist, hätte einfach drauf gewotet, dann hätten wir einfach geteilt, weißt du, ich meine. Ja, aber ich habe, also ich wusste halt, dass du, ja, irgendjemand hat gesagt, so, oder ich habe gezählt, Meja oder so. Mhm. Und dann dachte ich mir so, naja, Franz habe ich versucht zweimal zu töten, geht nicht. Das heißt, er hat ein Schild. Das habe ich auch versucht. Dann kann es eigentlich nur Parsi sein, wenn er ihn noch sowas fragt und ich habe jetzt aber 50-50 gemacht. Ah, du hast auf Parsi, weil Medic gegessen. Genau, Medic. Ja, Du, stark. Und Dona wieder random rausgevotet, ey. Komm trotzdem nicht über diesen ersten Kill weg. Das war traurig, so sie jemals. Ich habe den Kill, ich habe den Clip gesehen. Das war krass. Finde ich es jetzt gar nicht so schlimm, dass ich jetzt erst gestorben bin, weil der Clip, der bei Vlesk rausgekommen ist, mein neuer Lieblingsclip. Ey, mir ging es auch so schlecht. Also die hatten da, ich pass auf dich auf. Du hast dein ganzes Haus zusammengeschrien. Wie ist das passiert, der Kill? Erzähl mal. Also ich habe gewarlocked und ich habe danach, als ich Flesks Reaktion im Meeting gehört habe, ging es mir richtig schlecht. Ja, du weißt auch, dass Flesk Boxtraining also Basus, macht, ich bin halt links lang gelaufen und sie rechts, sprich, ich habe sie eine Sekunde lang in dieser Runde nicht gesehen. Und dann ist sie durch dich durchgelaufen und ist danach halt umgefallen, weil Timo Warlock geklickt hat. Der Moment ist so geil, wo du Killbit reportet, die Leiche liegt da, aber du realisierst noch nicht, dass es Baso ist. Und dann, wie du es checkst, ist so geil. Doch, ich hab gesehen, es ist rot und dachte mir so, ist es Shorty? Und es ist Shorty. Hast du die Verwirrung in deinen Augen und dann richtig losgeschrien. Ich hab so die rote Farbe gesehen und dachte so, das kann überhaupt nicht sein. Geil. Das war sehr, sehr stark gespielt. Danke, Tim, danke dir. Ja, Matthias, du auch. Das kann ich nicht gut heißen. Spaß. Nicht töten, bitte. So, was? Oh ja! Nein! Nein! Hä? Oh nein! Nein! Nein. Wenn Dona jetzt zurückkommt. Nein, Dona, geh weg! Dona, geh weg. Ich piss mir in die Hose, ey. Was haben wir? Insert Keycard, scan boarding pass. Alright, so. Nee, Tim, du musst bei mir bleiben. So, Parzi. Läuft da raus. Parzi hat mich jetzt gesehen. So, wir machen gleich mal Licht aus. Nein, Dona! Nein! Nein, bitte nicht, Dona! Was? Wie kann... Oh, was? Wie kann das denn sein? Zwei Leute sind tot. Matteo? Ich hatte die ganze Zeit auf ihn aufgepasst. So, ich bin gerade an Lifeline rangelaufen und neben mir kippt Parzi um, genau in dem Moment, wo reported wurde. Oh, das ist cool, Mantle, weil entweder haben wir im Warlock drin oder du hast Parzi getötet, weil Fless ist nämlich direkt neben mir umgefallen. Das kann auch sein. Aber ich bin dann, also die Cam war an. Die Person, die an Cam ist, kann das bestätigen. Ja, ich war an Cam, aber ich habe gerade so durchgeswitcht und sehe auf einmal so Parzi unter dir und irgendwie so. Ja, also ich war im Labor mit Tim Horus. Parzi hat mich gecrossed. Wer hat mich am Anfang noch gecrossed? Ah, so hatte ich auch Dona hat dich gecrossed. Sorry. Ja, genau. Achso, Dona ist übrigens Imposter. Dona, ich vote. Dona hat gewarlockt. Natürlich bin ich Imposter. Ich weiß nicht, ob Warlock, aber Dona ist auch Imposter. Also entweder was Lover oder Warlock. Ja, votet mich. Okay. Ich habe aber wir können nicht noch mal drüber reden, warum Matteo. Okay, aber darf ich noch gerade kurz einen Info teilen, wen ich nämlich gerade rausnehmen wollte? Und zwar ist mir Jim Horus entgegengekommen vom Lab, als ich reingegangen bin. Und ich glaube, 3 Sekunden später wurde reported. Okay.
Matteo, hast du nicht an Lifeline gesehen, ob sie beide gleichzeitig gestorben sind? Ich bin in Lifeline rein, bin raus, dann lag die Leiche und dann konnte ich nicht nochmal reingehen, weil direkt reported wurde. Also es war noch niemand tot, als ich rein bin. Ja, es wird Lover gewesen sein, oder? Also, ja. Es kann, also entweder haben wir jetzt hier einen Warlock-Kill und einen Kill von Matteo auf Parsifal oder von mir. Die waren gleichzeitig. Oder wir haben einen Lover-Kill ausgelöst durch entweder Parsifal wurde durch Matteo getötet, ich habe Fless getötet oder wir haben Warlock-Kill auf einen von den beiden. Ja, ich habe Donner gewartet, weil sie aussieht wie Caruso. Kann das ein Warlock-Kill auf ein Lover-Couple sein? Ja, könnte sein. Das kann auch sein. Also ich glaube, wir sollten, ich weiß nicht, ich habe es halt nicht gesehen in der Kamera. Ich habe durchgeswitcht und habe gesehen, wie Parsi gerade umgefallen ist. Ich habe aber nicht gesehen, ob Matteo ihn getötet hat oder nicht. Deswegen einfach mal merken. Stellt euch mal vor, Parsi war Warlock und hatte mich gewarlockt und hat damit Fless getötet, seinen Lover. Und dann und Dona ist Zweite. Ja. By the way, so immer fast, Leute, votet mich einfach automatisch. Nein. Also ich bin Mayor, du wirst wahrscheinlich mehr als 2 Votes bekommen. Okay. Warte mal, was? Wir wissen es. Ja, da wurde gefailed swap. Dass ihr wisst, dass Gona jetzt Zweiter ist. Ich hab geskippt, Franz. Das ist lieb von dir. Das war Mayor. Also Oh mein Gott. Okay. Also ich habe mich so halb rausgewunden, aber ich bin noch verdächtig jetzt. So, ich muss jetzt aufpassen, dass Dings nicht stirbt, ne? Eigentlich muss ich Tim finden. Wo ist. So, hier ist Dona. Dona, nicht Tim töten, bitte. Nicht Tim töten. So, hier ist Timid. Die Cam ist an. Timid rennt die ganze Zeit vor mir weg. Wer geht hier unten rein? So, wer geht hier unten rein? Dona, chill. Töte bitte nicht, Tim. Nicht Tim Horus töten. Baso. Dona. Gott, ich habe die ganze Zeit Angst, dass Dona jetzt Tim Horus umbringt, weil es gibt nicht mehr so viele. Ich hätte ihn fast selber getötet. So, wo ist... Komm, Tim Horus, lass uns töten. Kommt jemand raus? Oh, Tim mit... Bitte sag mal, wo? Hallo. Boah, die ist im Admin-Table. Wait a minute. Oh Gott, beide? Ey, ich hab mir fast in die Hose gepisst. Warum? Beide oder? Nee, eine. Ich bin gerade in den Office rein. Okay. Und wollte zum Admin-Table und da liegt eine Leiche. Also einer der Imposter ist auf jeden Fall entweder Matteo oder Dona. Oder vielleicht beide. Dona, oder? Ja, sag mal bitte Argumente jetzt. Schon gesagt. Ja, Matteo ist gewendet. Warum? Ja, ich Mal bin. Was hat Franz gesagt, außer dass ja, und ich da ich Engineer bin, kann ich halt bestätigen, dass du. Timid, halt du bist kein Engineer, du bist irgendwie Mayor oder sowas. Du hast meine Rolle jetzt exposed. Wenn ich jetzt gleich weg bin, dann ist es Timid. Huch. Also, ich habe niemanden getötet, aber. Franz vielleicht tatsächlich Imposter? Das kann sein. Franz ist. Wurde er rausgevotet aus Versehen wegen dem Switch, ne? Ja. Also, ich kann, wenn die Admin-Telle liegt. Dona kommt gerade aus Labor raus. Also, Matteo ist gerade unter Lab gewesen. Also das Ding ist, pass auf, ich habe in Lifeline habe ich schon eine Leiche gesehen und ich bin dann suchen gegangen. Ich glaube, Baso ist auch nach oben gelaufen. Lab, ich habe halt geguckt, ob die in Lab ist. Kurz später ging Reaktor auf und dann wurde reported. Also ich glaube, dass die Leiche, die gefunden wurde, frisch ist. Ja. Aber die erste Leiche, ich glaube, es war Shushu, ich bin mir nicht sicher, ob es pink war oder lila, aber die erste Leiche war schon länger da, weil ich habe die in Lifeline schon gesehen. Shushu war schon ewig tot, ich habe sie überall gesucht, habe sie nicht gefunden. Das heißt, was auch immer du gerade gefunden hast, ist wahrscheinlich schon lange. Sieht schlecht aus für dich, Mann. Frisch, meine ich, sorry. Du bist Dona.
Warum? Nee. Nein, jetzt mal serious, jetzt nicht wieder zur Runde einfach so wurden, aber warum bin ich's? Weil Franz hat nämlich keinen, er hat ja keinen Grund, er hat nur gesagt, so, es ist Dona, also einfach halt aus Joke. Aber Tim, ich glaube nicht, dass es Dona ist und ich glaube auch nicht, dass es... Tim war es, glaube ich, auch nicht. Es ist Timid. Also ich glaube, Timid... Ja, Timid, okay. Dein Call war ja, Matteo ist gewendet. Also okay, ich reveal jetzt. Ich bin Engineer, aber ich bin nicht gestorben. Das heißt, Franz war der Evil Guesser. Aber warum hat Timid das dann gesagt? Muss ja. Also für mich ist es Timid oder... Ich weiß es nicht. Timid oder Dona? Ich glaube, es ist aber Timid. Nein, ich auf Timid. Nee, Dona glaube ich, ja, ich wirklich Timid. Nicht. Nein, ich glaube Timid. Ich war auch gerade im Lab. Also okay, Matteo, ich glaub dir. Ich bin Tracker, ich wurde Base. Ich hab Les getrackt, leider. Okay. Ist direkt gestorben am Anfang. Was? Ja, ich war's nicht. Mhm. Ja, also. Jetzt wundert sich. Scheiße. Jetzt wundert sich. Warte mal. Wenn ich jetzt Dona kille, dann gewinne ich mit Tim. Wenn ich jetzt Dona kille, gewinne ich mit Tim, oder? Kann ich Dona killen? Tim, bleib hier. Ich schütze dich. Ich schütze dein Leben. Bleib da! Geh da rein! Geh da rein! Geh in das Loch da rein! Ich schütze dich vor... Wer auch immer hierher kommt, ich werd alle töten. Guter Mann! Hup. Ich schließe ihn ein. Wo ist Dona? Dona, geh weg von Tim! Geh weg! Ich piss mir in die Hose. Wo ist er? Ja, wenn Dona ihn jetzt umbringt, ne? Gott. Dona, geh da weg. Ich will mit Tim gewinnen. Nein! GG. Matteo! Ey, ich wollte Dona umbringen, getan, damit ich mit Tim gewinnen kann. Die Liebe! Ja, nice. Wir hatten getötet. Beautiful. Hast du jemanden von Matteo oder Tim getötet? Dona hat getötet. Tim war gar kein Imposter, der war nur Lover. Warum haben wir denn gar nicht gewonnen? Ich war Sheriff. Ach, du warst Sheriff! Ja. Ja, Tim hat Dona umgebracht, nicht andersrum, oder? Nein, Dona hat Base umgebracht. Ja, ich hab grad. Und damit war es ein Loverwin. Oh, bei mir steht aber Loverwin. Ja, weil Dona gegen Matteo und Ding. Und Tim Horus, ja. Ich habe mich schon gewundert, warum die Runde noch weitergeht. Und ich habe so, what? Ja. Ich bin gerade voll auf dem Schlauch. Aber wenn Dona also Tim umbringt, dann guck mal, dann sind noch drei übrig, aber zwei Lover und ein Imposter. Und die beiden Lover werden ja den Imposter rausvoten. Genau. Tim war noch ein. Ja, okay, my bad. Ja. Und ich habe auch schon Horus getötet, aber Matteo. Bitte? Die Liebe. Ganz schöne Nase. Du hast Pasi getötet, ne, live. Pasi dich und... Ja, wir haben. Ich hab's doch gesehen, aber ich hab gerade reingeschaut. Schön, geil, einfach geil. Und können wir kurz drüber sprechen, dass ich nicht rausgeflogen bin, aber ihr einfach damit gegangen seid und der wurde rausgeflogen. Ja, das war voll geil. Hey, ich war Shifter und hab gesagt, Dona ist es. Aber ihr kümmert euch halt nicht um irgendwelche Infos. Das ist in Ordnung. Ich freue nur ein bisschen. Hätte ich auf Dona geevil-guessed, wäre sie ja rausgeflogen vor dem Rundenstart. Franz hat im ersten Meeting. Ja, hätte man machen können. Dona ist ein Post. Aber killen ist ja geiler, oder? Begründung, gar nichts. Ja, aber Dona hat vielleicht vier Votes. Ja. Also hier hätte Dona halt wirklich einfach random raus. Also ich wusste auch nicht, was für ein Imposter Dona ist. Sie hätte ja auch was komisches sein können. Unheimlich. Ich glaube, so war die beste Möglichkeit. Nee. Ich hätte sie gern gekillt, ja. Du hast gesagt, Dona ist Imposter, hast keine Begründung geliefert und drei Leute haben sie voll auf. Das war eine geile Runde. Das ist ja in Ordnung. Aber warum? Dona Warlock, ah geil, wusste ich nicht. Ja, sag warum. Ja genau, weil Dona ist in O2 gelaufen, hat sich in die Ecke gestellt, hat nichts gemacht, ist super sass rumgelaufen, aber das in eine Information, in das Voting zu bringen, wollte ich halt nicht. Und deswegen habe ich es einfach gecallt und war dann in der nächsten Runde tot. Ich kann Dona gar nicht killen, oder was? Ja, wenn die anderen Leute keine Begründung dafür haben, einfach mal random Dona drauf voten, weil Dona als was in der ersten Runde fliegt, einfach nur weil gesagt hat, ich dachte, das geht als Lover. Aber das wissen wir jetzt schon. Kannst du nur mit Spy? Sagt. Ich hab wirklich ein Alibi gehabt und ich wurde trotzdem random rausgewotet. Und war es auch, weil ich einmal stehen geblieben bin oder so. Aber ich finde, ihr achtet zu sehr auf Movement, weil manchmal steht man halt einfach nur rum. Viel Spaß. Ja, ganz kurze Frage, hätte ich Dona überhaupt killen können? Ja. Nein, du hättest Base töten müssen. Nein, okay. Du konntest nur Base töten. Tim Horus, der Imposter muss immer den entsprechenden Crewmate töten. Ihr hattet halt nur die Chance, dass Tim Horus quasi auch noch tötet. Oder Dona evil guessen. Wir machen jetzt Licht aus. Dann samplen wir. So, ich bin jetzt. Das Licht noch aus, dann geht jetzt an. Shit. Okay.
So, Schuh läuft nach unten, Barso kommt mir entgegen. Tim Horus war da oben, warum das denn? Warum war Tim Horus da oben? Die Lüftungsschächte sind an. Ist nicht gut. Ist nicht gut, das heißt, ich könnte hier erwischt werden, wenn ich hier reingehe. So, Franz die ganze Zeit an den Kameras. So, Franz sieht, wie ich jetzt hier reingehe. Ich kann nicht töten. Franz hat an der Kamera gesehen, dass ich hier rein bin. Tim Horus läuft unten zu Specimen. So, Dona ist hier. Ich kann jetzt auch nicht morphen. Franz weiß, dass ich im Labor bin mit Dona und mit Tim Horus. Ich laufe jetzt an Jeff vorbei. Jeff ist gerade im Labor. Oh Mann, das wäre jetzt eigentlich geil, ne? Ofix Lights. Wir hatten Lights jetzt so schnell gefixt. Ist niemand hier? Ja, Schuh. Alright, lass mal einen dummen Kill machen. Fix Lights. Warum ist hier niemand? Warum ist hier niemand? Oh mein Gott! Oh, wurde ich gesehen? Ich weiß nicht! Ich weiß nicht, ob ich gerade gesehen wurde. Oh mein Gott, ich konnte nicht töten. Weil ich war ja noch, oh, das wäre zu knapp gewesen. Oh, ich pisse mir in die Hose. Scheiße, das war ja viel zu risky. Warum gehen die Türen überall zu? Mit wem bin ich überhaupt? Imposter Mate. Leskoman kommt hoch. Jemand ist an den Cams. Schul läuft mir hinterher. Wir machen das hier. Was ist das jetzt? Wieder Fixlights. Timid ist Killer, okay. Mann, ey. Ich will samplen. Ich sample jetzt. Okay. Oh, was eine Suche. Oh. Ich hasse den Runden so lange gehen. Oh. Als ob Jeff jetzt auch tot ist, der war mein Hauptverdächtiger. Jetzt kann ich meinen Fall gar nicht auflösen. Ich hier die ganze Zeit Jeff sein. Ja, ich auch. Okay. Okay. Gib erstmal die Infos, Baso, gib erstmal die Info. Oh mein Gott. Ich habe Angst vor Jeff gehabt, ich dachte, er will mich töten. Ich stand an der Lifeline, als Franz gestorben ist. Das war so vor 15 Sekunden wahrscheinlich mittlerweile, wahrscheinlich so 15 bis 20. Mhm. Zusammen mit Tim Horus, der hat gerade seinen Swipe-Cut, glaube ich, gemacht neben mir. Genau. Und wir waren vorher mit Franz im Specimen, deswegen bin ich direkt wieder zum Specimen zurückgegangen. Tim Horus war auch mit mir, deswegen ist er mitgekommen. Wir sind durch Specimen durchgelaufen und haben Franz dann vor dem... wie heißt das Ding? Vor dem, wo man so reinguckt mit dem Planeten. Die 15. Genau, vor dem Teleskop im Labor gefunden. Und davor haben wir Jeff noch im Office gesehen. Der kam aus Specimen raus. Und deswegen dachte ich, dass es Jeff war, aber dann war Jeff auch tot. Genau. Also Franz liegt im Labor und Jeff müsste irgendwo Office-Admin irgendwo da in der Nähe liegen. Und die 15 Sekunden mit Franz, war er da noch am Leben oder hast du da nur gemerkt, dass er dann tot ist? Nee, ich stand direkt an der Lifeline. Das war kompletter Zufall, dass dann ich an der Lifeline stand. Da sind Blesk und Dona raus. Dann können die es nicht gemacht haben, weil Blesk und Dona waren auf der O2-Seite. Ich kam von Electrical, habe die Tür von Electrical aufgemacht, obwohl nicht Licht aus war, und bin von oben runtergelaufen. Und Blesk kam mir entgegen und Dona, glaube ich, auch. Oder? Aber hast, Dona, hast plus, du mich auch gesehen? Plus Parzival. Ach, stimmt, Schuh, ja. Und Schuh war noch Schuh war die ganze Zeit Ja. Sorry, hab ich. Die könnt ihr aber nicht hundertprozentig ausschließen. Wo hast du Jeff umgebracht? Jeff? Gar nicht. Warum? Okay, du warst der Letzte, mit dem ich... Darauf wollte ich gerade hinaus, weil Jeff ist vor etwa 6, 7, 8 Sekunden muss ganz aus sein. Dem Office rausgelaufen. Mhm. Weil ich hab ihn dann in der Cam da gesehen. Ich war dann in der Cam, vorher an der Cam war Shushu und dann kam Dona dazu, als ich gerade aus der Cam raus bin. Ja, ist ja interessant. Aber Timid auch, oder nicht? Shushu, du warst doch gerade eben noch hinter mir, oder? Also ich bin mit Jeff links aus Office raus, dann ist Licht ausgegangen, ich bin in Communication und ich glaube, Jeff ist links O2 gelaufen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, aber Shushu ist hinter mir. Also dann müsste der Schuh. Ja, so bitte. Ja, ganz kurz zurück zu der Franz-Sache, wenn ihr euch da gerade alle rausnehmen konntet und ich Tim Horus auch war, eigentlich nur noch Timid übrig, ne? Ja. Oh, okay. Für den Franz, ich sag's nur. Timid, du gemein. Aber wo liegt Franz? Oh, zwei Worte. Im Labor. Okay. Ja, ich bin in Communication. Okay, ich hab keinen Kill gemacht. Ich muss aufhören mit diesem Morph-Scheiß. Dieses Morphen, das lenkt einfach nur die ganze Zeit ab.
und ich mache dann keine Kills. Ich kann das Morph vielleicht am Ende nochmal benutzen. Ich wäre ja fast erwischt worden, als ich Jeff war. Also das war ja, oh Mann. Ey, ich laufe da gemorpht rein, die kommen mir entgegen, die sehen Jeff sogar noch. Und dann, oh, das war so knapp, das war so fucking knapp. Und die Kamera hat mich auch noch fast gesnackt. So, okay, 10 Sekunden haben wir bis zum Kill. Das heißt, ich fake jetzt die Task hier unten. Die Türen hier gehen überall zu. Wir warten mal, bis Timmits Licht ausmacht. Okay, macht er nicht. Dann mache ich's aus. Jetzt laufen die beiden da rein. Ist das Licht noch aus? Scheiße, ich würde da gerne reinstechen, aber diese stehen da nebeneinander. Immer noch Fixlights. Harzi macht das Licht an. Baso steht hier. Mann, lass ich jetzt mal einen Kill machen. So, Baso, komm mal mit. Aber ist Baso... was? Ah, er ist Warlock. Dona muss 100% im Specimen liegen. Ich bin gerade auf der Suche nach Dona. Gott. Baso war Lover mit einer anderen Person. Sie ist umgekippt. Tim Horus. Ja, Baso muss Lover gewesen sein, das ist richtig. Alright. Tim Horus habe ich gerade noch gesehen vor circa 4 Sekunden, 5 Sekunden. Der war in Lifeline. Und ich habe gesehen, dass da war nur Dona tot. Und ich wusste, ich habe Dona... Durchgelaufen, oder? Lass sie doch mal aussprechen. Ja, lass sie mal aussprechen. Und dann war nur Dona tot. Und dann, ich wusste, dass Dona ein Specimen runter ist, weil wir haben uns oben im Lab gekreuzt. Ich bin links raus, sie ist runter Richtung Specimen. Ich habe nämlich gehört, wie die Tür zugegangen ist. Und ich war gerade unten am Admin-Table und bin runter Richtung Specimen. Warte, bei mir hat Delikta auch ein Specimen, ja. Genau, jetzt Parzi nochmal, weil er hat ja reported. Okay, ja. Okay. Timoros ist mindestens 5-6 Sekunden alt. Aber guck mal, der ist doch mit euch gelaufen. Und liegt vor Electrical. Wie soll er vor 4 Sekunden dann ein Lifeline gewesen sein? Ich habe gerade an der Electrical-Tür reported. Ich wollte gerade sagen, das könnten Baso und Matteo bestätigen, aber zumindest Matteo könnte es wissen. Also weil wir haben uns gefixt. Genau, ich bin in Storage rein und als ich wieder zurück wollte. Also keine Ahnung, 5 Sekunden, nachdem du mich verlassen hast. Genau, also Parzi und ich, wir waren bei Lights. Parzi hat Lights gefixt. Dann stand man in der verschlossenen Tür mit Baso, Parzi und mir. Wir laufen raus. Ich bin mit Baso Richtung Lifeline gelaufen und Baso ist dann umgekippt. Das heißt, Timoros und Baso. Genau, Timoros und Baso. Aber das waren nicht 5 Sekunden, sondern ich habe ja noch überlegt, ich bin stehen geblieben, stand dann einfach bei der Leiche und habe überlegt, okay, was war das jetzt? War ich gewarlockt? Ich habe nicht reported, ich hatte, also es waren drei. Vielleicht ist er auch in der Post drunter gewesen. Der ist älter, also Timoros ist älter. Ganz sicher, der ist mindestens 5-6 Sekunden war er, dann war Baso mit dem anderen Lover. Wer ist noch gestorben? Dona? Nein, zu 100%. Dona ist als erste tot gewesen. Danach sind Timoros und Baso gestorben. Dona ist schon länger tot, ja. Und Dona liegt in Specimen, weil da ist schon die ganze Zeit ein Punkt. Ja, aber so 1 Million%. Aber wenn aber wurde Dona doch von wem wurde Dona dann getötet? Weiß ich doch nicht. Wo warst du denn? Ich bin gerade in Specimen reingelaufen, habe Dona gesehen, aber ich wollte meine letzte Task fertig machen, deswegen habe ich nicht reported. Meine letzte Task ist hier. Ich würde das aus Runde 1 von Baso mitnehmen, die meinte, dass eigentlich nur Tim mit dafür in Frage kommt, auch jetzt wieder. Aber sie hat gesagt, Timoros kommt dafür nicht in Frage, das kann Lover-Alibi sein und ich denke eher Matteo ist es. Tim hat sich verschossen. Er hat sich erschossen. Ja, dann ist Matteo. Warum denn ich? Nee. Aber er hat ihn noch gesaved die ganze Zeit. Ich habe ihn überhaupt, ich habe ihn halt null gesaved. Der hat mich beschuldigt. Ich habe nicht gewortet übrigens, scheiße. Timmit hat mich ja geblamed. So, jetzt müssen wir irgendwie... Oh mein Gott, ey. Ich habe 29 Sekunden Cooldown. Shushu ist Engineer. Shushu ist Engineer. Oh Mann. Scheiße, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das jetzt machen? Parzi ist da oben. Stellt er mir eine Falle oder was? Nee, der ist da unten. Shit, wo ist sie? In irgendeinem Vent sitzt sie drin. Sie sitzt in irgendeinem Vent drin. Ah, hier ist sie doch. Shit.
Oh, ich habe reported, okay. Ich habe Report gespammt zum Comms. Comms war viel zu lang aus. Fuck. Ja. Oh, aber der ist noch nicht alt. Oh, der ist noch nicht alt. Shuva Engineer, ne? Wirklich? Ja, Shuva Engineer. Sie ist direkt rausgewendet, als wir losgelaufen sind. Was hat Timid wohl gegessen? Timid hat versucht, mich als Sia zu gessen, oder? Nachdem ich 5-mal betont habe, dass der definitiv keine 3 Sekunden alt ist, weil ich wusste, dass er 7 Sekunden alt ist. Ich weiß auch, dass der Body jetzt 4 Sekunden alt ist. Ja. In der ersten Runde meinte Timid, dass ich wen gekillt haben soll. Das ist mein einziges Problem gerade, dass Timid Matteo geblamed hat für den Jeff-Kill. Aber sofort. Ja, und In der ersten Runde. Bless, wo bist du denn jetzt gerade und weißt du, wie alt der Kill ist? In Specimen war ich, hab meine letzte Task fertig gemacht, wollte zur Lifeline, bin an die Lifeline, ging nicht, Koms ist nämlich gedingst. Ich habe gewartet, bis Koms gefixt wird, ist nie passiert, ich weiß nicht, wie alt der Kill ist. Also, gerade eben, als wir ins Meeting rein sind, dachte ich, okay, Parzi hat reported, dann muss es Blesk sein. Weil warum sollte Parzi reporten, wenn wir noch zu dritt sind? Aber jetzt, keine Ahnung. Ganz kurz zu dem, bei dem allerersten Kill, wo Baso meinte, es kann eigentlich nur Timid dafür den Kill rechts in Frage kommen. Derjenige, der links, da ist doch, also Jeff ist doch irgendwo links in der Nähe gestorben. Hast du da nicht Matteo rausgenommen, Vlesk? Nee, Schuh hatte mich rausgenommen. Nee, hab ich nicht. Schuh und Parzi hab ich rausgenommen. Genau, Schuh und ich kamen aus O2 rausgelaufen und Timid hat gesagt, dass ich in Communications Franz gekillt habe oder sowas. Oder irgend sowas hat er gesagt. Und habe ich gesagt, nein, ich bin mit Schuh aus O2 unten rausgelaufen. Davor hatte ich Les gekreuzt. Ihr gebt mir absolut keine guten Infos. Was ist, wenn Timid doch Crewmate war und Matteo als Evil Guesser gerade auf ihn ja, geschossen hat? Ja, das ist das, was ich nämlich denke, aber dass Timid weggegessen wurde und dass Tim Horus und Matteo oder so Imposter sind. Aber er hat aber mich jetzt getötet, Blesk, weil er weiß doch jetzt meine Rolle. Ja, war, also genau. Oh, whatever. Also schwierig. Oder er traut sich einfach nicht, weil er denkt, dass ich schon wieder. Parzi, ich bin kein Guesser. Ist so voll schwierig für mich. Aber Timid und Matteo macht keinen Sinn. Ah, fuck. Scheiße, ich muss hier Matteo warten. Ich glaube sonst. Ja, dann ist vorbei. GG. Ja, I don't know. Ist für mich super, super schwierig, weil wir keine Infos haben. Nee, ich denke auch, dass es Matteo ist. Aber ich bin echt gespannt auf die Auflösung gleich, ob Timid oder Tim Horus waren. Du bist doch safe, Les. Du bist es doch. GG. GG! Die haben sich doch gesaved. What the fuck? Ey, das ist ja so ein Dreckscall von euch, dass Timid in der ersten Runde auf Matteo schießt. Ja, das war voll geil. Ja, das war voll geil von Timid. Und ich dachte, ja, nice, Timid, voll gut. Aber ja. Mann, was hast du gegessen? Ja, ich hab Crewmate gegessen, weil ich dachte, du gibst mir so einen. Ich dachte, du wärst Eraser. Und du meintest in der ersten Runde, ja, ich bin die ganze Zeit mit Parzi und Bless rumgelaufen. Nee. Ich dachte, du hast die Eraser. Ich war Morphling und das Dümmste war, ich habe Jeff gemorpht, verwandle mich in seine Person, lauf ins Office rein, da sind Baso und noch eine Person, sehen mich als Jeff und ich so, ich kann nicht töten, bin rausgerannt und kam gerade noch so weg. Das war nicht Jeff, das war ich, Baso. Ich hab mir in die Hose gepisst. Ich habe gut geschwitzt gerade am Ende, weil ich dachte mir so, fuck, es ist Praxis. Mein Problem für mich war es ein absolutes 50-50. Ich habe nur darauf gebrotet, weil ich mir nicht erklären konnte, wie Tim Horus oben links gestorben ist. Mein Problem musste, aber es musste ja Tim Horus. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Der einzige Grund, wieso ich Matteo gevotet habe gerade, weil Matteo im ersten Meeting so viele Alibis verteilt hat und meinte so, der kann es nicht gewesen sein, der kann es nicht gewesen sein, der kann es nicht gewesen sein. Und du würdest mir in der ersten Runde nie ein Alibi geben, weil du immer davon ausgehst, dass irgendwer irgendwas Abgefucktes macht. So. Das stimmt. Timid hat alles kaputt gemacht. Mein Problem. Mir fällt gerade auf, rein die Liebe. Hätte ich gerade Vlesk voten sollen, weil ich dachte gerade, nee, dann muss ja Matteo Baso getötet haben. Ich hatte Baso geschildert. Wie soll Matteo denn Baso töten? Es geht gar nicht. Aber das war Lobberkill, ist auch voll strange. Ich laufe mit Baso rum, sie fällt um. Tim Horus. Ich hab nur einen Kill gemacht die ganze Runde, weil ich war Morphling. Und immer wenn ich Morphling bin, kill ich gar nichts, sondern versuche die ganze Zeit nur zu morphen. Das ist so dumm. Deswegen dachte ich auch, du bist Eraser, weil du keine Kills gemacht hast. Ja, nee. Aber die ersten zwei Kills habe ich alleine gemacht in der ersten Runde. Die ganze Zeit versucht rum zu morphen. Wie so ein das wird richtig wild mit einem neuen Patch. Ich habe mit Icebeason heute gequatscht. Im nächsten Patch kann der Evil Guesser dann in einem Meeting so oft gessen, wie er will, so wenn du machst, das wird dann wild. Double Kill. Oh, okay, das ist heftig. Ja. Was ich du wirst halt belohnt finde, dafür, wenn du halt die Rollen rausfindest, weil oft ist es halt so, dass du einmal reingässt, aber du müsstest noch ein zweites Mal kannst du dann aber nicht. Ey, warte mal, wenn man die Rolle wirklich hat, so, dann kann man das sowieso immer angehen. Dona, soll das? Mal nicht. Ja, das wird ultra verwirrend jetzt, ne?
Ich sehe schon das Blesk-Video. Ich gesse jede Rolle in einem Meeting. Ja. Ich gesse jede Runde, Matteo. Ja. Aber Matteo, hast du nicht gesagt, du tötest mich heute nicht? Du hast mich schon zweimal getötet. Ich habe dich jetzt einmal oder zweimal. Das ist, damit das Adrenalin steigt bei dir für später für Valorant. Viel Spaß. Ich habe nicht getötet da. Einfach auch Leute, die. So, aber Stream-Opfer. Ich würde dich niemals töten lassen. Ey, was soll das denn? Streamopfer hat ja schon zweimal funktioniert. Also ein Stunde Streamopfer ist doch gut. Wir waren jetzt zweimal Imposter, einmal sogar Runde gewonnen. Und jetzt sind wir Detective. Oh Mann, das ist mega verwirrend mit diesen Kostümen. Scheiße. Das ist mega verwirrend mit diesen Kostümen. Vielleicht überlebe ich jetzt länger, weil alle so aussehen wie ich. Oh, Schuh, warum bist du so gelaufen? Warum ist Schuh so gelaufen? Tötet sie mich jetzt? Dona ist schon tot. What the fuck? Sie war hier auf der Seite. Schuschu, chill. Sie war hier auf der Seite. Wo ist sie hingelaufen? Kamera ist an. Hier sind gelb und lila. Blesk ist hier. Gelb und lila laufen runter. Die müssen ja dann reporten. Razi läuft mir entgegen. Wo liegt Dona? Shit. Liegt sie hier drin? Welcher Matteo ist jetzt tot? Dona Matteo. Der bessere Matteo ist tot. Matteo Nummer 1 ist tot. Ja. Also den Kill hat der Original Matteo nicht gemacht. Danke. Die drei Leute, die beim ersten... Ja, guck mal, wie verwirrt das war schon. Die drei Leute, die beim ersten Light im Electrical waren, haben den Kill auch nicht gemacht. Das war wer? Ich. Was? Tim Horus? Warst du ja, ich kam erst verspätet dazu, ich kam aus dem Office. Was du, nee, was die du drei Leute. Matteo war live und ich war am Atmen. Die drei Leute waren Baso, Tim Horus und ich, die beim Lichtfixern. Ich auch. Das nicht gewesen sein. Ja, die ganze Runde in der Kamera. Also, ach, Schuschu, wo war der Kill? Gefixt, Christian. In einem Lab oben. Ich war ja drin. Und zu dem Zeitpunkt, als Licht ausgegangen ist, habe ich drei Leute im Lab gesehen. Timid kam gerade durch Specimen unten. Mhm, das stimmt. Warte, wann ist der Kill genau gefallen? Weil ich beim ersten Light. Labor war noch keiner da. Ja, ich war ganz alleine. Wann beim ersten Light? Als ausging, als wieder keine Ahnung, ich war nicht in Lifeline. Ich war in Lifeline, so mittendrin. Das war so mittendrin. Okay, ja, weil ich war kurz nach dir. Was du das? Ja, keine Ahnung, es sehen halt alle gleich aus und ich habe die Nacht. Du warst dann Lifeline, Pass, ich habe dich gesehen, ja. Ja, genau. Und bin dann zu Cam gelaufen, hab dann Wes gesehen, da kam mir. Oh Gott. Das ist so grauenhaft. Ich weiß nicht, wer mir entgegenkam. Ich kam dir entgegen. Ist auch egal. Also die Leute. Okay, Matteo. Ich war die erste Runde ganz alleine. Wo? Boah, Tim, das Bild ins Labor. Wie bist du da hingekommen? Durch Labor. Und du hast keinen gesehen, weil da waren nämlich drei Leute im Labor. Ich war ganz alleine. Ja, ich war Dona, du und noch einer. Vielleicht war meine Simon Says gemacht und meine Spielzeug aufräumen Task. Spielzeug. Wo liegt die Leiche nochmal? Im Lab oben. Ja, okay. Tim Morris ist auf jeden Fall raus, Finke. Schuschu ich auch. Denke auch, dass Baso und Fless den Kill nicht gemacht haben. Baso und Jeff sollten auch raus. Jeff auch nicht, ja. Jo, wir waren zu dritt gleichzeitig im Leid. Wo war Franz? Kann es ja nur noch an der Stelle Baso sein, oder? Nein, Baso nicht. Kannst du mal deine Ohren warten? Das war ein Joke. Nee, es kann lustig. Nee, warte mal, es kann doch nur Franz und Timid sein. Nee, es kann nur Timid sein, weil ich kam aus Electrical. Dort habe ich ganz entspannt meine Aufgaben gemacht. Weil es waren ja drei Punkte und ich glaube, dass Baso wieder vor dem Lab war. Was ist denn mein Gott? Matteo, Timid. Ey, ich hab nur meine Task gemacht, hallo! Eine Runde kriegst du noch, Timid. Ich kill dich jetzt, Timid. Danke, Baso. Ansage. Ich dich auch. Also, eine Sache. Shushu ist schon mal 100% Crewmate. Die Leute, die bei Lights waren, fallen ja auch raus. Das waren, glaube ich, Blesk, Jeff, Baso. Wenn ich noch rausfalle, Parzi hatte so ein halbes Alibi. Parzi weiß ich nicht genau. Und dann Timid und Tim Horus. Das ist halt schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Ich muss die Tür mal aufmachen, weil wir müssen Fluchtwege immer offen lassen. Da waren gerade gelbe Dings. Tim Horus ist gerade an die Tür gelaufen, aber hat es nicht gemacht. Hä? Hä? Warum waren da gerade gelbe Fußspuren, aber er ist nicht reingekommen? What the fuck? Ist er in den Vent gesprungen? War Tim Horus in einem Vent? Franz läuft mir entgegen. Warum läuft Franz mir... Nee, Franz, geh mal weg. What the fuck? Lol.
Alright. Kurz bevor ich sage, wo die Leiche liegt. Franz, warst du an Lifeline gerade eben? Ja, da ist er gestorben. Ich bin nach rechts raus, da kamst du mir entgegen. Mhm. Und dann habe ich noch Sachen mit dir gemacht und bin ich zu Lifeline und es ist jemand anders gestorben. Oh. Ja, deswegen bin ich hier hinterher gelaufen. Also, wo liegt er denn? Und zwar auf der linken Seite vom Office-Ausgang. Oh, okay. Dann kann ich ihn rausnehmen. Du kamst aus dem Lab, Matteo? Yep. Okay, einer in Specimen? Ich war das. Okay, und dann bin ich jetzt hochgegangen. Ja. Ich habe eine Frage, weil ich war gerade in Communications. Wer ist links im Communication links hochgelaufen? Ich habe da nicht so hochlaufen. Ich war das. Okay, das war das. Bist du da in den Vent gegangen? Ich habe dich da nicht mal gefunden. Nee, nee, ich habe Parzi oben getroffen. Er ist rechts, okay. Er ist rechts Elektro reingegangen, steht gerade am Lichtkasten. Also Dinkel kann er dann nicht gemacht haben, wenn okay. Eure Zeit von Lifeline steht. Aber Matteo, wir haben noch gar keine Zeit kommuniziert. Matteo, warum verdächtigst du mich nicht? Welchen Matteo meinst du? Also mein erster Verdacht war ja auf dich, Franz. Deswegen wollte ich wissen, ob an Lifeline schon jemand tot war. Also wie du das jetzt erklärst. Habe ich das missverstanden? Hat nicht Matteo danach gefragt, wann er gestorben ist? Du meintest, bevor du ihm gecrossed bist? Hast du das nicht gesagt? Aber du weißt ja nicht, wann Matteo und ich uns gecrossed sind. Naja, wenn Matteo jetzt links vom Office ist, würde ich von etwa... Das sind private Sachen, Parzi, bitte. Ich bin mir da nicht so sicher, Parzi. Okay. Wo ist hier die Grenze, Leute? Wo ist hier die Grenze? Also ich kann euch sagen, ich bin jetzt vollkommen zu Matteo geworden. Ich bin jetzt Matteo. Ja. Mann! Auch mental. Dann würde ich ihn rausvoten jetzt. Okay, Franz. Wir voten Franz. Nee, ich weiß wirklich nicht, wer es war. Basu habe ich auf der linken Seite noch hinter mir gelassen. Die ist aber, glaube ich, in Richtung Comms gelaufen und nicht mit in Office rein. Also, ich habe Jeff auch nicht in Comms gesehen, also, aber vielleicht welche in meiner Task. Franz ist schon ein bisschen verdächtig, weil... Ich habe den Router ausgemacht und bin dann wieder raus. Franz ist schon ein bisschen verdächtig, weil von seinem Movement her war das so wie ein panischer Imposter, der gerade Cooldown hat, weil er Bless getötet hat. Also er kam ja, aber ich habe ja was mit dir gemacht, Matteo. Franz aber klar, macht auch gerne mal einen Kill, der nicht so durchdacht ist. Also es könnte wirklich sein, dass er dann da... Ach, Timos. Papalapap. Ach, so ein Papalapap. Außerdem wäre ich wäre doch aus Office rausgewendet, hätte ich da Fläche. Wie sieht deine Cam heute aus, Franz? Schwierig. Stirn? Oder? Ich bin Uwu. Uwu, okay. Lass ich dir jetzt noch eine Runde drin, ja? Danke, Timmit. Achso, ja, Timmit war immer noch derjenige, der in der ersten Runde getötet hat. Also wenn Timmit, der aus der ersten Runde war, ich glaube auch, also entweder war es Franz oder Timmit in der ersten Runde. In der zweiten Runde kann es Franz aber auch schon gewesen sein. Aber, also ja, er könnte rauswenden, aber er könnte auch, mein Problem ist, ich habe auch nicht gesehen, ob der eher draußen lag oder drin. Und warum sollte man die Tür nicht zumachen, wenn man draußen killt? Okay, wir machen erstmal ein paar Tasks. Das ist so verwirrend, dass alle so aussehen wie ich. So, Timmit. So, Jeff kommt jetzt hier rein. Da kommt aber noch jemand mit dazu. Deswegen ist es ganz cool. Ah, schwer zu sagen. Timmit lief gerade eben. Kam er von unten oder von oben? Der kam wahrscheinlich von unten, ist durchgelaufen, hat keinen Task gemacht. Warum läuft man durch O2 durch und macht keine Task? Also ich mache es ja auch gern, aber... Das war der unnötigste Weg ever. So, wir gehen jetzt mal Office, Lifeline. Timmit kommt da raus, Parzi läuft hier rein. Hä? Ist er verschwunden? Niemand tot? Parzi, Schuh läuft runter. Ich überlege jetzt. Ich gehe jetzt mit den Killern in Specimen, oder was? Basu war am Admin. Timmit war unten auch in Admin, ist aber wieder rausgelaufen. Timmit läuft aber die ganze Zeit nur hin und her. Als ob er keine Aufgaben hätte. Das ist echt ein bisschen strange. Er hat mich ja jetzt reinlaufen sehen. Nicht, dass er jetzt oben wartet, um Ventkill zu machen, wenn ich oben rauslaufe. Das heißt, ich gehe wieder unten raus. Wir verarschen den jetzt komplett. So, wir gehen unten wieder raus. Und dodgen Timmit, der oben im Vent wartet. Brillant. Oh, hier, der Dings ist zugespaxelt. Der Vent. So, Labor 2 Leute. O2 2 Leute. Niemand bei mir. Die zwei Leute in O2 sind weg. Office eine Person, ich bin tot. Timmit kommt von Lifeline. Niemand tot. Parzi, chill.
muss ich nochmal ins Labor überhaupt? Harzi läuft mir hinterher. Okay. Harzi hatte ich gar nicht am Schirm. Mit wem ist er gerade gelaufen? Ah, mit Tim, mit dem Cleaner. Oh mein Gott! Die sind Killer und Cleaner. Was sind denn das? Das ist ja mega. Das ist ja ganz wild. Oh nee. Oh no. Franz hat dich geschiftet. Du hast deine Rolle verloren. Gut, dass ich jetzt erst merke, Chat. Ich bin so richtig auf Zack. So, wir schauen. No, ah, nein. Alter. Ich wusste sogar noch, dass Shushu Swapper ist. Ich hätte sogar jetzt im Meeting schießen können. Ah, Lover. Woher, wusstest du das? Chef, ja, we did so great. Achso, ja, stimmt. Ja, ja. Ich habe das voll vergessen, dass ich gar nicht live fixen kann. Das war eine wortwörtlich cleane Runde. Ja. Ey, war sie gelöst, der Fall. Ja. Ich bin Eraser und ich so, oh mein Gott, ich bin der Cleaner. Oh. Ich habe keinen gefunden. Oh, Jeff. Shushu, aber fairerweise, du bist immer dahin gelaufen, wo die Leichen kurz davor waren. Ja, irgendeiner hat Baso links getötet. Ja, weil ich habe erst gedacht, Baso ist Impostor, weil ich sie nicht mehr gefunden habe. Ich dachte, sie ist weggewendet. Deswegen habe ich sie gesucht. Nee, Baso war, ein paar, Baso war im Elektro. Ein paar weniger Matthäus machen, das tut ja, sich das ist mega verwirrend, wirklich. Also, ich fühle mich auch ganz. Also, Matthäus ist ja okay, aber halt nicht fünf Matthäus mit einem verschiedenen Grund holen. So. Ja. Das ist schwierig. Nee, aber das war wirklich so. Ich habe in der ersten Runde so gedacht, an wem bin ich nochmal vorbeigelaufen? Also ich wusste es ernsthaft nicht mehr. Ich habe halt nur irgendeinen Matteo gesehen. Okay, Jeff. Ich war so die ganze Zeit verwirrt, weil ich mir dachte, so Mann, irgendein Matteo tötet mich jetzt bestimmt gleich. Ja. Jeff, jetzt nicht wieder diesen Hentai-Skin, nimm mal was anderes. Ja, bei einem Matteo ist schon einer zu viel. Und ja, Baso habe ich nämlich gesucht und dachte mir so, ist sie weggewendet? Sonst hätte ich sie nämlich Dona, mach mal Dona-Skin. Koch Dona wieder. Ja, ich konnte leider nicht zum Button rennen und drücken, weil ich dachte, dass wir Cleaner drin haben, weil so lange nichts passiert ist. Ja. Mein Dirtkappe. Mhm. Es war tatsächlich unlucky. Also, jo, das ist der Donut. Ich hätte ein cooleres Rollenende gegeben, wenn ich irgendwen umgebracht hätte und nicht zufällig den Lover. Unglücklich. Mhm. Oh, das tat so weh, Jeff. Wir haben so lange durchgehalten und dann kommt er da um die Ecke. Zack, bam. Zack, bam. Also schnell bam. Kann das gehen. Ja, immer jetzt Tim mit rauswerfen. Viel Spaß. Ja, viel Spaß. Ja, genau. Immer Tim mit rauswerfen. So, okay. Ein bisschen random, right. Aber okay. Mann. So random, Mann. So, let's go. Wer stehen geblieben? Dona stehen geblieben? Warum? Dona stehen geblieben, die Türen gehen zu. Wir gucken mal direkt Lifeline, ob hier ein schneller Kill gemacht wurde. Nope. Ich hab Schluck auf. Alright. So, dann machen wir. Wir machen jetzt einen Task Speedrun. Machen jetzt so richtig fleißig Task. Und dann. Ach, ich wollte ja dafür sorgen, dass Vlesk nicht stirbt, ne? Wollen ein bisschen auf Vlesk aufpassen, das ist Baso. Schaut mal, wie lange Baso für so eine normale Task braucht. Unglaublich. So, Shushu kam gerade vom Vent. Also, das heißt, Shushu ist entweder Engineer oder Imposter. Aber niemand tot ist, denke ich mal, Engineer. Nee, warte mal, war das Shushu? Oder war das Tim Horus? Sag mal, wechseln die dauernd die Farben, kann das sein? Scheiße, ey. Ah, ich hab Instant gefühlt. Hallo. Warte mal, Shushu ist gewendet? Oh, Matteo. Hä? Matteo war noch mit Vlesk an Lifeline. Mhm, ich bin links rausgelaufen, dann ist Licht ausgegangen, aber wieder angegangen. Ich bin gerade in Admin rein und das Report-Button aufgeploppt. Und er ist umgefallen, nee, aber in so Admin war niemand. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich gewallockt wurde. Personen, die ich berührt habe in dieser Runde, Franz Baso am Anfang und danach Timid und... Wir haben uns berührt, aber Timid das, Lifeline, ja. Dass Matteo jetzt tot ist, nimmt dich mentally auch gar nicht so mit, oder? Gerade? Nö, das ist mir nicht so wichtig. Nicht in der Lifeline. Wer hat die Leute wegklicken? Mentally. Okay, voten wir Timid wieder? Nee, ich war wirklich, wir sind nicht gecrossed, Vlesk. Wirklich nicht. Du fandest Polis am Anfang auch nicht geil, aber das stimmt. Die Person, die mit mir in Lifeline war. Aber wir haben Airship mehrmals gespielt und... Das sagen, weil ich war gerade mit irgendjemandem in Lifeline. Wurde nicht besser, bei Polis wurde es immer besser mit der Zeit. Also war es ein Waterkill oder lag er schon da? Ich finde es schade, dass man Map nicht mögt. Ja, aber das spielt sich halt so komisch. Da ist man ewig lang am Laufen. Das von Baso klang jetzt nicht so, als ob sie dir glauben würde.
Nee, ich habe nur gefragt, weil ich bin so 10 Sekunden davor ins Specimen reingegangen, dass mich auch gesehen, Parzi war, du kamst von oben. Und davor ist mir Tim Horus entgegengekommen. Matteo, hast du Lust, mal eine Cartoon-Tier zu machen? Nee, nee, das ist ein Sims-Tier, ich würde den Körper umfallen sehen, aber es kann natürlich, also theoretisch könnten Imposter in Vent hüpfen, sodass ich es nicht mehr sehe. Aber ich halte das, glaube ich, für sehr, sehr unwahrscheinlich. Vermutlicher ist entweder du oder ein Warlock. Warlock. Wer hat den Licht gefixt? Ich hatte kurz Lava, aber... ich habe Instant gefixt. Weil es für mich nicht aussah, als ob ich in Range war, überhaupt für den Kill. Ja, die ja das sah für mich nämlich... Nee, ich bin nicht bis 3 Uhr online. Also ich dachte mir, ich benutze solange wir die Bock haben auf Valorant. Du hast das gesehen, sehr gut gemacht. Oder was, Tim? Naja, ich bin runtergelaufen. Snacklist habe ich abgebrochen, weil ich zu wütend. Und Vlesk stand so... Es sah halt schon ein Stück weit weg aus, deswegen habe ich mich nämlich kurz gewundert. Nee, Shadow, ich werde da Leute wegkillen. Und wollte weglaufen. Ich werde so hart Leute wegdrücken. Deswegen bin ich mir auch unsicher. Ich habe Timorus zu keinem Zeitpunkt irgendwann gesehen. Okay. Aber interessante Story, die gerade erzählt wird. Also Tim Horus ist aus dem Specimen ins Admin reingelaufen, als ich ins Specimen reingelaufen bin. Hinter also ich habe ihn eigentlich auch. Aus. Ich müsste dir euch gecrossed haben sogar. Genau. Danke, Maskenmann. Hä? Interesting. Ja, also ich sehr krass. Mach für die Sicherheit der Rollen gleich wieder aus. Ja, ich mach jetzt mal wieder aus. Damit sich Leute eventuell das Move ausschließen können. Sehr freundlich. Aber ich habe Tim Horus nicht beim Report gesehen. Weiß nicht, wo er war. Deswegen habe ich Tim Horus auch gewotet. Danke dir, Digga. Matteo, hast du eigentlich mittlerweile die neue Agentin bei Valo freigeschaltet, die du mal spielen wolltest? Noch nicht, glaube ich. Wir können gleich mal gucken. Wie hießen die nochmal? Das ist die Deutsche, ne? Killjoy, oder? Heißt sie. Die würde ich gerne mal lernen als nächstes, damit man, weil mit der kann man halt so richtig geil so Geschütze aufstellen und sowas. Matteo wieder als erstes tot, ja, leider. Eine Tier-Tier-List wäre auch geil, ja. Aber da müsste man gucken, nach welcher Kategorie. Wie ortet man Tiere? Also wie gefährlich die sind oder wie fluffig. Halsumfang. Die Eisenwall gemeistert. Jetzt muss die nächste Challenge her. Stimmt. Also wirklich so, die Feuertaufe für die Eisenwall war einfach, dass sie gegen Dalu funktioniert hat. Also wenn man Dalu mit Eisenwall töten kann, dann kann man jeden damit töten. Sozusagen Valorant approved jetzt. Upp. Genau, dass ihr Werbung bekommt als Sub. Weiß gar nicht, ob wir das beeinflussen können, um ehrlich zu sein. Oh shit. Also, wenn einfach man reinkommt in den Channel. Ja, es ist nicht Tim Horus. ich habe Tim Horus gefunden im Baumraum. Bonjour bestellt. Ich war vielleicht nächste Woche, aber wir müssen erstmal gucken. Mit Vlesk und Franz, habe dann oben meinen Download gemacht. Habe, glaube ich, ganz kurz in die Kamera geguckt, aber nur so durchgeswitcht. Bin ich nach unten gelaufen und Tim Horus liegt in dem Baumraum. Weißt du, wer vorher an Kameras war? Ob das Tim Horus war, Baso? Unge ist Dienstag wieder dabei. Ich habe ja Light gefixt. Nee, war überhaupt jemand vorher Kamera? Der hatte heute... hat gesagt, okay, wenn du sagst, du bist zum ein bisschen Beef, gegangen, nachdem wir Lights gefixt haben, dann war jemand in Kameras. Und bist du eigentlich immer tot, weil die anderen mich hassen. Sehe ich das jetzt falsch oder wird jetzt Vlesk's Story ein bisschen komisch? Wieso? Nö. Wegen dem Rüssel. Ja, weil... Das Einzige, was mich letzte Runde gewundert hat, ist, dass Vlesk gesagt hat, er hat Tim Horus gar nicht gesehen, ja, weil eigentlich müssten sie sich genau gecrossed haben. Ja. Ich wiederhole gerne nochmal die Story. Beef? Nein. Als ich reported habe und als die Leiche umgefallen ist, ist Tim Horus nicht auf meinem Bildschirm gewesen. Deswegen hat es mich verwundert, wieso Tim Horus genau wusste, dass ich beim Report so weit weg stand. Wisst ihr, wer in der Twitch-Szene am meisten Beef hat? Achtung, jetzt kommt's. Die Leute, die auf Twitch am meisten Beef haben, sind... Cosplayer. Cosplayer sind richtig, da ist die Kacke am Dampfen, das ist richtig heftig. Also Cosplayer, da muss man mega aufpassen untereinander. Haben wir mehrere eingeschaltet? Du bist Engineer. Hä? Nee, ich bin Engineer, hä? Achso, hä? Stopp, also. Oh, ich hab doch in der ersten Runde... Das, was Parzival sagt, verstehe ich gerade, ehrlich gesagt. Du hast nicht, weil Tim Infos? Mir ich war selber mal Cosplayer. Also Tim hat gesagt, ich war weit weg vom Kill. Ja und nein, aber er meint, das sah so ein bisschen komisch aus, wie weit du weg warst und hat aber gesagt, ich crossed up. Ich finde nur die Ungereimtheiten da, dass du behauptest, du hättest ihn gar nicht gesehen und Tim sagt, ihr hättet euch auf jeden Fall zumindest gecrossed.
Wichtiger ist, glaube ich, dass der Kill maximal 15 Sekunden alt sein kann, weil da bin ich von Lifeline weg und habe auch Parsival dort dann irgendwo zurückgelassen. Dann sind Dona und Franz raus, weil Dona und Dona war ein Specimen. Ja, und ich war mal Sailor Moon. Also jetzt am Ende, nicht die ganze Zeit, aber am Ende. Dann war ich mal dieser eine Typ aus diesem Hentai. Ich wollte dich töten. PUBG bald wieder Mantle? Nicht im Lab. Ja. Doch, ich bin im Lab. Wir werden bald wieder wirklich PUBG testen, denn Scheiße, ich bin tot. Bei Jeff war nicht im Lab. Es gibt eine neue Map bei PUBG und ein neuer Modus. Es soll jetzt bald sowas kommen, also auf den Testservern ist es schon drauf, sowas wie das Gulag. Wenn du in der ersten Runde stirbst, also in der ersten Blue Zone, also innerhalb der ersten Blue Zone, glaube ich, dann kannst du dich wieder freikämpfen und in der dritten spawnen oder sowas. Habe ich aber nur so am Rande mitbekommen. Ich habe direkt Leon gefragt und Marius, also ihr Keklack. Und die haben beide gesagt, yo, lass zocken. Das heißt, wenn es auf den Live-Servern kommt, werden wir uns das mal ansehen, nachts. Neue Map dauert noch leider. Ich habe die gestern schon gesehen. Ich weiß nicht, wann es auf die Live-Server kommt. What? Magst du Warzone? Hat Spaß gemacht, aber ich habe es noch nicht so viel gespielt. What? What? Excuse me, was? Das macht gar keinen Sinn, dass Fatima gestorben ist. Wie sagt man das auf Kuba? Danke, Grand Brush. Auf Kuba sagt man, das ist ja so random. Das ist echt random jetzt, die Entschuldigung. So random. Alter, ich laufe Fatima hinterher wie eine Verrückte und auf einmal fällt er um vor mir. Matteo, wie schaffst du es, wenn du mal Mental Break bist, trotzdem so gut im Stream zu performen, schaue jetzt schon seit 6 Monaten und du bist gefühlt immer gleich gut drauf. Weil ich so gefühlt neutral bin. Chat, ich bin so hin und her gespielt. Immer so auf einem Level. Also ich bin nie so richtig traurig. Und ist einfach von mir umgefallen. Also wir haben schon in der letzten Runde haben wir uns so ein bisschen aber angeboren dann musst oder so. Du auf jeden Fall wissen, wer dich gewarlockt hat. Weil Warlock Cooldown ist 30 Sekunden und diese Runde ging ja fast keine 30, oder? Ja. Apathisch? Nee, auch nicht so. Ich bin einfach nie, also ich bin nie wirklich traurig. Ich habe einmal Timothy da drin gesehen. Ich habe seinen Namen gesehen. Nee, kann ich sagen. Innerlich tot, ja. Communication, sorry, da wo man downloadet. Da habe ich seinen Namen gesehen. Und Parzival und ich waren drüber. Jonas, hast du in den letzten 10 Sekunden hat dich da jemand gecrossed? Ich war nur mit Parzival und ich weiß, es war halt dunkel. Es kann sein, dass mich jemand gecrossed hat. Ja, dann muss Parzi Warlock sein und dich gewarlockt haben und sie selber umgebracht oder war Sheriff. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Ja, oh mein Gott, vielleicht war Sheriff. Ja, oder Dona ist Imposter. Nein, jetzt macht Sinn, weil also ich bin über vorhin hinterher gelaufen und wahrscheinlich, als das Licht ausgegangen ist, hatte Angst gehabt und hab mich dann einfach geschossen. Jetzt, das würde tatsächlich Sinn was machen. Ist jetzt mit Franz? Der war auch irgendwie dabei oder so? Okay, also ich glaube, diese Runde hat kein Imposter zugeschlagen. Wir haben am Anfang gesagt, oh Dona, oh Dona, oh Dona, hä? Ja, Parzival hat in der letzten Mikro-Runde gesagt, wenn er stirbt, ist es Dona. Das sag ich doch natürlich, wenn Dona. Warum soll ich bei Tim mit dem Stream gucken? Nein, votet mich nicht. Ich habe eine Crewmate-Rolle und ich habe, nein, ich kann das nicht sagen, es ist nicht weg, aber ich bin 100% unschuldig, wirklich. Ja, ich glaube. Ja, klingt depressiv. Hä? Wenn man nie traurig ist, ist man depressiv? Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, oder? Also, du hast mich doch gerade im Depp gesehen. Ich glaube wirklich, er ist ja, Franz, weil ich überrascht war, dass du direkt auch was dazu gesagt hast. Ach so. Ich war einfach nur verwirrt. Ihr meint Tim in Stream? Oh mein Gott! Da gibt's heute Fotos. Spooky! Tim, warum wolltest du mich? So, wir gehen in... Wo ist Tim in Stream? Wo ist er? Hier. Timit. Was? Was soll das? Was soll das? Ey. Geil. Bin ich ehrlich. Der Mayor hat immer 2 Votes. Heißt, wenn ich jemanden vote, kriegt er 2 Votes von mir ab. Ne. Wo ist denn da ein Emote-Spam? Du Dulli. Wo denn? Ach da. Nevermind. Ach, Schwein. Entspannen Sie sich. Ich will voten. Geht nicht. Ich hab 0 Points bei Timid. Ich hab Tim mit 0 Sekunden geguckt. Snoopy! Dankeschön für die 100 Bits! Gute Nacht, mir geht's nicht so gut. Warum? Was ist denn los? Oh.
Er hat Chat an. Stimmt. Hä? Er hat Chat an? Warum hat er Chat an? Du folgst ihm nicht mal? Ja, weil ich im Bonjour-Account drin bin. Meinem privaten Account folge ich Timid natürlich. Warum hat er Chat an? Danke, Lakritzmonster. Wo kommen denn diese Kommentare her, Chat? Hat euch jemand bezahlt, dass es hier heute nett kommentiert? Was ist hier los? Ja. Oh mein Gott, es ist. Oh mein Gott! Okay. Also, wenn da kein Lava-Kill dabei ist, dann weiß ich auch nicht. Es muss ein Lava-Kill sein, weil ich war gerade an der Lifeline, da war nur Timmy tot. Ich gehe raus, der liegt vor dem Lab. Hab ihn reported und jetzt sind auch direkt noch Shushu und Base tot. Waren das die beiden? Ja. Okay. Base war oben an der Cam, irgendwo dort in dem Raum. Vielleicht beim Lava halt ein Imposter dabei. Muss ja, weil ich hoffe es passiert. Es muss. Ja. Weil also, es sind nur vier Leute und es sind jetzt zwei Kills passiert. Heißt, die Imposter war vorher. Aber Jeff Scholl, sorry, stimmt. Der stand auch gerade mal im Admin-Panel. Ich bin in Deacon reingelaufen. Relativ sicher dann zwischen Franz und Dona oder nicht. Nee. Außer dann hat man noch Shushu in Specimen getötet. Was? Hast du Shushu in Specimen getötet oder sowas? Ich bin gerade unten in Deacon rein. Wie soll ich Shushu in Specimen töten? Ach, Timmy ist ja tot, deswegen hat er Chat an. Weil ich war vor zwei Sekunden an Lifeline. Ja, ich bin gerade zum Button gelaufen, weil ich Timid vor 10 Sekunden in der Cam gesehen habe, bevor das Licht ausging. Dass er dort was sagen. Ich war mit Jeff am Admin-Panel und in Specimen war ja niemand. Aber warte mal, weil ich bin mich auch gerade, ich bin mich gerade links Office reingegangen. Ich war davor ich glaube, Comms, ja. Und bin dann reingegangen und ich wollte gerade ein Admin-Table reingehen, aber da war niemand. Also das heißt, du musst ja, weil du sagst, du bist gerade reingegangen, aber da hätte ich ja die Tür gehört. Ja, weiß ich nicht. Also du warst auf jeden Fall nicht da, als ich gerade im Admin-Panel war und es war 2 Sekunden bevor reported wurde. Also entweder hat Jeff hier getötet und Timid reported anstelle von Shushu. Ich wollte hier vielleicht der Typ, der mir ein Alibi geben kann dafür, den müsst ihr auch reden lassen, sonst könnte ich aber okay, nein sagen. Er war noch am Leben? Ich und Flesser haben uns gekreuzt, er war in der Lifeline, ich am Admin-Table, sind gekreuzt, ich bin hochgelaufen, Timid war tot. Macht ihr bei der Gamevasion mit? Baso ist steht wahrscheinlich noch nicht auch fest. Baso müsste auch bei der Lifeline nicht vorher gewesen sein und ist dann, Shushu waren auch in der Nähe. Ich Baso weiß nicht, war gelaufen. Das Shirt habe ich nicht dreimal, das habe ich nur einmal, dieses Shirt. Deswegen seht ihr es auch so selten. Bin mir nicht sicher. Und am Admin-Panel war auch kein Punkt in Specimen. Danke, Chat, für die Lieben. Ich bin gerade alleine rein, ich war noch nicht mal drinne. Ich habe halt aber auch auf der linken Seite ganze Zeit Punkte gesehen. Ich habe auch einen Helm und einen. Ja, dann wurde ich Franz. Weil ich nicht denke, dass Dona acted, aber dann muss es Franz sein. Nee. Das war falsch. Also, schade, ihr habt jetzt verloren. Haben sie? Es ist Vless gewesen, oder was? Ich habe nicht aufgepasst. Schönes Shirt, danke. Nee! Franz war richtig. Folgen Blesk. Ich mag keine Brustmuskulatur. Da ist keine Muskel. Ich habe diese Woche nicht trainiert. Doch am Montag. Ich habe Impfung bekommen, Chat. Ich werde Lauch. Ich werd schwacher Lauch. Mhm. Hallo. Haben wir verloren, Franz? Danke, danke. Ich weiß es nicht. Warum hast du nicht einen Button gedrückt, Dona? Ja, warum kommst du aus der Wände hier? Oder links da? Weiter reicht. Weil ich umgehe, dass mich jemand tötet, während ich Licht fixen gehen will. Ich bin extra Umweg gegangen. Aber du weißt schon, dass der Imposter eine größere Lichtradius hat. Ja, trotzdem wollte ich nicht den geraden Weg oben rumlaufen, sondern ich bin unten rumgelaufen. Sprint hingelegt. Ja, also der mich sehr gut für mein Boxtraining vorbereitet. Aber bei 3 Leuten Lichtfix und ich weiß, dass du im Button stehen geblieben bist, Dona. Ja, ganz kurz, dann bin ich weg, weil es war dunkel. Ich wusste halt nicht, wer wo ist und ich bin dann einfach nach unten gelaufen, damit ich nicht getötet werde. Was hast du letzte Runde gemacht, Dona? So, dass ich, weil ich am Admin-Tab stand. Ich bin in Comms gewesen, hab meinen zweiten Teil von dem Download-Ding abgeschlossen und bin nach rechts in Office rein, wollte gerade ein Admin-Panel und dann wurde reported. Ich weiß, dass du es nicht bist. Ich habe mitgezählt. Das waren. Ich weine nicht. Das waren fast schon 30 Sekunden. Du warst vor mir. Sprich, du hättest mich tatsächlich einfach töten können. Du würdest nie auf den Button drücken. Und Dona ist vom Button weggelaufen.
Nein, ach, dann bringe ich das Argument nur, weil ich nicht am Button sein wollte in der Dunkelheit, wo irgendjemand auf mich lauert. Ich bin halt weggegangen. Warum warst du nicht am Button? So, ich wollte auch zum Lichtfixen gehen, habe halt einen Umweg gemacht. Okay. Du kannst jetzt nicht das Argument nehmen und sagen, ja, warum hast du das nicht gemacht? Ja, doch, genau das kann ich machen. Ja, aber du weißt, du gehst Lichtfixen und ich gehe auch Lichtfixen. Als wir beide losgelaufen sind, als ich und Jeff losgelaufen sind, Dona, da stand niemand am Button und die Tür vom Office ist auch nicht zugegangen. Ohne Spaß, mich gerade. Ja, okay, ist also. Unsicher also, für mich gerade. Ich habe bekleckert. Für mich ist es halt jetzt Less. Ja, aber alle, die Imposter haben alle die Türen offen gelassen, sodass ich. Ja, die Office-Türen. Ich hätte gedacht, normalerweise, wenn du beide Türen zumachst, kommst du, glaube ich, nicht mehr zum Button. Aber die Office-Tür ist einfach offen geblieben und oben ist die Tür dann zugegangen. Okay, pass auf, Jeff. Der Grund, warum ich Franz gewotet habe und nicht Blesk, weil ich habe mich zwischen Franz und Blesk entscheiden müssen, war nur, weil ich dachte, dass ihr euch beiden irgendwie ein Alibi gegeben habt. Ich weiß nicht genau, was die Sache ist. Und da Franz ja anscheinend unschuldig ist und Bless Franz gewotet hat, ist für mich jetzt der letzte Call. Und du kannst halt jetzt entscheiden. Oh. Bin übrigens fertig. Was soll das? Okay. Das ich weiß nicht, Donuts, keine Ahnung, so. Es ist mir irgendwie so. Sie läuft vom Button weg. Well played, Donuts. Na, bin ich weggelaufen? GG. Ich hab mir noch mal gegangen. Oh, das war so. Das war alles so, es war eine halbe Sekunde, aber das muss ja in jedem Fall gerade Dona, der komplett reingetrollte Scrubble. Was ich viel schöner fand, war, Blesk hat sogar quasi bestätigt, dass das von mir kein Warlock-Kill gewesen sein kann. Das vergisst einfach jeder, dass der Sheriff auf Dona geschossen hat. Oh, war shit. Das meldet sich auch. Sie, das war vor drei Runden und die. Ja, ja, aber das sind. Ja. In jeder Runde gibt es irgendwelche Infos, die untergehen. So, ich glaub, das Ding ist, ich habe Sparta mein Schild gegeben und deswegen bin ich ihn hinterhergelaufen, weil ich wollte in seiner Nähe sein, damit ich nicht sterbe, damit Parzival sein Schild nicht verliert. Okay. Und deswegen wusste ich, dass Parzival nicht von dem Imposter getötet wurde. Ja, und weil das geht ja nicht. Wärst du aber ich konnte nicht sagen, hey, ich bin. Ja, ja, ich weiß. Wärst du mir nicht hinterhergelaufen, wäre Blesk in der Runde draufgegangen, weil ich war so mega am Hadern zwischen Tim Rose und Blesk. Da war Tim Horus tot und ich hätte sowas von auf Les geschossen, aber dann bist du mir hinterhergelaufen und im Dunkeln dachte ich, naja, draufschießen. Bevor ich jetzt gar nicht schieße, versuche ich es bei Jonah. Ja, das ist echt die Wahrheit gesagt. Ich habe den Kill nicht gemacht und Ah, es tut mir so leid, Linda. Das wäre so schön geworden. So ärgerlich, Lena. Ja. Blesk, hast du mich gewarlockt und Lena damit getötet oder hast du Lena gewarlockt und mich damit getötet? Timmit, du hast jetzt meine Photoshop-Künste missbraucht. Oh, ne? Nein. Ich war nicht getötet auf der rechten Seite. Das wäre eigentlich nicht passiert. Ich war Warlock und ich habe immer jemanden gesucht, den ich warlocken kann, aber muss dann erstmal Schuschu finden, weil ich ja nicht random meinen Posterkollegen umbringen will. Ja, und aber ich bin immer weggelaufen. Posterkollegen umgebracht. Okay, ja, und ich bin immer weggelaufen, weil ich gesehen habe, dass Franz immer mit Baso am Leid war und Blesk hingegangen ist und ich wollte, dass aber Linda stirbt wegen einem Double Kill. Ich hätte die Türen zugemacht. Wir hätten das geholt, Linda. So, jetzt mal kein Crewmate, come on. Hacker! Deswegen habe ich wieder Lava? Okay, so, ich habe hier keine Task. Oh, die haben gefaked! Helfern! Parzi hat mitgefaked! Parzi ist Imposter Nummer 1. Okay, Parzi ist Imposter Nummer 1. Wer ist Imposter Nummer 2? Okay, Parzi ist Imposter. Alright. So, Schuh läuft raus. So, Kamera ist noch an. Ist Parzi bei der Kamera? Das weiß ich nicht. Tim Horus läuft hier rein. Dona ist hier. Nice. Niemand tot. Würde Dona diese Aufgabe faken, die Common Task ist? Glaube ich nicht. Ich nehme Dona raus. Tim Horus. Comms disabled. Scheiße, ich habe mein Hack-Dings gestartet. Das heißt, ich kann hier auch nicht drauf gucken. Okay, Jeff macht auf. Kamera ist noch an. Jeff läuft ins Labor alleine. Kamera ist immer noch an. Es ist immer noch niemand tot. Parzi war ja Imposter Nummer 1. Der faked aber ganz gut Task, muss ich sagen, ne? Wir lassen jetzt mal Parzi alleine mit Schuh. Und wir laufen einmal im Kreis um das Gebäude rum. Gucken, ob er sie tötet. Aber die Cam ist an, das wird er nicht machen, glaube ich. So, Tür ist zu. Tim Horus kommt da von unten. Warum kommt Tim Horus von da unten? Immer noch niemand tot. Hä?
Bless macht Common Task. Dann gehe ich jetzt ins Specimen. Warum läuft Tim Horus die ganze Zeit mit mir rum? Was ist, was? Jeff kommt mir entgegen. Also der ist auch kein Killer, oder? Oh nein, Party ist Killer, der ist mit mir hier drin. Oh nee, ich bin mit beiden Killern hier drin? Nee, bin ich doch nicht. Warum läuft Tim Horus mir die ganze Zeit hinterher? Er kann mich auch nicht töten jetzt, weil ich wurde ja gesehen. So, habe ich hier überhaupt eine Task? Ja, können die hier schon mal starten? So. Okay, wir laufen raus. Tür ist auf. Ich gehe mal zur Kamera. Ah, ne, wir können hier eine Task machen. Blesk läuft mir hinterher. Wo kam der denn jetzt her? Hä? Wo kam denn Blesk her? Oh, 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 Matteo. Schon wieder Donut tot. Oh, oh, oh. Oh nein. Donut liegt in den Kameras. Aha. Jeff, weißt du, wie alt der Kill ist? Ungefähr 10 Sekunden. Ein bisschen mehr als 10 Sekunden. Ja, ja. Dann können sich ja viele Leute im Labor ausschließen, oder? Tim Horus, ich. Wer kann da nochmal raus? Warst du das da gerade noch mit dem. Ich bin rausgelaufen, als du aus Specimen kamst, Patsy. Ja, genau. Okay, aber dann warst du das ja trotzdem noch im Labor. Mhm. Also, Patsy ist Imposter Nummer 1. Mhm. Und Matteo stand am Admin-Table, während Comms disabled waren. Oh. Genau. Ja. Ich bin Imposter Nummer 1. Ah, da gibt es bestimmt eine gute Erklärung. Ich habe eine Sonderrolle, die das dann umgeht. Oha! Was? Ja. Hä? Also wollte ich dich jetzt, oder? Also war gerade Time Master und ich habe das verpasst, oder was? Hä? Was willst du mir gerade erzählen? Was? Matteo, alles gut bei dir, oder? Ja, ich hab halt, bin da falsch dran gelaufen, wollte benutzen, hat dann gesehen, ist Comms disabled, das war's. Ja, warum ist Parts Imposter? Ach so, das ist, glaube ich, die Sache, ja, klar. Ach so, warum Parts Imposter ist? Imposter, oder? Ach so, ja, das kann ich noch nicht sagen. Okay, naja. Ich glaube, Matteo kann sich gerade einfach nicht rausreden, deswegen. Wo denn raus? Also, wo rausreden? Aus was? Dass du. Aber Matteo, wo warst du denn gerade? Was ein dummer Imposter hat sich in. Also, ich war mit Tim Horus in Specimen und bin dann ins Labor gelaufen und bin dann raus. Also, während der Kill passiert ist, wenn das vor 10 Sekunden war oder wann das war, dann war. Ja, also, Matteo hat den Kill nicht gemacht. Definitiv nicht. Das weiß ich auch, ja. Danke. Sehr schön. Bitte. Hat sich Patsy etwa nicht bewegt oder was? Hä? Nee. Doch, natürlich habe ich mich gerade bewegt. Er hat sich bewegt, er hat sich bewegt. Warum reden wir die ganze Zeit? Aber irgendwas ist der Korn, oder? Ja, ich habe nur, gedacht, dass er eine Task faked, die es nicht gab. Hä? Ja, er stand im Specimen, ich bin durchgelaufen und. Nee, Task gab's nicht. Am Anfang. Am Anfang bin ich höre durch meine Ohrmuscheln höre ich, wie Parzival so eine Schweißtropfen die Stirn runterläuft. Ja, ja, er ist ja auch Imposter. Weil ich meine Rolle behalten würde. Ja, ich bin der Einzige, der Matteo gewonnen hat. Ich habe schon Tim, du sagst, ich bin's nicht, dann votest du mich. Warum würdest du das denn jetzt sagen, Tim? Ja, also, du hast den Kenn nicht gemacht. Der Modus ist es. Was ist für ein, was für ein Quatsch? Okay, wie können wir. Warte mal, können wir den Evil Guesser baiten? Warum klebt mir Tim Horus die ganze Runde am Arsch? Was ist das? Was ist? Ist es ein Mörder? Oder will er sich so ein Bomben. Will er sich ein mega geiles Alibi holen bei mir? Also, Tim Horus ist zweiter Imposter mit Parzi. Und er will sich einfach bis zum Ende der Runde Alibi holen. Scheiße. Und das am Ende ausspielen. Das Einzige, was ich mir erklären kann. Anders kann ich es mir nicht erklären. So, Labortür ging auf. Das war aber nicht. Okay, Timmit läuft mir entgegen. Der ist ja gerade gestorben. Matteo, das sieht ganz schlecht aus für dich. Das sieht ja wirklich schlecht aus für mich. Der war ja wirklich gerade bei mir. Also der ist echt frisch, kann ich sagen. Der ist ganz frisch. Blesk, das warst du gerade vor Lifeline oder war das Baso? Flesk und Baso. Flesk und Baso, ja. Also Timmit, erklär erstmal du, was du gesehen hast. Ich habe Blesk und Baso gesehen an Lifeline. Dann bin ich raus, du bist in Office reingelaufen rechts. Ja, ja. Und hinter dir lag Tim Horus. Genau. Meter. Also ich war mit, Tim Horus läuft mir schon seit 2 Runden komplett hinterher, die ganze Zeit. Wir waren zusammen vorher in Specimen, im Labor. Und jetzt ist er aber gerade eben am Anfang der Runde auch mir hinterher gelaufen.
Dann habe ich diese Auffülltask gemacht. Er ist mir immer noch hinterhergelaufen. Dann bin ich vom Labor runtergelaufen. Er war immer noch hinter mir. Licht ging aus. Ich crosse Timmit, laufe an Lifeline. Timoro ist tot. Also Timmit, warum sollte ich in dich reinlaufen, wenn ich ihn gerade kille? Das wäre Quatsch. Was ist, wenn sie aber einen Warlock-Kill hinter ihm waren, der es nicht gesehen hat? Ich wurde also, von niemandem gecrossed, außer von Tim Horus selbst. Okay, no, das hört sich auch eher so Sheriff an. Sheriff wurde Sneaky Kill, oder nicht? Mm. Ja. Ja. Also, wer den Kill dann nicht gemacht haben, kann es auf jeden Fall Baso selbst als Warlock, weil sie vor einer halben Stunde. Baso, Vlesk, Timmit, Shushu, Franz, alle fünf nicht. Also, ich bin gerade fast beim Lichtblick. Aber dann müsste Baso mich eigentlich auch ausschließen können, weil ich stehe jetzt auch an Lifeline. Aber du warst ja an Lifeline, oder? Weil du mir gerade gecrossed bist, du bist gerade zum Admin-Table gelaufen, stimmt's? Ach so, ja, es war dunkel. Weiß jemand? Wir sind uns gerade in der Tür von Lifeline. Mhm. Weiß jemand von euch, wer so vor 10 Sekunden ungefähr im Labor war? Weil als Licht rausging, war die Labortür zu. Und als ich davon runtergelaufen bin, ging die gerade auf. Ja, ja, mach mal. Pazzi, du meintest, wo hast du Baso gecrossed? Baso ist vor 2 Sekunden von Lifeline Richtung Admin gelaufen. Und du warst dann am Admin-Table? Und ich war nicht am Admin-Table, ich kam aus Comms, hab da meine letzte Task gemacht und bin gerade. Ah, okay. Ja, dann fällst du auch aus der Zelle. Ja. Ich bin, wo ich links aus dem Office rausgelaufen bin, habe ich Timmit gekreuzt. Aber dann ist es ja. Ich bin jetzt gleich beim Licht. Aber dann ist es ein Mantle oder nicht? Lass mal davon ausgehen, dass es ein Sheriff-Kill war. So und Nee. Aber das hörte sich eher so an, als wäre Tim Horus Matic gewesen, der Mantle ein Schild gegeben hat und dann jetzt aufpassen wollte, oder? Haben wir von Shushu irgendwelche Infos? Shushu war im Lab mit Franz. Dann im Lab. Oh, aber der Kill war selber. Ja, waren unterdessen warte mal, schon im Lab. Was? Du warst die letzte Runde im Lab, oder was? Mit Franz und davor mit Blessing Specimen, ja. Warte mal, du kannst. Oh Gott. Ja, ich hab doch gerade gefragt, wer im Labor war. Ja, das wurde aber vorher von Blesk auch bestätigt und von Franz. Ich war mal. Dann kam Shushu ja aus dem Labor. Dann kam Shushu ja aus dem Labor raus. Das war die Tür, die aufging. Shushu hat getötet hinter mir, als Licht aus war. Hat Tim Horus weggemacht, der vielleicht noch in der Labortür war. Und Tim hat es gefunden. Also Timmit. Dann sind es die beiden hier. Die beiden, die hier stehen. Hier, die beiden sind's. Die beiden. Die beiden sind die Killer. Ja, dann werde ich mal hier in Ruhe meine Aufgaben machen. So, gehen wir mal hier rein. Ne, es sind Franz und Schuh, oder nicht? Franz und Schuh, kann das sein? Aber wer hat denn den ersten Kill dann gemacht? Sehr gut, schütz mich, Baso. Schütz mein Leben, schütze mein Leben, schütze mein Leben. Warum macht denn niemand Licht an, obwohl hier alles offen ist? Jeff hat Oh nein, mit Baso eingesperrt, ist unangenehm. So, Pazzi läuft mir entgegen. Kamera ist an, Blast läuft da auch mit rein. Wir checken jetzt Lifeline. Cam ist immer noch an. Checken jetzt erstmal Lifeline, gucken, ob jemand tot ist. Wenn nicht, dann machen wir Hackfähigkeit auf Admin und gucken mal, wo die Leute verteilt sind. Timmit ist gerade gestorben. Also gerade eben. Timmit gilt als dunkle Farbe. Der könnte Labor liegen. So, Party läuft mir entgegen. Shushu kam ja gerade rein. Das heißt, Shushu kann den Kill nicht gemacht haben. Und die Leute, die auf der Security-Seite waren, auch nicht. Hat Party den Kill gemacht? War der auf Security-Seite? Versucht er jetzt mit Cooldown mich zu töten? Versucht er mich jetzt zu töten? Versucht er mich jetzt zu töten, bevor ich ihn finde? Okay. Hallo. Wo ist die Leiche? Im Labor. Und der Kill-Zeitpunkt war ganz genau also vor vielleicht so 15 Sekunden, als du in Office reinkamst, zur Lifeline, ne? Genau da ist er gestorben. Der Kill-Zeitpunkt war ganz genau vor vielleicht so ungefähr 15 Sekunden. Ja, ich wollte gerade sagen, der war genau, als Shu die Tür reinkam von Office. Das heißt, sie kann es nicht gemacht haben. Ich kann den Kill auch vorher nicht gemacht haben in der Runde, Mathieu. Ich glaube, das ist falsch verstanden. Ich habe nichts gesagt, weil ich eigentlich gedacht habe, nachdem mich zwei Leute safen können, auf der rechten Seite bei, will ich euch nicht unterbrechen. Die Info hatte ich gar nicht mitbekommen. Das sorry. Oh Gott. Nee. Ich habe ihn jetzt auch gerade gesucht. Ich habe ihn nicht gefunden. Wir können ganz gut ausschließen, weil ich war einmal auf der Security-Seite. Da war Vlesk, oder? Nee, warte mal. Da waren Vlesk, Baso, Jeff und ich. Wir waren so viert in Camps. Die drei würde ich auch eher für den Kill ausschließen, weil ich kam von Lifeline, da war noch keiner tot, habe die drei dann bei Lights getroffen. Ja, aber ich bin ja dann ins Office gelaufen
Und der Laufweg würde auch reichen, dass jemand ins Labor läuft, weil es ungefähr dieselbe Distanz ist. Und dann kann halt genau also, dann gekillt worden sein. Das heißt, wenn einer... Ja? Die einzigen, die bei der Cam ganz Zeit geblieben sind, war Baso, also nach dem Lichtfix. Ja. Und ich stand ganz in der Kamera. Ja, dann würde ich sagen, Franz hat den Kill gemacht. Ich bin Party die ganze Runde lang hinterhergelaufen, der hat nichts gemacht. Dann okay. Hat Franz den Kill gemacht. Für den Kill vorher. Blesk? Nee, ich habe den Kill nicht gemacht. Warum bist du hinterhergelaufen? Ich habe dich nicht gesehen. Bin ein bisschen auf Range geblieben. Also so, Franz? Ich glaube, also, nee. Mental hat den Kill vorher auf, wer war es, Timoris gemacht. Wobei das absolut dusselig ist, aber kann ja sein. Und jetzt auf Timid, weil wenn ihr euch alle rausnehmen könnt, ich kann Shushu für den Kill vorher rausnehmen und jetzt, ich sehe sonst keinen anderen. Also du sagst, dass ich jetzt Timid getötet habe, der im Labor liegt? Ja. Shushu, als du an, das kann kein Self-Report gewesen sein. Shushu, als du an Lifeline gelaufen bist, ja, hast du gesehen, dass Timid tot ist? Bitte? Hast du gesehen, dass Timid tot ist? Da habe ich gesehen, dass Timid tot, ja. Ja, also deswegen, Franz, ich kann das nicht gewesen sein. Kein Instant. Naja, den Killzeitpunkt kannst du ja ausgedacht haben, Matteo, aber... Nein, weil Shu hat an Lifeline gesehen, dass er tot ist, während ich auch da war. Und dann 15 Sekunden später habe ich ihn ja erst reported. Ja, aber er war ja dann schon tot, als Shu hingegangen ist. Das heißt, du kannst ja einfach mit dem Killzeitpunkt gelogen haben. Ach so, ja, das kann sein, ja. Nicht. Aber wäre ja Risiko. Ich denke nicht, dass er gelogen hat, Pat. Glaube ich auch nicht. 2-2-1. Zwei Leute haben mich gewotet, die beiden Imposter. Wir müssen jetzt fixen, oder? So, Franz geht hoch und Jeff geht hoch. Franz läuft aber da oben hin. Oh Mann. Okay, aber ich laufe mit Jeff zusammen zumindest. Hängt er hier im Vent? Nice. So, Schuh läuft raus. Jo. Ah, cool. Wir haben Franz auf jeden Fall erwischt. Wie ist das passiert? Ich habe nur Report gespammt. Ich habe nur Report gespammt. Der ist doch jetzt gerade noch mit uns weggelaufen. Ja, also ich bin schon drunter gelaufen, also, aber... Also die Reihenfolge war Jeff, Matteo und ich was geht denn? Am linken Reaktor. Was ist im Chat los? Ich bin als erster da weggelaufen, bin Report spammt, weil du dazu kamst. Ich dachte, es sollte ein Double Kill passieren. Bin Report spammt da lang gelaufen, bin über was Storage. Was macht ihr denn da? Die Reihenfolge dahinter war Jeff und dann ganz hinten Matteo. Und auf einmal ich bin schon unten gewesen. Grün, und auf einmal Report grün Buddy. Irgendwas ist gerade, warte, Sheriff? Jetzt darf ich mal meine Story erzählen. Ja, ja. Du bist safe für mich, wir haben ja einen Schneemann davor gebraucht. Was ist denn los? Was ist denn? Wir sind ja dann weggelaufen, du bist ja runtergelaufen Richtung Communication oder Richtung Office. Und dann sind wir weitergelaufen, auf einmal kommt ein Franz uns entgegen, der ein Pazzi war, irgendwie wird nicht ganz gesehen warm. Hat, ein orangener Blob, und killt einfach Matteo. Wird ganz und warm. Das sagt Pazzi war gerade nicht in seiner Story. Wann? Jetzt gerade? Ja, ich bin am rechten Reaktor. Sorry, ich habe gerade. Nee, du bist jetzt wirklich entgegengekommen, das weiß ich, aber ich habe gerade wirklich nur. Er hat reingestochen. Ich war gerade einfach nur darauf konzentriert, nicht zu sterben und Reports zu spammen. Ich weiß nicht, ob. Also, shit. Also, ich bin safe nicht. Ich habe auf Max Range hinter mir reported, aber ich glaube auch, dass er Franz ist. Also, ich kann nicht sagen, Timid war übrigens kein Crewmate, aber er war eine Crewmate-Rolle. Weil die habe ich jetzt. Ich war vorher der Shifter. Du warst der Shifter. Okay. Ich war der Shifter und hab Timid ganz am Anfang gesagt, na, Timid sieht so Sheriff-like aus, der hatte bestimmt... Okay, ich kann euch Folgendes sagen. Ich stehe nicht am Reaktor, aber Tim Horus war nicht der Sheriff. Und ich kann euch sagen, also, dass Flesk und Jeff safe Crewmates sind. Die sind die crewmatigsten Crewmates auf der Welt. Franz ist die Razor-Party, die will gestern, glaube ich. Franz auf jeden Fall die Razor, ich bin erased worden, die Runde. Bye-bye. Oh, du bist erased worden. Oh, okay. Ja, Jeff. Franz. Also das wollte ich jetzt eigentlich nicht bezwecken, aber okay, cool. Ja, okay, das ist jetzt ungünstig. Aber gut, Aber wer ist denn der Evil Guesser? Weil ich bin nicht der Evil Guesser. Ich war halt wirklich ich werde echt nervös gerade. Was ist los? Okay, dann kann es ja gar kein Morphling sein. Dann muss es ja Franz sein. Ja, Jeff. Dann muss es oder so Franz sein. Hä? Nee, Pasi, Jeff habe ich noch erased. Bei Baso weiß ich es nicht. Wir dürfen gar nicht erst töten lassen. Wir müssen Button drücken. Ich versuche mal, das Overlay wieder zu fixen. Oh, wir haben ja fast alle Aufgaben. Die drücken jetzt E-Button. Ich kann eh nicht alle Aufgaben machen. Schaffe ich gar nicht. Jetzt halt auf! Wie ist denn das überhaupt entstanden? Was habt ihr denn gemacht, als ich gerade im Game war?
Wir wissen, wie das jetzt ausgeht. So, Party. Wo ist denn Franz? Okay. Chat, jetzt. Ich bin extra bei Party draufgelaufen, falls er der Imposter ist, dass er nicht gehen muss. Weil ich ja als einziger gecallt bin und wahrscheinlich jetzt tot bin. Nee, Jeff. Wenn Franz, dann hätte Franz das ja gerade gecallt. Also das ist super verwirrend jetzt. Also. Baso, bist du es etwa? Nee. Aber ich bin so ultra lost, weil ich immer überhaupt nicht dabei war, als sowas passiert ist. Letzte Runde war ich Specimen und ihr redet so und ich denke mir so, Alter, keine Ahnung, Mann. Aber okay, ich find's also wirklich nicht, Jeff. Ich find's super lustig gerade, sorry. Aber wer ist es dann? Ja, also, Patsy ist doch Sass gewesen mit Franz zusammen, oder? Nee, und, okay, also, das hat doch. Also, ja. Nein, Patsy war lassen, ich kurz. Das hat. Oh Mann, Jeff, das war mein einziges Alibi. Jeff wurde richtig rausgegessen. Jedenfalls, what the fuck just happened? Aber jedenfalls, das hat Vleski ja letzte Runde gecallt, Franz und Patsy und genau. Vielen Dank für die verschenkten Subs. Weil er Dankeschön. Gesagt hat, es gibt einen Cleaner, ich bin Crewmate. Dann wurde er gegeben gegessen. Von Pappstumpf, 10 verschenkte Subs. Also, ich würde jetzt einfach hier Patsy. Die Herzen, die jetzt im Chat sind nur für dich, Pappstumpf. Die eine Runde über die ganze Zeit in der Kamera. Danke dir. Ich glaube, das war mit Jeff, wenn es mich nicht täuscht. Da stand Jeff vor der Kamera die ganze Zeit. Ja, und Jeff war offensichtlich jetzt kein Imposter, das heißt, einfach der Imposter-Mate. Ja. Also vielen Dank für die Komplimente, Chat. Den Imposter gevotet haben. Weiß nicht genau, warum das gerade passiert. Bei 4. Also Blesk. Ich glaube, warte mal. Ich glaube, diese Sache mit Cleaner ist schon richtig. Hätte ich getrollt von Blesk oder so? Als Razor. Oder Baso? Razor. Du hast ihn erased und wusstest dadurch, dass er Crewmate ist und hast ihn jetzt halt auch weggemacht. Genau dieselbe Sache mit Blesk, meiner Meinung nach. Wie kann ich Evil Guesser und Eraser gleichzeitig sein, Baso? Achso, nee, dann hat Franz erased. Franz war doch derjenige. Was weiß ich, keine Ahnung, ich habe überhaupt nichts mitgekriegt von der Runde. Ich habe nur meine Task gemacht. Nochmal ganz kurz dazu, ich war wirklich Shifter. Ich meine, bei 3 muss ich es jetzt so oder so sagen, ich war wirklich Shifter, aber Timid war einfach Crewmate. Ich habe es in der ersten Runde geschafft, einen scheiß Crewmate zu shiften. Hab mich mega darüber geärgert und wollte das eigentlich nutzen, um den Evil Guesser zu baiten. Ja, aber warum hat denn Vlesk gesagt, es sind Franz und Parzival und genau danach ist er gestorben? Weil er dachte, meine Shifter-Aussage wäre ein Hinweis darauf. Aber Franz. Ach, keine Ahnung, ich habe einfach nur. Ich habe wirklich keine Ahnung. Franz muss ja der Eraser gewesen sein. Ich würde hier. Ach, Scheiße, das ist super schwierig. Shushu wird den Button nicht drücken dürfen. Ich wollte jetzt einfach Party, weil Vlesk gesagt hat, es sind Franz und Party. Und ich habe keine Ahnung, wer es sonst ist. Oh no! Well played, Baso. Baso, hast du mich jetzt so verarscht? Sehr schön gespielt, Baso. Bro, ich bin Medding! Mach mal Shushu! Shushu hat uns geplayt, wa? Was? Was? Shushu hat das richtig clean runtergespielt. Also als Crewmate hätte auch niemand anders voten dürfen als Party, glaube ich, an der Stelle. Weil der war so sass und Shushu überhaupt nicht. Warum denn? Ich hab doch... Ja, Party war irgendwie seit 2 Runden sass. Warum denn? Du hast keine Fakten. Du hast nur so, ich bin Shift und Timid-Crewmate-Rolle geklaut und Shushu war null sass. Sprich, jeder Crewmate muss dich voten. Dankeschön. Ich finde auch, dass Party war sich dann ein bisschen in den Abgrund geredet hat. Danke, Chat. Sehr gut gespielt, Shushu. Vielen Dank. Boah, danke, Franz. Ich war so confused. Ich wusste dann nicht mehr, wer nochmal Crewmate war. Und war eine Frage, Hast du den Kill auf Timmy im Labor gemacht? Ja. Ey, ich habe ihn gekillt und bin dann instant weggelaufen. Warte mal, das war Franz. Franz hat mich getötet. Achso, nee, ich hab Tim Horus getötet hinter Matteo. Und hier, Metal, siehst du meinen kleinen Freund hier? Der hat dich getötet. Das ist die Rache deines Staubsaugerroboters. Well played, Shushu. Danke, Party. Plate. Ich hab die vertraut, Shushu. Wir haben Schneemann gebaut. Shushu war doch diejenige, der den Button gedrückt hat am Ende, ey. Ja, aber Tim, du sitzt noch so ganz in der letzten Sekunde. Shushu, ich hab Shushu wenden sehen. Dem so, ja, dafür stirbst du halt jetzt. Das Ding war, der Einzige, der das nochmal wiederholt hat, dass ich das gesagt habe, ist Franz. Und Franz bringt das natürlich in keiner Welt nochmal hervor, dass ich das gesagt habe. Dadurch ist die Info komplett untergegangen, so. Ey, und ich dachte mir so, wie hast du mich gesehen? Aber dafür musst du halt leider sterben. Jo, ich hab dich im Admin irgendwie wenden sehen. Ich fand Franz Call am Ende so in der letzten Sekunde nochmal so, Jeff ist auf jeden Fall erased. Oh, schon reingedrückt, weißt du? Boah. Also, danke, Chat. Heute richtig E-Sport. Vielen Dank, ich weiß nicht. Ja, ich kann damit nicht umgehen. Es tut mir leid. Wir Valorant nachher. Ich hab aber nicht genau, was passiert. Du machst aber das Skript aus, oder? Shushu? Ja. Okay, cool. Danke, Chat. Die World Exe. Ich würde kurz aufs Klo gehen, aber wir können schon mal starten. Verständlich. Ich bin schon seit 3 Runden aufs Klo. Aber wir können starten. Good luck, fun. Ja, viel Spaß. Kannst du Schlingel, ey? Sole. Der Schlitzohr. Ja, aber ich hatte Time Master. Okay, dann machen wir. Wir legen eine Falle.
Wir werden wieder eine Falle stellen und die wird nicht funktionieren. Oha, jemand hat direkt Türen zugemacht. Also ist Timid oder Vlesk. Timid oder Vlesk sind Killer. So, das heißt, wir stellen uns jetzt hier hin. Und wenn einer kommt, drücke ich Time Shield. Ich habe Angst. Ich muss Reflexe wie eine Katze haben. Ich muss sofort reagieren, wenn einer kommt. Oder wenn jemand aus dem Vent kommt. Come on. Hä, es passiert ja gar nichts. Ah, Tür geht auf. Okay, Dropship ist eine Person. Specimen, drei Leute Admin. Tim Horus und Vlesk. So. Es sind drei Leute tot. Hä? Vlesk hat doch gerade eben da noch gelebt. Hallo. Zwei Leute sind tot. Zwei Leute? Oh mein Gott. Oh, wow. Bin ich dumm oder war auf der Anzeige gerade ein Bug und Vlesk war tot? Du bist dumm. Danke. Ich habe Timid und Franz tot gesehen auf der Lifeline. Ja. Mhm, Franz ist als erstes gestorben, da stand ich mit Timorus noch in der Lifeline. Der hat Franz nicht getötet. Bin ich in den Atmenpanel gelaufen, habe gesehen, es ist ein Punkt in Dropship. Da liegt Franz auch im Endeffekt. Und dann ist Matteo noch zu mir gekommen. Der hat das vom Zeitpunkt her nicht schaffen können. Das stimmt. Kein Lava-Kappel. Bin hochgelaufen. Jeff kam dann gerade aus der Mitte entgegen, spricht Jeff. Können es vom Timing her gewesen sein, aber es können auch ganz viele andere Leute vom Timing her gewesen Also sein. Schuh war ja auf Toilette. Also der Kill auf Franz ja, war, schon wieder länger da. Er ist ungefähr vor 15 Sekunden gefallen, würde ich schätzen. Hm. 16, 17 vielleicht. So lang bin ich schon wieder da. Mhm. Und es ist ein Dropship passiert. Und in der Zeit ist Timid auch gestorben. Timid ist, als ich in Office rein bin, ist der vom Wasserrad nach links gelaufen. Mhm. Also ist der, ich würde jetzt mal vermuten, O2 gestorben. Ich habe im Dunkeln nur Flash gesehen. Also nochmal ganz kurz. Ein Specimen. Genau. Ja, also Donau und du. Okay. Ja, wir waren ein Specimen zusammen. Vorher kurz in Lab. Also es war nicht Sie nicht zusammen in Specimen rein in der Zeit. Also sind sie für den Franz-Kill beide raus, würde ich behaupten. Also ihr glaubt nicht, dass es so war, dass Shu im Dropship stand, weil sie AFK war. Und Franz dachte, ich beschütze sie. Aber Shu war Imposter, kam vom Toilette zurück und dachte sich, geil, nehme ich mit. Und hat Franz gekillt. Ja, aber so blöd. Sein, ja, okay. Ja. Das kann sein, aber so blöd bin ich halt wirklich nicht, Matteo. Weil ich ja ganz genau weiß, also wo ich losgelaufen bin, war Franz sogar noch da gestanden. Dann bin ich weitergelaufen. Und ich weiß nicht, wo er hingegangen ist. Keine Ahnung, ob er dann immer noch rumgetanzt ist. Hier liegt ein Dropship in der Mitte. Ja. Matteo, habe ich das gerade richtig verstanden? Deine Aussage ist nach der Runde gerade von Shushu, dass sie da so einen Kill macht. Okay. Mhm. Also Matteo ist es nicht für den Kill auf Franz. Das kann ich nicht sagen. Okay. Ja. Stimmt auch. Ich bin gerade sogar extra hergerannt mit meinem Handtuch in der Hand, wo ich noch Hände gewaschen habe. Und habe mich extra beeilt, dass ich nicht sterbe. Du hast also Hände gewaschen. Ja, ich habe sogar Hände gewaschen. Ich war gerade am Lightfix. Wenn wir Glück haben, ist er noch durchgegangen. Das war so last second. Aber ich weiß nicht, ob das noch durchgegangen ist. Okay. Wer war ein Specimen gleich nochmal? Dona und? Parzi. Dona, Parzi raus, Matteo raus, Tim Horus raus. Tim Horus war auf mich zu. Beide Kills übrigens. Mhm. Hat aber schon gewendet eigentlich? Ich denke schon, ja. So, wir laufen jetzt mit Shushu rum und machen dann Time Shield. Shit. Ich bleib einfach hier stehen und tu so, als wenn ich mit dem Schuh in der Tür eingeklemmt bin. Bis 15 Sekunden rum sind. Geht doch nicht. Hier ist zugenagelt. Und warum kann ich das Rad jetzt schon machen? Muss man nicht die anderen beiden Räder zuerst machen? Oh, Licht geht aus. So, wir verstecken. Wir gehen jetzt hier hin. Ein Imposter wird mich ja hier sehen. Der wird zu mir kommen, versuchen mich zu töten. Ich werde Timeshield drücken. Es wird insane. Achtung. Boah, ich brauche extrem krasse Reflexe wieder. Licht geht aus. Shit. Eieiei. Sterben die ganzen Leute. Zwei? Jetzt ist Flask tot.
Ja, gut. Ah, das ist ein Tilter. Das geht jetzt aber echt schnell. Ja. So viele Tote. Also Party, ich habe keine Informationen. Wo hast du gefunden? Tim war Sheriff, hat gerade auf mich geschossen. Warum sollte er auf dich schießen? Warum? Wollte ich gerade sagen, du hattest doch ein handfestes Alibi das Runde. Oder wir haben einen Warlock, das ist auch möglich. Aber er ist gerade zu mir reingerannt in die Sauerstoffflasche und ist umgekippt. Oha. Lol. Aber das muss echt weird sein, weil ich war gerade an Lifeline, da waren beide noch am Leben. Das ist auf jeden Fall Lava. Oh Gott, nein, das war kein Lava. Tim ist an mir, also kann sein, aber dann war es ein Warlock-Lava-Kill. Oder ein Sheriff-Lava-Kill. Also, aber mit Tim wem bist du dann gekreuzt? In irgendeiner Form hat Tim gerade mit mir interagiert. Ob als Warlock oder als Sheriff. Also, ich, ja. An wen bist du gekreuzt, Patzi? Das ist eine gute Frage. Ich habe nicht so wirklich aufgepasst. Kann es nicht einfach sein, dass Bless, also Bless und Tim waren wahrscheinlich Lava, aber kann es nicht sein, dass Bless getötet wurde und dann einfach... Das für dich so aussah. Wenn man auch umgekippt ist, vielleicht. Ja, aber nicht, aber das wäre super, super unglückliches Timing. Ich krieg gerade irgendwie Jeff-Vibes, ich weiß auch nicht warum. Jeff? Also ich habe gerade noch. Keine Ahnung. Vor 5 Sekunden oder so habe ich, glaube ich, Dona gesehen, die ist da ganz komisch hin und her gewickelt. Ich weiß nicht, was du mir damit wieder... immer komisch rum. Okay. Ja, das habe ich mir schon gedacht, weil ich auf jeden Fall Donas. Ja, ich hab nur gerade gesagt, Dona läuft wieder ganz komisch umher. Entweder tötet sie mich oder sie geht einfach und sie ist einfach gegangen. Also. Shit. Ich habe übrigens das Licht gefixt am Ende. Ja, ich reportet wurde. Ach, stimmt. Ja, also ich Leiche, weiß nicht, wie lange die ist, aber ich war am. Ist jemand, wo Bless liegt? Hat den gesehen? Nee, ich habe ihn auch nicht gesehen, die Runde. Ich war im Storage und da ist er auf jeden Fall nicht. Also, wir können es so machen. Das Problem ist, meine Einhorn-Theorie ist gerade gestorben. Das waren Vlesk und Tim Horus zusammen. Nee. Weil Vlesk wieder so viele Alibis lassen. Wo bist du eigentlich nach einmal gesagt, Lab hingegangen, Basel? Ich war auch bis zum Ende noch im Lab gerade. Ich war, Licht war aus und ich war immer noch im Lab. Also, die Kabeltask im Dekon gemacht, aber. Also, ich bin Sheriff. Also, es sind wahrscheinlich Base und Shushu. Wir müssen nur gucken, wo wir anfangen. Ich bin's nicht. Okay. Ich hab nicht gewotet! Ich hab nicht gewotet! Ich finde, ja, du wolltest irgendwie nie. Matteo, ich hab auch nicht gewotet. Wir haben Meyer. Aber wir haben Meyer? Dann, aber ja, dann ist Base. Ich hab Base gewotet, der Meyer. Ja, aber dann wurde er keine Pause. Wenn du ein Poster bist, Matteo. So. Wir müssen trotzdem drücken. So, Jeff läuft mit mir mit. Wann ist der Cooldown von seinem... So, ich gucke jetzt mal, ob Jeff diese Tür hier aufmacht. Hatzi macht gar nichts. Oh, oh. Okay, ich drücke Time Shield, sobald einer zu mir läuft. Oh mein Franz, Gott, das tut mir Kopf. So Nee. Okay. Ja, sorry, Bas, aber... Es war sogar Jeff, ich sag, ich hab Jeff verletzt. Warum hast du doch gleich auf mich geschossen? Jetzt warte mal, war der erste Kill genauso, wie ich es gesagt hab? Ja. Ey, das gibt's doch nicht, Mann! Das ja, Mann, Vollfeld, richtig gut, ja. Mann, warum sollte ich denn noch im Dropship sein, wenn Shushu schon seit 13 Sekunden weg ist? Das ergibt ja keinen Sinn. Es tut mir leid, Linda, ich habe einfach keine Ahnung gehabt und ich habe einfach von Matteo vertraut. Jeff hat Chris getötet und dann bin ich neben dir halt umgefallen. Was für ein unlucky time. Ja. Weil vor allen Dingen, ich habe komplett geistabwesend. Ich habe in dem Moment gerade, weil ich was ausprobieren wollte, auf Fullcam umgestellt. Das heißt, man hat bei mir auch einfach komplett nichts gesehen. Oh no. Wie ich dann mega verdutzt geguckt habe, weil du da einfach umgekippt bist. Fazit. Das war übel geil, die Situation. Starke Taskleistung, Matteo. Sehr gut gespielt. Ja, ich muss ja den Fall lösen. So wie 0 von 10. Okay, ich mache 10 von 10, bevor du stirbst. Oh. Und was, wenn nicht? Oh. So, let's go. So, wir haben eine Aufgabe. Boom. So, hier. So, dann Storage. So, gehen jetzt hier rein. Boom. Wen shiften wir? Wollen wir Vlest direkt shiften? Wer ist hier bei mir überhaupt? So, let's go. Ich muss erst die auffüllen, scheiße. Nee, Base, wir müssen erst die auffüllen. Ja, Baso faked dann mit mir, sehr gut. Das heißt, Baso ist ja Crewmate, das heißt, ich shifte sie gleich. Sollte sie noch leben. Come on. Warum kann ich sie nicht shiften? Chat?
Gibt es einen Grund, warum ich nicht shiften kann? Hä? Hab ich schon geschiftet aus Versehen? Nee, ich muss Aufgaben machen, ich habe keine Zeit. So, wir gehen O2, machen da unsere Aufgaben. Shit. Die Tür ist verbuggt. Trash. Camouflage ist bei mir. Camouflage ist bei mir. Ich mach trotzdem weiter Task. So, come on, come on. Der erste ist tot. Da liegt eine Leiche. Ich glaube, ich habe beide Imposter. Lol. Nice. Zwei Leichen? Naja, ich habe Tim einsetzt. Double Kill, okay. Aber mit dem Lover-Couple quasi. Lass erstmal Shushu reden. Ja, Timid liegt quasi also unter Lifeline. Ich habe eigentlich Tim Horus gesucht, weil ich ihm hinterher rennen wollte. Ich glaube, er hatte Angst vor mir. Keine Ahnung, wo du hingelaufen bist. Aber als ich dann Richtung Lifeline lief mit Vlesk, der war vorhin am Admin-Panel, war da der Report-Button von Timid. Okay, soll ich revealen? Ja. Also, ja. Es ist natürlich jetzt wild, aber Shushu ist mir hinterhergerannt, hat das Licht ausgemacht, hat vor meiner Nase eine Tür zugemacht. Ich bin trotzdem noch entkommen. Dann bin ich hoch ins Lab. Dann habe ich gesehen, wie Parzi vom Vent weggelaufen ist. Also, weil ich es letztes Mal schon gesagt habe und es richtig war, droppe ich es jetzt einfach nochmal. Nein, nein, also ich bin diese Runde wirklich kein Impostor. Ich habe eine Crewmate-Rolle und ich wollte dir einfach nur hinterherlaufen, weil ich gesehen habe, dass du Angst hast vor mir. Und ich bin wirklich kein Impostor. Das klingt logisch. Ja, und Tim, ich habe einfach nur, weil Camouflage an war, geguckt, ob jemand vielleicht so im Moment aus dem Vent springt oder wollte gucken, ob da jemand ist, der gerade Camouflage nutzt, okay, um den Vent jetzt zu nutzen. Wer sind denn die anderen zwei, ach, bin ich von dir weggelaufen, die mit mir in O2 sind? Unten. Gut, gut, dass wir drüber geredet haben. Ich bin haben nach oben, Electrical Material. Genau, also du warst... drei Leute waren O2. Genau, drei Leute waren wer waren Leute, die drei Leute? Das war nicht Tim, nicht Shushu. Naja, war ich auch, vielleicht war ich zwei Leichen? War ich auch nicht, weil Tim kann mich da ausschließen, weil ich oben im Lab bin. Parzi und ich sind im Lab. So, Parzi und ich sind im Lab. Blesk war nicht. Dona und... Hä? Also fehlen noch, oder? Ja, ich bin Electrical oben, das weiß man ja auch. Ja, aber wo ist Dona? Also, sorry, ich war muted. Ich dachte, ich habe geredet. Ach so. Ja, ich war kurz vor O2. Kurz vor O2. Kurz vor O2, aber jemand war mit mir in O2 drin, als gerade Camouflage war. Ist da rumgelaufen. Bin kurz rein und raus. Ganz schnell. Kurz rein, raus, alles klar. Von unten. Weil ich bin kurz rein, raus, okay. Ich bin gewesen mit Tim Horus. Und ich habe dich da nicht gesehen. Ja, vielleicht war es da gerade drin, als ich vorbeigelaufen bin. Das weiß also ich Shushu ja nicht. Hat bestimmt von Lifeline einfach getötet. Ich glaube, es war auch Licht aus, kann das sein? Ich glaube, es war Licht aus und kann ich wieder angemacht. Ich habe gerade wieder. Ja, aber das, wer weiß, wann wir uns verpasst haben. Also ich bin auf jeden Fall 100% von unten gekommen. Tim Horus, ich bin es wirklich nicht. Okay. Hör auf mich zu voten, bitte. Nee, das war ich nicht. Ich habe geskippt. Egal, wir müssen Tasks machen. Aber ist schon fast vorbei. Es sind drei Kills jetzt schon gefallen. Wenn jetzt nochmal. Ein Kill fällt sind schon vier, wenn Double Kill fällt schon runter, dann ist schon vorbei. So, ich muss aber jetzt wieder hier runter. Oh Mann, ey, wie soll ich in der Runde denn alle Tasks schaffen? Schaffe ich sowieso nicht, weil Les ist ja schon tot, oder? Wer war jetzt alles tot? Ich hab's schon wieder vergessen, Mann. Scheiße. Scheiße. So, komm, komm. Hä? Ich hatte schon eine gemacht. So, Parze geht da rein. Ich habe keine Task hier. Wow, gut, dass ich eingelaufen bin. So, dann schnell hier auffüllen. Fix. Jetzt ist er tot erst, oder? Scheiße. Blesk und Tim Horus, zwei Stück. Ja. Ihr verarscht mich. War das gut, jetzt also ich würde euch ja jetzt tendenziell eine Story erzählen, dass da jemand zu mir hingelaufen ist und umgekippt ist. Aber wahrscheinlich war es wieder nur der zweite Hälfte vom Lover-Paar. Wie viele Lover sollen denn drin sein? Gewarlockt. Wait. Du warst gewarlockt. Und ich glaube, ich weiß auch von wem. Von wem? Sag jetzt nicht meinen Namen. Der fragt. Also, wer war's, Mittel? Matteo. Nein. Weil, Matteo, was hast du in Comms gemacht, als du nur reingedippt bist, ohne eine Task zu machen? Kurz in mich reingehalten als Warlock, oder? Würde ich gerne privat, aber im Spiel nein. Oh, oh, oh. Ich habe. Was würdest du privat? Was?
Sorry, ich hab's nicht verstanden. Ich hab's auch nicht verstanden. Was habt ihr gerade gesagt? Achso. Ja, was? Verbindung war gerade weg. Ich hab's nicht gehört. Also, ich dachte, ich hätte an den Taskman rangelaufen, hab dann gemerkt, ich hab keinen Taskman wieder rausgelaufen. Das war's. Ja, same. Ich hab tatsächlich auch keinen Taskman einfach rein und wieder rausgelaufen. Okay, also, frage ich. Ich kann das Ganze. Ich kann das Ganze beschleunigen. Es sind Dona und Shu. Wir müssen jetzt nur aufpassen, wo wir anfangen. Entschuldigungen. Entschuldigung. Das ist die letzte Runde. Wir müssen nur gucken, wo wir. Aber warte mal, war es letzte Runde nicht Base? Ich habe wegen dir als Major, ja. Als Major Base rausgebotet. Ja. Wir haben verloren. Ja, ja, wir vertrauen nicht mehr Matteo. Genau, genau. Ja. Aber also ich glaube, es ist Matteo und Parsi. Das ist ja richtig random. Warlock, das ist ja so random. Ja, das ist so random. Wir waren gerade alle, dass da drei Leute im Motu waren, weil du da auch einen Kill gemacht hast einfach? Nein, weil er gewarlockt. Nein, 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 da waren wirklich drei Leute oder vier Leute im Motu. Also ja, aber da, vielleicht hat er auch einen Kill. Also da, deine Geschichte hat ganz viele Lücken, weil es kann auch gar keinen Warlock geben, wenn einmal gemorpht wurde. Also weil ganz kurz. Nee, wir haben Camouflage. Ich kann ja keinen Warlock geben. Genau. Es wurde ja Camouflage. Nee. Also Baso, du kannst mir vertrauen aus dem Grund, weil du hast deine Rolle verloren, Baso, oder? Nein. Oh Matteo, hast du gerade... Nein, habe ich nicht, Matteo. Ich vote so, Matteo. Ah, Mann, ich bin's nicht. Ja, war da mit Jester drin oder fast? Hä? Guck mal, wir haben übrigens 6 Votes. Oh. Wenn wir Jester drin haben, dann wäre das funny. Ja, mein Mayor, ein Bürgermeister. True. Oder eine Bürgermeisterin. Nee. Ich sag's aber die Wahrheit und die glauben mir nicht. Mann. Ich hatte die Rolle geklaut von Baso. Ich wollte beweisen, dass sie mir glauben kann. Dass sie ihre Rolle nur verloren haben kann, weil ich Shifter war. Was wäre das Signal gewesen, dass sie gekillt worden wäre? Danke, Chat. Wenigstens ihr baut mich auf. Oh, krass. Ey, ich dachte, ich gehe drauf beim Lightfixen. Ah, wahrscheinlich ein Imposter ist tot, ne? Wahrscheinlich bin ich tot, oder? Warum? Weil du mal bekommst, dass es ein Warlock war, 100% und es einfach keinen geben kann. Ach so, nee, das war. Okay, ja, nevermind. Alles gut. Nein, ich weiß, warum er das gesagt hat, aber ich glaube, das hat nicht jeder gehört. Nee, das hat gar keiner gehört, zum Glück. Ja, ich habe es gehört, aber ich bin kein Evil Guesser. Ja. Okay, das Problem, was wir haben, ich bin mir nicht sicher, dass es wirklich Matteo war, deswegen habe ich jetzt hier gedrückt. Dieser Kill of Vlesk ist ja so kurz vor Koms oder so gefallen. Ich bin ja reingelaufen, da seid ihr alle rausgelaufen. Da waren Vlesk, Parzi, da waren noch jemand. Wir waren alle, ich war auch mit dabei. Okay, dadurch, dass es keinen Warlock gibt, muss ja jemand den Kill von euch da gemacht haben. Ich bin auch Tour reingelaufen, weil ich am Baum noch meine Task hatte und ich habe jetzt nur noch 2 Tasks im Specimen. Ich, also bei mir steht 8 und 10. Nur noch 3 übrig. Der Kill war dann, beziehungsweise der Kill war, ich stand in der Pylon-Task, habe die gerade gemacht. Vlesk kommt zu mir angelaufen, als ich die gerade anklicke, als ich wieder rausgehe, liegt Vlesk neben mir. Mhm. Entweder war er Sheriff oder Lover, würde ich behaupten. Also mit 30 kommt da niemand hoch. Ja, aber Matteo war ja auch mit dir da gestanden, oder nein, nicht? Nein, 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 Matteo war zusammen mit Tim Horus und Vlesk vorher in Comms, beziehungsweise ist da nur kurz reingedippt. Das Ding ist, wir können nicht aufteilen. Nee, können wir nicht. Wir haben vor allem wir haben einen Mayor drin. Mhm. That's the thing. Ich bin. Aber haben wir den Evil gestern noch drin? Naja, wenn Matteo ist so, ob wir es gesagt haben, weiß ich nicht. Wir haben nie im Leben noch einen Evil gestern, sonst wäre ich sowas von tot. Also, hä? Du hast doch keine Speisen gegeben, oder habe ich das doch nicht hat er. Das Problem ist nämlich. Ich spiele jetzt einfach so, als hätten wir keinen mehr drin. Das, was Matteo gesagt hat gestimmt, aber ich wollte in dem Moment nicht sagen, ja, ich habe meine Rolle verloren, weil ich halt nicht weiß, ob ein Evil gestern noch drin ist. Wenn jetzt einer drin ist, bin ich jetzt auch gleich tot. Ja, deswegen glaube ich, dass Matteo der Shifter war und er mir meine Rolle weggenommen hat. Okay, dann sage ich euch jetzt, wie es ist. Oder Baso kann nicht sterben, weil ich habe Baso ein Schild gegeben. So, wenn ich jetzt sterbe, dann, also keine Ahnung, ich spiele jetzt für die Crewmates. Ich glaube, ich weiß, was Parsi ist für eine Rolle. Baso kann von mir aus nicht sterben. Sie hat von mir ein Schild bekommen. Ich glaube immer noch, dass Matteo der Evil Guesser war und einfach nur reingetrollt hat, deswegen... Nein! Ahnung. Aber woher weiß er dann, dass ich meine Rolle verloren warte habe? Warte mal, vielleicht lügt Schuh aber auch. Ja, Leute, ich aber für 8 Sekunden. Warum nicht? Nein! Er war gar nicht, im Loverpaar war vielleicht der Imposter dabei und er war Shifter. Aber woher weiß er... Ja, darum geht's doch. Weil sonst wüsste er doch nicht, dass ich meine Rolle verloren habe. Genau darum geht's mir. Deswegen habe ich ja auch nochmal gedrückt. Wenn jetzt keine Ahnung. Wieder uns komplett outplayed hat. Nein, GG. Oh, okay, nee, ich war gut gespielt. Ja, Time Master. Dona, du warst ja Evil Guesser. Ja. Ja. Oh, hey, Dona, du hättest alle rausnehmen können. Warum votet
ihr mich? Ich dachte, wir haben Pokémon raus. Hättet ihr jetzt Basel easy rausnehmen können? Das hat er ja gesagt. Ja, ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe gesagt, vielleicht ist eine Bürgermeisterin drinnen und er sagt, nee. Ja, aber ich muss nicht sagen, dass er mehr ist. Aber sogar dann wüsste ich nicht, ob das ein Bait ist. So, ich vertraue den Calls nicht so. Aber das ist halt ein bisschen schade, weil Jeff wurde nach der zweiten Runde oder so, war er tot. Ich habe das... Was ist ja, ja, du hast seinen Lover getötet, Dona. Also er war nicht tot, du hast ihn aktiv getötet. Aber als Tim Horus, als ich den Horus getötet hat, ist auf Lesk gestorben, das verstehe ich nicht. Wie sind die denn dann gestorben? Lesk war Sheriff, der hat auf mich geschossen. Ja, weil wenn ein Imposter durch so einen Lover-Kill oder so einen Warlock-Kill stirbt, dann geht die Gleichung halt oft nicht mehr aus und man rechnet halt irgendwie nie damit. Du sitzt so da, naja, zwei Imposter haben wir noch drin, die müssen den und den Kill gemacht haben, dann können es nur Parzi und Dona sein, habe ich gesagt. Ich hätte darauf vertrauen sollen, dass er echt Meier ist. Aber ich glaube, ich hätte es eh nicht gewonnen. Warte mal, waren wir nicht Lover? Wir waren noch Lover. Vielleicht im Herzen, aber. Ja, aber nee, Jeff und Timmit waren, ne? Hey, lol, Matteo, wir waren letzte Runde. Jeff und Franz. Sehr süß von dir in der Runde. Was denn? Nix. Ich war ja wirklich Shifter, ich hab die Wahrheit gesagt, aber ja. Jeff wurde von Timmit getötet und dann hat mich Dona weggemacht. Ja, hab ich dir auch gedacht, Matteo. Ich war mir so sicher, dass Party überfliegt wegen der Warlock-Aussage. Spaß. Viel Spaß, Leute. So. Okay. Danke dir. So, wir sind Haker. So, die laufen hier alle hoch. Ja. So, wer ist oben stehen geblieben? Jemand nackt, das war Schuh, glaube ich, ne? Wir gehen jetzt mit der Hack-Ability an Admin, aber vorher kurz checken, ob jemand tot ist. Nein, ist gerade niemand tot. Dann lass uns Timid, läuft vorbei. Verteilung checken. Drei Leute, Electrical, zwei helle, ein dunkler Punkt. Hey, was ist denn das hier? Hier wird doch nicht Hä? Warte mal. Okay, ich dachte gerade, die wenden da. So, wir machen aber wieder natürlich unsere Aufgaben. So wie jede Runde. Ich gehe ins Specimen zuerst. Okay, Dona. Alright. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oh mein Gott, ich kann zählen. Okay. So, dann können wir oben rausgehen, machen Labor die Task. Dann haben wir schon alle auf der Seite fertig. Ja, ich muss ja nur noch auf der anderen Seite die Task machen. Das wird ein richtiger Speedrun, wenn ich jetzt nicht getötet werde. Timmit, nee. Schuh ist in der Teleskop-Task. Komm, sabotiert Tim Horus, läuft hier oben lang. Stirbt jemand bei Koms? So, let's go. Wer ist denn das hier? Wer ist rot? Baso, oder? Nee. Baso war Bordeaux-rot oder so, so Weinrot. Doch, das ist Baso. Schon ein bisschen für Valorant üben. Alright. So, dann unten. Oh, shit. Im Dunkeln die Task machen ist richtig ekelhaft. Okay. So. Okay. Upload. Ja. Ja, hallo. Oh, oh. Franz! Mann. Lord. Hä? Hello, oh Franz, was ist passiert? Also, Timmit ist schon super lange tot. Den habe ich, glaube ich, vor 20 Sekunden oder 25 Sekunden schon an Lifeline tot gesehen. Auf der linken Seite liegt er auf jeden Fall nicht. Dann muss er kurz danach gestorben sein, wo ich von der Lifeline bin. Wo hast du Leiche gefunden, Franz? Ich habe Matteo in Koms gefunden. Ich bin aus der Task raus, da war Matteo tot und ich sehe gerade noch jemanden weglaufen und mir kommt Tim Horus entgegen. Tim Horus, ist hier jemand gekreuzt? Nee. Mir ist keiner gekreuzt. Ich bin rein, von meiner Seite sah es so aus. Ich bin rein, du bist rausgelaufen und hast dann reported, als du rausgelaufen bist. Ich habe Lifeline-Info, Leute. Okay, erzähl. Ja, okay. Dankeschön, Chat, Kill danke. Ist 2 Sekunden alt.
Also könnte auch Self-Report sein. Nö, aber das würde doch genauso mit der Story passen, dass jemand... Ja, wenn er sehr schnell wegläuft, finde ich es komisch, dass du niemanden siehst. Also es war wirklich knapp. Ja, also entweder... Ich bin aus meiner Task rausgekommen. Also ich bin gerade aus O2 rüber, Parzi. Ja gut, ich weiß, aber dann ist doch entweder ein unlucky Timing. Das denke ich eher. Tim Horus und derjenige, der rausgelaufen sind, sind im Poster, oder Franz hat einfach self-reported. Ja, genau, also... Entweder das, aber ich glaube nicht, dass Tim Horus hier Imposter ist. Ich glaube, Tim Horus ist der Zweite und deckt gerade seinen Imposter-Mate. Ja, das meine ich ja. Ach so, okay. Muss es ja Tim Horus und sein. Oder du. Oder... Ich glaube, das war richtig schlechtes Timing einfach für Franz. Ja. Dann hat Tim Horus gewonnen. Weil ich bin reingegangen und auf einmal und Franz lief halt gerade raus. Allein schon, weil das von Dora kommt, weil es so random ist, gehe ich damit drauf. Okay. Also ich bin ja auch immer der Meinung, es ist Tim Horus. Also Tim Horus kam mir halt entgegen. So wie der Party ist nicht aus Koms rausgelaufen. Nein, Tim Horus ist maximal der Zweite. Leute, ich habe mit Tim Horus gewotet, wenn ihr ihn am Leben halten wollt, es gibt. Ansonsten seid ihr schuld an seinem Tod, nicht an dem Tod. Dankeschön, danke. Oder du bist natürlich nicht schuld an dem Tod, ne? Weil ihr habt noch die Macht, das zu ändern. Ich kann es nicht mehr so lange. Danke, Chat. Kurz noch. Wahrscheinlich bin ich ja eh... Ich bin Shifter, also Franz ist wirklich hier Imposter und kann in nächstes Meeting fliegen. Ich würde gerne wissen, was passiert ist, dass das auf einmal so ist. War denn noch mit den O2 kommst, dass wir den Zweiten finden? Warum ist Tim statt Franz gekickt worden? Ich mache weiter Task. So. Jetzt check ich auch nicht, dass Tim... Also ich glaube, weil Parzi ist mit drauf. Ich würde sagen, Parzi ist der Zweite. So. 7 von 10. Machen wir jetzt hier die Cables. Dann müssen wir da noch die Kabel machen. Das mache ich jetzt direkt. So, dann die Kabel hier noch. Trollen nicht? Okay, dann ist cool. Dann ist cool, Chat. Ich habe noch nie so einen netten, aufbauenden, hilfsbereiten Chat gesehen. Ja, crazy. Noch nie. Ich hab nicht schnell genug gefordert. Alter, wie oft seid ihr heute im Post? Ich kann mir zu Valorant weichen. Ich hatte das auch mal, das ist so anstrengend irgendwann. Du hast einfach keinen Bock mehr zu lügen. Oh, die letzten Male nie im Post, heute only. Aber schön gespielt, Franz. Ja, ich weiß. Hast du einen Lavan abgeholt? Sorry, Tim Horus. Ja, ich habe jetzt Brunner abgestochen, weil sie zu Lifeline gehen wollte und ich habe noch die Leiche in. Ey, das war so random! Ja. Das war so random! Ja, war's auch, Tim. Ich wollte gerade auf den Button drücken und sagen, es war jetzt wirklich so random und ich kann euch auch erklären, warum. Weil ich drauf gewotet habe und Dona auch und einfach die Imposter mit drauf gewotet haben. Warte mal, sehe ich das richtig? Blesk, nur 2 von 10 Task, Alter. Oh. Hi, was geht denn ab? Ja, das genau, derjenige, der seine Task 9 von 10 Runden, 10 von 10. Jo, und Dona und Matteo, die beiden hier geht nach Hause. Hallo? Nein, okay. Ich hab mich geändert. Matteo hat mich geändert. Ich hatte 7 von 10 gerade. Nachdem du dich geändert hast, blamest du Leute für ihre Tasks. Ich hatte 7 von 10. Das ist gar nicht, aber wirklich. Sit down. Viel Spaß. Dona hat sich verändert, alles sage ich. Viel Spaß. Oh, verliebt, das ist schwierig. Ja, das Geile ist, wir sind der Medic, wir shielden unseren Verliebten. Komm mal mit. Kommen Sie mit, Herr Tim Horus. Wo ist er denn? Tim! Hier. So, wir shielden unseren Verliebten. Damit sind wir aus dem Schneider. Das heißt, wir sind ein absolut OPs. Außer wenn er Dings ist. Außer wenn er. Ich habe hier keine Task. Außer wenn er Imposter ist. Dann ist aber auch gut. Kann der Sheriff ihn nicht abknallen? Warum sehe ich keine Task? So, ich muss nur aufpassen, dass ich nicht sterbe. Was war denn das für eine Route, Schuh? Schuh ist Killer. Hä, ist Schuh schon wieder im Post? Das kann doch nicht sein. Warum ist Dona da immer noch drin gefangen? Ist denn Dona und Schuh oder was? Warum kommt denn Dona nicht raus? Hä? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Na gut, wir machen weiter Task. Oh, ich habe Specimen alle. Geil, da gehe ich rein, mach Specimen.
So, nice, nice, nice. Come on, come on. So, Jeff kam jetzt aus Specimen raus. Oh, wer kommt denn da unten raus? Wer kommt da unten raus? Ey. So ein dummer Scheiß. Ja, Tim. I tried my best. Macht man Tränen? So. Na gut, dann machen wir mal unsere Task. Okay, C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haben wir geschafft. Jetzt schnell die Sortiertask, weil die schaffen wir vielleicht noch von der Zeit. Yes. Simon Says schaffen wir niemals. Okay. Lucky. Oh mein Gott, okay. Drei Leute. Die müssen. So random, dass sie alle tot sind. Oh mein Gott. Als ich auf Lifeline geguckt habe, war nur Matteo tot. Die müssen. Wann war das? Vor 15 Sekunden. So ein Lügner. Mhm. Ungefähr. War das schon war da, wo Leid oder ist er gestorben? Da war Matteo. Nee. Nee, auf eine Oder-Frage, was? Nee. Was war nee? Was denn? War er da schon tot oder ist er gestorben? Und du sagst nee. Das war eine Oder-Frage. Kannst du nicht nee sagen. Rollen anschalten. Wollt ihr jetzt Rollen sehen? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Hä? Du musst doch wissen, ob du ihn hast sterben sehen oder ob er schon. Hast du ihn sterben sehen auf der Lifeline? Ach so, oder nein, 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 er war schon tot. Okay. Oh, ich dachte, ich hatte die Frage falsch verstanden, Mann. Ich dachte, ob Licht aus war oder nicht. Mann! Es ist wirklich schon wieder Schuh. Ja, ich habe ihn wirklich gefragt. Ja, das war. Deswegen wahrscheinlich das Nein. Hört mich nicht, Mann. Ey, aber das kann doch nicht sein. Ja, wer wurde gefunden? Mattentable. Was denn? Achso, Matteo. Okay. Zwei Leute sind gerade O2 und zwei Lab. Weiß nicht, ob davon. Ich bin O2, aber wir waren, glaube ich, zu viert, oder? Ja, wir sind das. Timid? Ja, dann wahrscheinlich. Wer ist eigentlich mit Push-Ass bei jedem Tod von Fliegestütze? Hey. Nee, ich. Zwei Leute durfte mich schon. Parzi und? Ich war gerade eben oben im Lab und kam jetzt gerade durch. Beste Rolle haben wir rausgenommen. Lass mag den nicht so gerne. Und du? Wo warst du? Komm's. Was ich aber nicht gecheckt habe. Boah, Tim Horus war wirklich Sheriff, ne? Der Raum war zu, also es kann sein, dass ich hab den Sheriff-Lover geschildet. Oh Mann, generell dann töten die mich. Das könnte auch jemand auf dem Scanner liegen. Das will ich nicht ausschließen. Dankeschön. Ja, aber wenn wir müssen die zwei anderen dann noch liegen, ne? Und vier Leute O2 sind und Dona. Wie oft war denn Schuh heute bitte im Post? Das ist zwischen dir, mir und Dona. Also locker sechsmal, oder? Warum sagst du, zwei Leute waren O2 und wir waren aber zu viert im O2? Also ist ja eine Frage. Heute immer auf Lesk, weil er der Chef ist. Ganz am Ende wahrscheinlich draufgeguckt, da waren nur zwei. Kann sein, dass ihr im Wasserraum wart oder so, aber da waren zwei. Also ich weiß, dass Jeff unten bei den Wasserrädern waren, aber ich war im O2 und Shushu und Timid waren beim Baumraum. Ich bin aber draufgeguckt, ich kann dir nur das sagen, was ich gesehen habe. Das waren zwei Punkte. Ich weiß, dass du gerne mal falsche Admin-Info gibst, wenn du Imposter bist. Würde nichts bringen an der Stelle. Doch schon. Weil dann wird. Da haben wir dich, Les. Okay. Oh, das war knapp. Das war Imposter, weil sie dachten, das ist ein easy Kick. Aha. Wiederhole mich. Waren nur zwei Punkte. Ich war auf Admin-Panel drauf geguckt, das waren nur zwei. So, wir machen es besser, wenn jetzt schnell weiter. Habe ich schon angefangen? Nein, ich habe nicht angefangen. Simon Says, schnell. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Mhm. Ist es ein. Was war das? So, Download. Sagt der Chat in-game. Kann ich gerade nicht klicken in der Task, glaube ich. Benutzt du ein Deodorant oder ein Antitranspirant? Ich glaube, ein Deodorant. Ich hatte vorher ein Antitranspirant. So, wir machen die Task. Matteo, Wip oder Rip, du schaffst es nicht mehr, Tasks zu machen als Vlesk. Hallo, hallo, hallo. Easy! Hallo. No. Hallo. Benja. So, mein Gott. Wieso kannst du nicht mit unseren ehrlichen Komplimenten umgehen? Weil es schwer ist, Chat, wenn man so viele Komplimente bekommt. Liegt über Storage. Okay. Eistee Pfirsich oder Zitrone? Kommt auf den Eistee an. Hat jemand Anbindinfo? Wenn es so ein billiger ist, dann. Nö, okay.
Also ich kann nur sagen, ich war... Aber wenn es ein geiler Zitroneneis ist... Ich weiß nicht, wie safe Shushu und Timid sind für die Kids davor, aber ich würde jetzt einfach Baso vertrauen und sagen, dass Flash öfters echt falsche Informationen am Admin-Table preisgibt und ihnen davon... Also ich kann dir nur sagen, also Timid hat gesagt, dass 15 Sekunden die Leiche, also ungefähr vor 15 Sekunden. So, dann sind wir von rechts... Es gibt so einen Zitroneneistee, grüner Eis, grüner Tee, Zitrone. Gefixt, sind da runtergegangen, so eine grüne Plastikflasche. Und waren von da aus auch, also seitdem wir mit Lights waren... Normaler Eis oder Sparkling? Sparkling finde ich nicht gut. Ja, by the way, als wir... Als ich Matteo gesucht habe, sein Ego jetzt der als einziger auf der Lifeline war, bin ich ja mit euch zu viert in der Tour gewesen und dann sind nochmal zwei Kills gefallen. Also entweder waren das Lover oder die sind halt einzeln gefallen. Und ja, aber keiner halt von uns in der Tour konnte den Kill machen. Ja, ja, genau. Deswegen. Obst. Außer es war, ändert sich immer mal wieder. Einfach sagen, weil und welche drei Leute haben mich dann gewotet? Auf Wassermelone. Ich hab geskippt. Sam. War ich mir nicht sicher. Baso hat komisch. Baso hat mich gewotet und zwei Leute, die nicht Fana existieren. Fana Grüner Tee. Ja, der ist auch geil. Es gibt aber noch einen, der geil ist. Parzival hat mich wahrscheinlich nicht gewotet, weil Parzival genau wusste, dass ich ein Specimen war und nach einem Abentable gelaufen bin. Und es für mich keinen Grund gibt, zwei statt vier zu sagen. Ja, das Ding da ist, also das nur zwei Leute drauf. Also für mich ist es relativ wahrscheinlich, dass Kombucha einer ist. Ja, das ist geil. Ich brauche nicht mich zu schießen. Ich habe gar nichts zu tun. Man zählt Kombucha als Eistee. Eine Box liegt im Dropship, eine Box liegt links in den Communications und die dritte habe ich nicht mehr gefunden. Lieblingsfarbe habe ich nicht. Jetzt bei, übrigens, wir können jetzt mal gucken, wer jetzt hier bei dem, für den Kill verantwortlich ist. Als Style-Polizist, bitte nicht so Kommentare. Ja, ist doch so. Warum redet ihr über die letzte Runde? Theoretisch kann eine Postleitzahl auch schon raus sein. Na, das müssen wir auch, das kann auch sein. Im Hinterkopf behalten. Also, ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin in O2 reingegangen, hab den Müll rausgebracht, Licht ist ausgegangen, ich bin hoch zu Electrical. Der Pfanne hat schon krass guten Eistee, das stimmt schon. Mit mir ist drin. Quatsch. Ah, es sind beide Imposter drin, weil ich drei Votes Pilz, hatte. Ja. Ach so, sorry, Dona. Ich war ja ein Major drin. Oder oh, das ist einfach wieder Schuschu zu 100%. Pilz? Kann oder mehr sein. Also ich, was jetzt? Ich bin's 100% nicht. Nee, ich habe jetzt das gewotet. Ich skippe. Fuck it. Ja, ich bin eh raus. Müsste hoffen, dass ein Imposter im Lava-Kill gestorben ist. Hä, sind die Rollen wieder weg? Ja, ich bin Quark. Warum sind denn die Rollen wieder weg? Ja, also Parzi hat mich auch komplett gedeckt für die Kills. Ja, das habe ich GG. Wohl. Ja. Ey, was ist denn bei Shushu los? Okay. Was ist bei Shushu? Ich habe mit euch Licht angemacht und dann waren wir 10 Sekunden lang in O2 zusammen. Wie? Ja, ich habe Franz als erstes getötet und Timid hat gelogen mit dem Kill, dass Matteo als erster gestorben ist. Und das war dann ein Double Kill. Wolltest du gerade Nala sagen? Ja, Nala. Ich muss hier Essen geben. Also ich hoffe, dass ich jetzt einfach kein Imposter bin. Ich kann nicht mehr. Ich muss meiner Katze Essen geben, die miaut das die ganze möglich, Zeit an Michelle. Und ist böse auf mich. Ja, mach das. Ich beschütze dich nicht, Shushu. Die ist ein bisschen untergegangen, aber Parzi wusste, dass ich halt 30 Sekunden ins Specimen stand. Und dann an den Attentable gelaufen bin und dann wurde reported, sprich ich ja, aber, kann... Ja, aber weißt du, warum schießt du auf mich? Weil ich hatte ich hab dich nämlich in der letzten Runde gar nicht gewotet und dann sagst du, ja, es muss Dona sein. So. Ja, Dona, ich weiß halt, du weißt doch, wie dieses Spiel funktioniert. Wenn vier Leute sich gegenseitig Alibi geben, dann kann ich ja nur auf Nummer 5 schießen. Ich habe ja auch keine Möglichkeit. Aber die, ja, weiß ich mal. Warum hast du mich gewotet? Ich war ja auch nicht gewotet, weil, ich hab die haben ja eher luftig gewotet. Aber ich habe am Ende tatsächlich extra noch gesagt, warum sind da drei Votes auf Les, kamen da zwei Imposter drauf gewotet. Ich habe das am Ende noch gesagt, aber das ist... Les hatte Matt Haas. Ich mache jetzt neue Runde. Weil ich konnte nichts machen. Gepickt. Und es war klar, dass irgendwer mich diese Runde, hat, wenn ich nicht gesagt Crewmate hat. Bin, schaffe ich und mehr Tasks würde als das dann schon sagen, weil wenn wir zwei Imposter drin hätten und der Mayor sagt das nicht, dann haben wir automatisch verloren, weil der Mayor wusste ja, der weiß ja dann automatisch, dass ich Imposter bin. Ich habe trotzdem bemuselt. Ja, wir haben nicht bekommen. Ja, aber ich denke aber auch so, dass man, weil Fless hat auch schon ein, zwei Mal falsche Informationen von Admin-Table gegeben. Ja, und deswegen ja Fless, so, deswegen immer passiert, wenn du lügst. Ja. Ja. Ich habe auch schon ganz andere Sachen. Also, ich wette, starte Wette. Lügen ist nicht gut. Lügen so, Wette. Ist gut, ich schaffe mehr als. So wie Timid. Ich bin einfach nur Crewmate, also gut für die Wette. So, let's go. Das Rennen beginnt. So. Let's go. So, wo starten wir? Wir starten Labor. Oh, Baso kommt mit. Eigentlich wäre es gut, direkt zu sterben, weil als Geist kann man schneller rumfliegen. Aber ich will nicht sterben, ich will den Fall lösen. Ich will 10 von 10 Task haben und dann den Fall lösen. So, dann gehen wir hier dran. Dem Horus war mit mir oben. Come on, bitte nicht sterben. Yes. Dann starten wir die hier, das ist gut. Dann gehen wir hier weg. Wir haben Specimen 1, aber da gehe ich jetzt nicht hin, das dauert zu lang. Gehen hier unten lang. Shushu geht... Ach, Shushu ist aber bestimmt wieder ein Buster. So, let's go. Okay. So, dann. Hier, boom. Let's go. Okay. Was auch Specimen mache ich zuletzt.
So Wasserräder oder was ist das? Oder ist das Wasserding auffüllen? Ich weiß es nicht. Ist das der? Okay, sehr gut. Das müssen wir dann eh wieder zurückbringen ins Office. Warum läuft... Ah, okay. Ich verstehe, warum er mitläuft. Ist okay. Ist okay. Ist okay, Jeff. Ist okay, Jeff. Ist okay. Shit! Ja, Shushu ist Imposter. Mm. Gerne. Oh, nein. Und an der Stelle einfach voten. Ja, bin ich dabei. Okay. Warum? Das ist so random. Danke, Alkinder. Den Kill auf Parsifal hat Shushu nicht gemacht. Ah, Matteo. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo Matteo liegt, aber eigentlich nicht. Und warum zehnmal Imposter heute. Sagst du das einfach so? Wie bitte? Wir schaffen das. Sagst du das einfach so oder hast du sonst noch irgendwelche Anhaltspunkte? Ich habe Infos, die ich euch aber nicht geben kann. Aha. Und deswegen denkst du, dass sie Imposter ist? Ach, letztes Jahr Imposter. Hat gesagt, dass sie Imposter ist. Reden so, bevor wir jetzt wieder irgendwelche... Passival liegt vor der Lifeline. Ich kam aus Specimen. Ja, gut, dann geht es schlecht. Und habe an Admin Table geguckt. So eine Person in Specimen, das war Shushu. Eine Person war im Lab. Keine Ahnung wer, vielleicht Matteo. Eine Person Lifeline und eine in Admin. Ich war die in Admin. Die an Lifeline war Passival. Müssen wir canceln, Chat. Okay. Ich war übrigens im Lab und das hast du wohl übersehen. Wir müssen, ich habe nur auf der rechten Seite geguckt. So. Dann müssen wir ja canceln, weil man die hätten, sonst hätte ich ja gesagt, dass irgendjemand in O2 ist. Für nächste Runde. Ah, genau, wir machen für nächste Runde. Okay, das ist gut. Ich lasse sie offen für nächste Runde. Ey, das wollte ich nicht aussprechen, Linda, aber ich hab's auch noch. Wow. Nächste Runde. Warten wir, Tim? Hast du mich jetzt gewartet? Nee, nein, ich hab geskippt. Okay. Warum skippst du schon bei 70 Sekunden? Ja, ich dachte, wir skippen eh und ich höre Gespräch an. Ich glaube übrigens, dass Matteo mindestens irgendwo links liegt und wahrscheinlich im O2, weil der nach links Vivi hat eine halbe Stunde Geburtstag. Ist, als ich aus Koms rausgelaufen bin. Erinnere mich dran, zu gratulieren, Chat. Tim Horus drin. Okay. Wer ist denn im Lab gerade? Ich. Matteo ist nicht... Was? Ich glaube, dass Matteo ist auf jeden Fall links und wahrscheinlich in O2. Ich bin im Lab. Nee, Tim ist nicht im Lab. Doch, wirklich. Ja. Drona ist Sheriff-Lover mit zwei Punkte sein, oder? Mayor Basis. Das ist eine gute Kombo gewesen. Ja, okay, dann lügt das wahrscheinlich. Eine starke Kombo mit den beiden. Timid wahrscheinlich. Ich wollte jetzt einfach oder ich habe nur 40 Sekunden gesagt, ich bin im Lab. Dann darf ich ja wohl in nächster Runde nicht sterben. Also wenn Blesk und Jeff nicht Drona und Baso killen, dann haben die eine gute Chance zu gewinnen. Ich dachte, mehr Leute worten Timid raus. Im Horus. So, wollt ihr ein Crewmate raus? Speedrun beginnt. Ich töte dich einfach als Imposter. Nur Abzocke hier bei Bondra? Nein, nee, im Gegenteil. Ich versuche ja, dass es fair ist. Deswegen verlagern wir die Wette auf die nächste Runde. Abzocke wäre ja, wenn ich es einfach auszahlen würde und die Leute, die auf Less gesetzt haben, hatten gar keine Chance zu gewinnen. Deswegen müssen wir das der Fairness halber verschieben auf eine Runde, wo wir beide Task machen. So, okay, complete. Dann gehen wir Communications. Upload. Danke, danke. Dankeschön. Boah, ich freue mich schon auf Valorant gleich, ne? So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, dann machen wir die da. Valo wird gut nachher. Ja, ich glaube, ich werde heute nicht so performen wie ein Valo. Nicht so wie am Montag zumindest. Aber ich habe Bock. Meint ihr, unser Team gewinnt? Also ich weiß nicht, wie unser Team aussieht, ne? Aber in unserem Team wird ja auf jeden Fall Leon mit drin sein. Und wir spielen gegen Baso. So, alle Tasks geschafft. GG. So, wo ist Vlescoman? Oder wo ist Dona? Vielleicht ballert Dona hier nochmal. Wäre cool, wenn Dona einfach hier... Oh ja, Dona, hier ist er! Knall den ab! Hier ist er! Komm, Dona. Komm. Knall den einfach weg. Come on. Da sind zwei... Du kannst auf alle schießen, außer Franz. Schieß einfach. Nein! Nein! Oh. Schieß doch! Okay, woher soll ich es wissen? Wenn Schuh auch bei dir spielt, seid ihr schon stark. Ja, also Schuh oder Timid werden wir aufteilen müssen. Upp. Hab gestern mit Valorant angefangen, macht richtig Spaß, aber ich habe niemanden, der das mit mir spielen will. Guck mal bei uns im Discord. Da gibt's
Leute, die tauschen sich so aus und spielen dann zusammen. Wenn du Leute suchst aus der Community, die meisten sind ja, wie man heute am Chat sieht, sehr freundlich. Also einfach mal schauen, ob du da vielleicht jemanden findest. Lieber mit Schu oder lieber mit Timid spielen? Ich habe mit Timid noch nie gespielt. Ich weiß nicht, ich glaube, beide sind wirklich ähnlich krass gut. Also ich hätte da nicht mal eine Präferenz. So, Eraser. Timid wurde erased, oder was? Und getötet. Erased und getötet. So, er jumpt weg. Und hier liegt die nächste Leiche. Ja, das ist GG. Franz kommt jetzt raus, reportet Timid, oder? Oder, ja, muss ja. Jo. Oh, weia. Oh, no. Oh, Schuschu ist nicht Imposter? Aber die Chance ist bei 75% eigentlich. Nee, Schuschu war safe nicht Imposter. Krass. Timid liegt vom Admin-Brett. Ja. Zuletzt habe ich Jeff und Fless in Admin gesehen. Dona ging aus dem Lab raus. Ich glaube, die ist Richtung Elektrik gelaufen. Yep. Ich bin auch. Ich glaube auch, dass Fless und Jeff hier Imposter sind. Aber ich kann's. Ich habe nur Movement, und wo sie waren. Das ist alles. Wahnsinn. Das haben wir uns sonst gemacht. Dona. Wir haben Storage-Toss zusammen gemacht gerade. Ach so, stimmt. Ja, aber danach weiß ich nicht. Cool. Ich bin aber weggegangen, Franz. Nee, also ich weiß halt nicht, wann jetzt der Tod der Mod passiert ist. Ich bin jetzt auch bei Flash for Storage. Dankeschön, danke. Der Tod ist vor 20 Sekunden maximal eingetreten, weil da bin ich von Lifeline weg, da war noch niemand tot und dann bin ich durch Lab Specimen. Was wolltest du gerade sagen, bevor Flash dich zurückgehalten hat? Ich wollte sagen, dass es wahrscheinlich einen Eraser gibt, weil ich mit jemandem verliebt war, ich sag nicht mit wem, und so. Weg ist. Okay, ja, das meine ich gar nicht. Also nur, dass ihr es wisst. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas verloren habt oder ich weiß nicht, ob ein Shifter Lover wegnehmen kann oder wie das geht, aber nur, dass ihr es wisst. Ja, kann er. Habe ich auch gemacht. Habe ich auch gemacht, aber ich bin kein Lover. Hä, das bedeutet, aber wenn ich Lover mit jemandem bist und du nimmst meinen Lover weg, dann musst genau, aber jetzt kannst du gern sagen, wer dein Lover war? Nein. Okay. Tim, wo ist mein Schoßhündchen eigentlich? Ich muss kurz fragen. Ja, ich bin ein Hundi. Okay. Also ich werde jetzt hier Jeff voten und wahrscheinlich... Ich glaube, Blesk möchte jetzt unbedingt guessen. Ich habe dich zurückgelassen. Und wird Dona falsch gessen. Das stimmt nicht, ich bin rechts raus. Ich habe vorhin nicht verstanden, was überhaupt der... die Logik dahinter ist. Du hast zwei Namen gecallt am Anfang. Ja, die Logik ist... Logisch auch so privat. Genau, also dann die Logik. Ich lasse dich und Jeff zurück in Admin, gehe über Lab, Specimen... Kannst du dir das Spiel ganz normal vorstellen? Ich weiß, dass Timoros und Basu zusammen rumlaufen und Dona Mongas bin ich in der gekreuzt, sie ist aber nach links gegangen. Wenn ihr zusammen in Storage wart, dann ist es Jeff, der den Kill gemacht hat. Oder Timoros und Basu sind die liebsten Leute, die... Nein, wir sind Lover, also das war eine Lüge mit dem Erasen. Franz. Ich vote hier wahrscheinlich Jeff. Aber ich glaube, dann sind es eher Dona und Flesk. Nein. Sorry, Jeff. Nee, auch nicht. Sehr, sehr gut. Naja, wir haben uns halt gesehen. Das ist kein Alibi. Ja, doch. So. Wen will er jetzt rausgessen? Wie spielt er das jetzt? Also ich glaube, er wird nicht auf den Bait von Franz reinfallen. Franz hat ja Shifter gebaitet. Aber Dona hat ja gesagt, sie hat ihre Rolle verloren. Oder sie ist nicht mehr Lover. Und dadurch könnte Vlesk denken, dass sie erased wurde, aber in Wirklichkeit wurde ja Baso erased. Das heißt, wenn jetzt Stresssituation für Vlesk ist und er wird auf jeden Fall gessen wollen, könnte ich mir vorstellen, dass er Dona falsch gessen wird und sagen wird, Dona ist Crewmate, weil ihre Rolle weggemacht wurde. Hm. Fuck. Wo ist er? Was denn mit Mira HQ? Warum spielt er das nicht mehr? Geht das mit den Rollen nicht so gut? Doch, würde schon gehen. Also Mira HQ ist auch eine okay Map, aber ich finde wirklich, Polus ist die beste Map. Die ist voll gut connected, gebalanced. Man hat alle möglichen Sachen für Infos und so. Ich finde Polus wirklich Abstand einer der besten Maps. Das hat der Franz getötet. Okay, Franz getötet. Macht Reaktor und holt sich Alibi mit Do. Oh, wir sind aber alle hier. Die sind aber alle hier. Oh mein Gott.
Rainer drückt auf der anderen Seite. Okay. Ja, was macht Blesk denn da? Ja, Blesk hat verloren, weil Dona weiß, dass Baso nicht sein kann. Ich hasse Dona, meine Liebste. Ja? Ich erzähle dir die Geschichte davon, wie ich gerade vor meinen eigenen Augen. Er muss jetzt gessen und dann wird Dona falsch gessen. Mein Tim Horus umgebracht hat. Nein. Mit einem Schlitz. Er ist umgefallen und. Yep. That's it. Aber. Ja. Ja. Okay. Habe ich nicht. Ja, erzähl. Ja. Das kann tatsächlich gar nicht sein, weil ich als Sheriff Franz getötet habe in der Runde davor. Also den ersten Kill habe ich gemacht, das war der auf Franz. Oh nein. Und ich gehe stark davon aus, dass wir deswegen jetzt noch überhaupt in der Runde sind. Oh nein. Weil dann war Jeff falsch. Dona, expose dich jetzt nicht als Sheriff. Linda ist Nummer 2. Oh. Ah, Dona, aber... Dona müsste eigentlich wissen, dass das nicht hinhaut. Oh oh. Ja. Ne? Weil sonst. Oh oh. Blesk wird jetzt Dona gessen als Crewmate sterben. Oder bist du? Nein, er kann Ace nicht übergessen, weil er weiß ja, dass ich Crewmate bin, seitdem ich meinen Lauer verloren habe. Aber er gesst ja nicht, deswegen denke ich mal, dass er. Fuck! Alter, Dona, so, du hast ihn so hops genommen. Ich habe noch nie gesehen, wie jemand so hops genommen wurde. Ja. Ich dachte mir, das war so easy und dann war es doch nicht easy. Ja, Dona Crew natürlich. Sie hat mich gelogen vorher. Ich wusste jetzt halt nicht mehr. 500 IQ. Dona einfach Among Us durchgespielt. Ich wusste jetzt halt nicht mehr, ob ich Baso nehme mit Crew, weil ich wusste ja, dass einer von euch Lover ist. So. Ja. Aber es hätte auch Tim Horus sein können. Gerade am Ende hätte ich eigentlich wissen müssen, dass es nicht stimmt. Ja. Oh, ist das stark. Heftige Runde. Weil du mich geschildet hattest. Ja, ich war Medic und ich dachte, der einzige Weg, um wirklich dein Schild zu behalten, wäre dir hinterher zu rennen. Das hat mir auch gemacht, bis er mich getötet hat. Das war mega hart für dich, Blesk. Also das Das ist unmöglich, dich zu verstehen. Es geht nicht. Hops, genau. Nochmal? Also, ich konnte dir nicht mitteilen, wer Crewmate ist, weil ich hätte dich nur sass gemacht. Hätte ich irgendeinen Namen gesagt, weißt du, wer cool ist. Mega funny. Aber weißt du, was das Geile ist? Ich glaube, wenn du einen rausgeschmissen hättest, einen Namen am Ende, dann hätte ich halt safe einen gehabt, den ich rauskicken hätte können. Ja, aber zum Beispiel, wenn Jeff jetzt mich genannt hätte, weil ich war tatsächlich Lava mit Baso und wurde mir weggenommen, aber ich bin auch Sheriff geblieben. Ja. Und das hättest du dann halt nicht wissen können. Nee, auch Jeff nicht. Nein. Klar weiß Jeff das, weil Jeff ein Razor ist. Jeff weiß doch, wen er ist. Ja, Jeff hätte mir einen Namen geben können, dann hätte ich gewusst, wer Crewmate ist, aber ich hätte auch so, glaube ich, auf Baso kommen können. Gerade. Ja, die Chance war 50-50 halt, ne? Weil hat Dona den Lover nicht nur verloren, weil ich meine Rollen verloren habe, weil ich war Maya und Lover. Und ich wurde ja erased. Und deswegen hat Dona ihren Lover verloren. Genau. Aber Dona hätte ja auch erased werden können. Nee, man callt als andere Lover, um den anderen Lover zu schützen, weil du weißt, du behältst ja deine normale Rolle. Ja, aber dann weiß Les doch nicht, dass Dona trotzdem noch ein Sheriff ist. Ja, aber er könnte wissen, dass der andere Lover nur seine Rolle verloren hat. Dona noch eine Rolle hat. Ja, also am einfachsten wäre es, glaube ich, gewesen, wenn du kurz gesagt hättest, hey, Basi Race oder so. Dann ich glaube, Dona hat einfach gerade 500 IQ gemacht. Halt am Ende hat mich Dona reingebildet, weil ich war so am Hadern, ob ich Baso einfach Crewmate nehme. Weil es war halt für mich so, entweder Tim oder Baso sind der Lover von Dona gewesen, wurden erased. Aber dann hat Dona gesagt, dann dachte ich mir so, ach, nimm einfach das Pferd, so Dona. Hops, genau. Wird sich schon verlabert haben. So. Ja, gut gemacht, Dona. Oh, das war eine coole Runde. Ja, war eine geile Runde. Das war cool, aber ich musste so lachen, als Les gewann und gesagt hat, ja, ich bin Sheriff und hab ihn weggemacht. Nicht so, verknüpfen, weil ich dachte, okay. Allen Rollen wollte ich natürlich auch die Einzige, die noch drin ist. So, Wette gilt immer noch. Spaß. Aber ich bin jetzt Lover. Ich hab's natürlich jetzt. Ich hab's jetzt viel schwerer. Oh Mann, ey. Oh, bitte nicht. So, die Frage ist ja. Okay. Frage ist ja jetzt: Was ist Dona? Ist Dona ein Imposter? Und wir sind in Sheriff-Imposter-Duo. Das wäre auch krass. Also Sheriff-Imposter-Lover. So, Dona bleibt bei mir. Ihr hat sie mich geschildert, das wäre geil. So, ich muss aber Task machen, Dona. Oh, scheiße. So, Shushu. Ah, Shushu hat korrigiert. Shushu ist schon wieder Imposter. Das gibt's nicht. Shushu ist wieder Imposter. Soll ich schießen? Soll ich direkt schießen? Oh, Mann.
Moros ist hier. Wo ist Dona? Hier oben. Alright. So, Timid läuft raus. Wir gehen mal Communications. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Boah. Schießen wir jetzt auf Schuh. Schießen wir auf Schuh. Okay. Ach nö, ne? Ach nee. Nein, sie haben Linda getötet. Och nö, ne? Jeff. Oh, Jeff. Lol. Okay. War das damals? Warte. Sag erstmal noch nichts zu bitte. Ich bin, bin gerade durch Specimen durchgelaufen. Ich stehe unten im Lower Decon. Die Tür geht auf und Baso fällt vor mir um. Baso hat mit Sicherheit nicht als Sheriff dich geschossen. Du bist Imposter. Wir haben einen Cleaner drin. Hm? Der was? Erklär mal. Also, wir haben den Cleaner. Jeff wurde gecleant. Ich habe gerade gesehen, wie Baso literally. Oh. Oh shit. Baso vor 0,5 Sekunden gestorben ist. Also ja, dass sie umkippt, das kann ich hundertprozentig bestätigen. Aber entweder war sie Sheriff, was ich hier für extrem unwahrscheinlich halte, oder lässt gesagt. Und Jeff ist länger tot, oder warum ist kein... Du warst an der Lifeline, oder was, Jeff Pazzi? Jeff ist erased. Und du standst gerade an der Lifeline? Hast den Kill gesehen, oder was? Gecleant, sorry. Pazzi? Ja, ich habe den Kill. Okay. Aber wenn Jeff gecleant wurde... Ich bin in Specimen gewesen. Also ich bin gerade durch Lab durch, bin Specimen rein, ich monte die Tür auf und Baso liegt vor mir. Ich kann ja Jeff nicht gleichzeitig noch cleanen. Die Logik geht ja gar nicht auf. Ja, dann war Baso Sheriff und ich verstehe nicht, warum sie geschossen hat. Nee, die Logik geht auch schon nicht auf, wenn Jeff übelst lange alt ist. Naja, Baso... Naja, aber wie soll... Also, nee. Also die Logik ist... Du und du und der andere Imposter haben Jeff getötet, dann gecleant und dann verging so lange Zeit, dass du durch Specimen durch bist. Das ist ja die Logik. Jetzt du. Okay. Ja, ist falsch. Ich glaube aber auch nicht, dass Baso auf mich schießen würde, ehrlich gesagt. Weil sie ganz genau weiß, dass ich das nicht gut finden würde, wenn sie random auf mich schießt in der ersten Runde. Ja, aber ich kann nur sagen, dass ich es gesehen habe und ist halt vor mir umgeplumpst, so, als ich die Specimen-Touren aufgemacht habe. Wir können mehr ich nicht keinen euch. Warlock haben. Also Passi, ja, aber ich kann dir trotzdem nur sagen, was ich gesehen habe. Die ist vor mir umgeplumpst. Ja, und ich töte Basel auch nicht in der ersten Runde. Zu einer Putzen gecleant. Also, ihr könnt nochmal im Kopf behalten, dass es auch Tim Horus sein könnte, aber... Wieso? Ich war doch in Notfall. Also, meine Freunde, es war Lights Out. Es kann sein, dass jemand vor mir in Admin getötet hat. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und ich das aus irgendeinem Grund nicht gesehen habe. Pazzi, warum aber alles andere ergibt in meinen Augen keinen Sinn. Ja, genau, wenn Pazzi, wirklich kein Warlock drin ist, dann ist es ganz komisch. Nochmal geskippt. Warum Pazzi? Tim Horus, Pazzi? Würde ich okay, dann nicht sagen. Ja, würde ich, kann ich nicht sagen. Okay. Tja, Tim Horus, das sieht schlecht aus für dich. Ich bin jetzt verwirrt. Es wirkt, also schaut mal, würde Vlesk in der ersten Runde direkt Baso erschießen, das dann direkt reporten und sagen, sie ist an mir umgekippt. Aber ich bin der Sheriff. Und ich weiß auch, dass kein Loverkill gewesen sein kann. Und es wurde ja angeblich gecleant. So, wenn gecleant wurde, dann kann ja kein Warlock drin sein. Sieht man das? Nee, Baso ist einfach normal tot. Man sieht nicht, ob jemand weggecleant wurde. Scheiße. So. Ich muss ins Labor. Er schieße ich jetzt einfach auf Lesk, auf Verdacht. Das ist mir ein bisschen zu riskant. Weil wenn ich mich selber erschieße, stirbt ja mein Lover auch. Ne, ist falsch. Hier unten irgendwo. Wir könnten wieder eine Falle aufstellen. Hier. Scannen erstmal. Scheiße, ich bin hilflos. Ich kann nicht schießen, während ich gescannt werde. Oh. Shushu liegt vor Camps, Timoris ist in Comms, ist auch während Lights reingelaufen. Und Vlesk ist auch in Comms. Ja. Boah, Parzival muss aber frisch sein, weil ich habe den vorhin noch in Lifeline gesehen, bevor ich Specimen rein bin. Also ich bin gerade runtergelaufen, links ins Office rein und davor habe ich, ich glaube, Timoris und Vlesk durch die Wand gesehen mit dem Namen. Okay. Ich stimme also, Timoris in Comms und das wird sehr gefährlich, weil ihr natürlich bei 6 Leuten jetzt mich kickt. Problem ist, ich bin kein Imposter und das wird nicht so gut ausgehen dann. Mental, wo warst du? Im Labor auf dem Metscanner stehe ich gerade. Oh, sorry, ich war gemutet, sorry. Matteo ist im Lab. Labor, Metscanner, ja. Shushu liegt direkt vor Camps oben. Wink, Matteo. Okay. Was? Matteo war auch vorhin noch in Lifeline und ist runtergelaufen. Also, wenn du durchs Beste, bist du durchs Beste nein, oder bist du rechts raus? Ah, nee, du bist rechts raus. Ich bin rechts raus. Wie lange bist du mit Les schon?
Wollen Download, oder? 3 Sekunden, würde ich sagen. Okay. Wer ist zuletzt rein? Ich bin mit dem Download fertig geworden am Ende. Okay. Wer ist zuletzt rein? Oder seid ihr gemacht? Ich bin nach Tim rein. Tim war fertig und ist dann weggemoved nach dem Download. Ich bin Download fertig gemacht, dann wurde reported. Genau. Wir waren aber eingesperrt und kommen. Also die 10 Sekunden vielleicht? Und die Tür ging zu nach. Die Tür war wirklich zu, ja. Download war, ja. Oh, aber wer hat dann die Tür aufgemacht? Weil ich bin reingelaufen und... Tim, er ist ja wieder raus gerade. Nee, ich bin noch drin. Wir sind eingesperrt. Nee, die Tür war auf. Als ich reingekommen bin, war die Tür schon auf. Ja, die Tür ist wieder zugegangen, als ich mit Tim drin war. Genau. Okay, also wer kommt jetzt dafür in Frage? Können wir das mal ganz kurz... Für mich, Fles und Tim Horus. Also ich glaube, das Matteo, sind vielleicht sogar beide. Wenn die an der Cam liegt, Matteo nicht. Mhm. Der war wirklich ich im Lab. Ich auch nicht, weil ich ein Spaceman war. Und Tim auch nicht. Tim oder Timmit? Nee, Tim ist nicht Timmit, raus. Timmit kommt natürlich auch in Frage. Aber dann weiß ich nicht, wer der Zweite ist. Aber was hast du gemacht, Timmit? Weil von dir habe ich jetzt gar nichts gehört. Ich bin runter... Links in Office bin ich gerade reingelaufen. Von wo? Jetzt am Ende, oder was? Ich war gerade in Storage noch. Ja, aber Vlesk, nach dem Ausschluss, Vlesk, wer soll es denn dann für dich sein noch? Aber verstehst du nicht, was ich dir mitteilen will die ganze Zeit? Was? Nee, ich bin zu dumm. Sag's mal, wir haben 10 Sekunden. Ich wurde jetzt groß. Ich bin Tracker, ich habe Matteo die ganze Zeit getrackt, deswegen wusste ich auch sofort, wo er war. Und, Tim Horus nicht? Nee, macht nicht. Upsi. Krass. Ich bin Crewmate. Ich bin so dumm, ich habe geskippt bei 6 Leuten. Ich werde versuchen zu schießen. Mein Vote hätte nichts geändert. Es waren 4 Votes auf dem Horus drauf. Es waren 4 Votes auf dem Horus wird nicht stimmen. Timmit ist wahrscheinlich einer, oder? Timmit ist wahrscheinlich einer. Ich werde einfach Timmit erschießen. Und dann ist GG. Oder ist es Dona? Nein, Dona ist nicht, oder? Dona hätte es mir gezeigt. So, Licht geht aus. Dona, geh mal weg. Ich muss Timmit erschießen. Dona? Hä? Yes. Also, ich glaube, Tim Horus war falsch, weil da waren wie viele Votes drauf? 4? 4 Votes. Matteo hat geskippt. Ich habe geskippt, und genau. Dona hat auch geskippt. Genau, und das ist die Frage, wer wirklich geskippt hat gerade. Ich habe wirklich geskippt. Warum soll ich jetzt callen? Nicht mal Flash voten, weil Timmit käme eher noch in Frage. Ich glaube auch, es ist Timmit, ja. Ich habe mein Licht angemacht. Ja, deswegen. Wir haben mit Mental zusammen, aber das sagt ja nicht, dass du kein Imposter bist. Ah, das stimmt. Okay. True. So, und Shushu ist halt, sorry noch, Shushu ist vor Cam, lag vor Cam. Das ist jetzt die Frage, die sie mir jetzt stellt, ist, wenn wir wirklich noch 2 drin haben, dann ist irgendwie ein Evil Guess nur weg. Von einem Loss. Yes. Wenn Timorus richtig war, und ich glaube nicht, dass Timorus richtig war tatsächlich. Nee, glaube ich auch nicht. Dann sind wir safe. Ich glaube, Timorus war falsch. Ich glaube, dass Timorus falsch war. Was denkst du denn, wer es sonst ist? Jetzt ist die Frage, ob der 2. Imposter die Eier hat und da jetzt reingesst. Ja, aber warum wirst du nicht gegessen, Vlesk? Nachdem du, meinst du, die denken, es ist Bait? Ja, ich habe gar keine Ahnung. Also ich denke immer, es ist Bait, wenn ich Gesser bin. Ich guess ganz selten. Ich bin nicht Tracker, Matteo. Ja, ich weiß, aber ich hätte wahrscheinlich... Also, wenn ich Tim Horus gewesen wäre... Aber vielleicht bin ich Tracker. Wenn ich Tim Horus gewesen wäre mit Gesser und ich sehe, dass die Leute mich rausvoten wollen, würde ich dich noch guessen als Tracker. Hat aber nicht gemacht. Er wird normal rausgevotet. Ja, ich glaube, Tim Horus hatte zu viele Votes, um richtig zu sein. Mhm. 4 Votes außer und 2 Leute skippen. Außer Vlesk ist ein Kompane. Warum soll er denn auf Vlesk voten? Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also wenn die beiden das sind, dann macht es ja keinen Sinn, dass er Guest auf Vlesk. Nee. Das, also ich sage nur, es kann in Frage kommen. Aber also ich glaube, Timmit ist für mich jetzt die nächste Adresse, die am ehesten ist. Ja, warum sollten wir dich nicht voten, Timmit? Ich bin für keinen Kill gerade in der Nähe gewesen. Ich bin runter, links in Office rein. Da habe ich noch gesagt, dass Vlesk und Tim Horus in Communication standen. Ich war davor in Storage. Ich habe nicht einmal in Camps reingeguckt, wo du aber da reportest. Aber du warst in Storage während des... Ich verstehe das nicht. Also einer von euch muss der Mayor sein, hat geskippt. Und Matteo hat gesagt, er ist es. Aber das glaube ich nicht. Deswegen glaube ich, er ist es Dona. Also, nein, ich bin es nicht. Wen voten wir? Er hat falsch gegessen. Er wollte noch versucht zu gessen. Mein Gott. Er hat versucht, Vlesk zu gessen. Lol. Ich bin nicht Tracker. Yes! Ist jetzt schon GG oder wir haben halt. Oh, nee. Wir können Franz noch abschießen, wenn wir Cooldown haben. Nee, warte mal. Oder verlieren wir. Es ist nicht Vlesk, oder? Ist es Dona? Sag mal, Dona, bist du Killer? Ich will mit. Warte mal.
Oh mein Gott. Ist es Franz? Ey, wenn ich jetzt schieße, ich werde auf Franz schießen, scheiß drauf. 4 Sekunden. Schieß auf Franz jetzt. Franz! Franz, bleib stehen! Bleib stehen, Franz! Ich schieß dich ab! Schieß Franz ab! Ich schieß ihn ab! Ich schieß ihn ab! Dann verlieren wir! Ah! Oh, oh nein! Lol, nein, Matteo! Hast du geschossen? Wie kannst du denn einen Sheriff Mann, ey! Du hast nicht Dona gegessen? Nee. Nee, nee. Also, nee, nicht nur das, was mich viel mehr irritiert hat, wenn ich in der ersten Runde calle, dass das ein Instant Self-Report war und wir einen Cleaner haben. Matteo, crazy. Du weißt doch, dass du Sheriff bist, dann musst du. Hast du da extra reported, Bless, oder hast du aus Versehen? Warte mal. Nee, also ich dachte mir, pass auf, wir haben so oder so gewonnen. Hm. Jetzt gucken wir mal, ob du den Mayor findest. Und Matteo hat ja so übel obvious reingebaitet, dass er da Mayor ist und geskippt hat. Aber bei 6 Leuten, die einzige Person, die jemals skippen würde, ist Dona. Nein. Das war kein Bait. Dona hat für ihn gewotet. Das war kein Bait. Dona hat genau das ist das Problem. Ja. Genau. Aber ich hab's nicht gesagt. Genau das war das Problem. Ich hab nämlich geskippt und deswegen war ich verwirrt. Ja, es war kein Bait. Ich hab geskippt und ich war kein Mayor. Ich hab Mayor auf Franz gegessen. Ja, nice. Ah. Für mich war... Dona ist mehr. Ja, dann wäre das für mich auch klar richtig gewesen. War und hat geskippt. Okay, das heißt, ich dachte, wir haben schon gewonnen und ich wollte halt einen Evil Guess Finish noch machen. Ich fand das lustig. Möglichkeit nach dem Anfang da. Der Anfang, ich dachte, Blesk würde niemals Baso in der ersten Runde da einfach so wegmachen. Und weißt du, was passiert ist? Was? Also erstmal habe ich random so Timid beim Killen sehen, habe weggeputzt. Dann wusste er, ich bin cleaner und dann tötet der Base vor mir und statt zu clean report hier ist Oh mein Gott, und das war der Grund, warum ich gesagt habe, Bless kann es niemals sein. Und weißt du, was noch viel dämlicher war? Ich habe natürlich gesagt, dass es Tim Horus auch sein könnte, weil ich Shifter war, seine Rolle geklaut habe und dafür vorsorgen wollte, dass ich vielleicht gleich weg bin. Ja, und ich habe mich Ich war aber nicht weg. Timos hat es dann, glaube ich, verstanden, weil er dann auch ein Crewmate war. So, und ich stehe dann als Time Master am Button oben, will gerade drücken, als Tim mich wegrotzt. Ich hätte beide Imposter gehabt. Das war in dem Meeting war es für mich dann auch sauschwer, irgendwas zu sagen, weil hätte ich gesagt, ich bin geschiftet, dann wäre ich geflogen, dann wäre es auch 5 irgendwie. Oh, das war so hart. Die Runde war super unlucky. Da hätte immer so ein Millimeter gefehlt, dass wir verloren hätten. Why? Aber ich hab's auch, was ich geil fand, Matteo, ich habe ja voll offensichtlich und dauernd so, hey, der zweite Imposter, der Evil Guesser, könnte jetzt den zweiten guessen und dann wäre die Runde ja schon vorbei. So, und dann Tim mit Guess. Und Matteo der hat bestimmt Blesk als Tracker gegessen und schießt auf die andere Person. Ja, weil für mich war das wie so ein ungeschriebenes Gesetz, dass Blesk niemals Baso killen würde in dieser Situation. Und deswegen war das. Hab ich auch nicht. Ja, und deswegen dachte ich so, okay, es kann nicht Blesk sein. Und dann. Oh, ich war da zu festgefahren. Du hast ja recht. Ja, nice try. Na gut. Ja, waren aber geile Runden. Ja. Spaß gemacht. Ja, danke. Danke schön. Dankeschön. Ja, danke für die Einladung. Ja, danke fürs Mitspielen, meinte ich. Thank you very much. Was sagst du? Wollten wir nicht jetzt Valorant spielen? Machen wir ja. Weil ich was verpasst? Machen wir. Machen wir. Ich habe mich auch confused. Ich dachte so, wir spielen keine Nein, ich habe mich nur von Tim Horus verabschiedet. Dankeschön, ne? Weil Tim Horus nicht mitspielen wird bei der Runde, weil Leon ist jetzt hier. Es ist so sad. Versteht ihr? Oh, warte mal, Tim, willst du bleiben? Ich würde voll gerne talken, jo. Ja, dann lass doch Tim Horus mitspielen, dann klinge ich mich jetzt hier raus. Ja, klar. Ich wollte dich endlich mal töten, Franz, in Velo. Nee, das ist ja easy. Also kannst du auch ein Kind irgendwie ins Gesicht schlagen. Das ist super einfach. Oh, okay. Könnt ihr mal bitte alle bei Franz haben. Mach das bloß nicht. Also cool, dann Tim Horus, auf geht's. Ja, gerne. Danke für den Abend, macht's gut, ciao. Nice, mach's gut, Franz, ciao.